Einen wunderschönen Gude und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Runde Talk of Knowledge, dem PoE-Podcast der deutschen Community. Heute darf ich zu Gast begrüßen den einzig wahren Cock, den King of Knowledge, Salty Dane. Einen wunderschönen guten Salty. Und einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich auch Pillebrille als Repräsentant der HCSSF-Community, ne? Repräsentant. Trifft sehr gut. Ja. Warum Terrence noch gar nicht hier, hä? Oh, Junge. Bei okay. Dem läuft es gerade auch auf und ab. Den muss ich mir aufschreiben, da ich den nochmal benutze. Nein. Ein wunderschönen Gute euch beide. Leider können wir heute nicht unseren vierten Gast begrüßen, weil eigentlich wollte MB Extreme noch mit dabei sein. Aber leider geht es ihm gesundheitlich nicht so gut. Von daher viele, viele Grüße an der Stelle an MBX. Ne? Erhol dich gut, ruh dich gut aus und so weiter, ne? Dass du wieder fit wirst. Er wollte noch mit hier rein, aber ich habe gesagt, nee, alles fein, ne? Mach lieber Pause und so weiter. Das ist nicht so tragisch. Gut, wir haben viel zu besprechen, ne? Es gibt viel zu sagen. Kurzer Ablaufplan, was machen wir heute? Wir reden ein bisschen natürlich über die Liga, die Changes, der Reddit und so weiter, ne? Aber ganz, ganz wichtig, zuallererst, ja, nicht irgendwie persönlich, angreifend etc. werden. Ne? Wir bleiben immer mit unserer Meinung fachlich natürlich, ne? Und jeder hat natürlich auch eine andere Meinung, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Meine Meinung ist zum Beispiel nicht Pilles Meinung und auch nicht Soltys Meinung, weil wir auch alle anders spielen und was anderes vom Spiel erwarten oder hoffen. Ne? Aber nichtsdestotrotz müssen wir, ne, und sollten wir auch eine sehr, sehr fachliche Meinung abliefern. Und es zählt natürlich auch für euch Leute im Chat und die das Video dann später auf YouTube gucken. Ne? Bitte keine Hate-Kommentare gegen irgendwelche Mitarbeiter von GDG gegen andere Leute oder so irgendwas, weil sie eine andere Meinung haben, beziehungsweise weil man nicht sowas lief, wie ihr es wolltet. Gut. That being said. Sorry, der hat gerade zu gut reingepasst. Oh nein. Du willst meine verfolgen noch, ne? Ja. That being said, würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten und einfachsten Thema an, und zwar einfach mal so mit der Liga an sich, also mit der Liga-Mechanik. Würde ich jetzt erstmal ein bisschen auseinanderhalten wollen. Pille, wie ist denn dein Empfinden zum momentanen Punkt der Liga-Mechanik? Der Liga-Mechanik? Also genau. Ich habe jetzt nach fast zwei Wochen, die wir jetzt gespielt haben, habe ich einmal diese Reflection of Paradise, dieses Paradise-Feld bekommen, wo man so giga viel Experience bekommt für die Monster, die man da drauf findet. Das war so die ganze Zeit so ein bisschen dieses Chase-Feld, was ich da gesucht habe. Und habe ich die ganze Zeit drauf gefreut. Ich bin so nicht gelaufen. Ist auf einem T16-Teil, Monster Level 83. Und meiner Erfahrung nach bin ich auf Yellow-Tier-Niveau mit einem Charakter, der schon T16-Maps läuft, schon fast verreckt. Als ich da so bei Stärke 6 bis 8 angekommen war. Ja, ich taste mich da tatsächlich noch ein bisschen ran. Also ich gebe dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Also insofern habe ich mir noch kein großes Bild gemacht. Ich finde es an sich eine coole Mechanik. Es ist eine schöne Dynamik, wenn man das mal so ein bisschen raus hat, das auch zu bauen. Also da kann man schon ein bisschen Zeit investieren. Man kann es aber auch einfach liegen lassen. Und das ist für mich eigentlich gerade so das Schöne, dass ich sagen kann, okay, ich mach's einfach später. Ich mach's später, wenn ich weiß, mein Charakter kann das machen, definitiv. Mhm. Oder ist schon so weit, wenn es dann schief läuft, dann läuft es halt schief. Ne? Dann geht man halt eben ein größeres Risiko ein. Aber aus HC-Perspektive war ich da sehr, sehr vorsichtig und habe auch gemerkt, dass es sehr, sehr intensiv skaliert. Also sind die Monster auf Stufe 10 Feldern absolut tanky. Und das merkt man, das knackig. Und da muss ich sagen, finde ich gut. Finde ich eine gute Entscheidung, hat aber auch bei mir dazu geführt, dass ich meine Strategie komplett überdacht habe und nicht auf irgendwelche 15 Difficulty-Felder gehe. Nee, ich gucke immer, dass ich den Eingang jetzt in die Mitte meines Tablets platziere, um dann möglichst in viele verschiedene Richtungen so 5 bis 7 zu haben. Ja. So ein Tentakel. Das ist auch gut, ja. Ja, die Skalierung ist schon ordentlich, ne? Und vor allem, man weiß halt auch nicht, ne? Ist das jetzt, oder wie hart wird es denn jetzt, oder was ist Difficulty 10 auf einer T16 Lake? Ne, mit was könnte man das vergleichen, um halt zu wissen, ob sein Char dafür halt überhaupt bereit ist? Ne? Mhm. Aber ich meine, das ist ja immer so, wenn was Neues kommt. Ne? Ja, könnte zum Beispiel Delph 600 entsprechen. So, like,
Ja. Da ist halt Ende. Ja, vielleicht nicht ganz, ne? Aber ja, doch. Ja, ja. Weh. Es tut sehr weh. Na. Solti, ich hatte ja am Anfang der Liga, beziehungsweise wie die Liga so ein bisschen vorgestellt wurde, so das Gefühl gehabt, beziehungsweise jetzt muss ich schon fast sagen, die Hoffnung gehabt, dass es so ein bisschen Synthesis-like wird. Irgendwie ist es immer noch so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Ich hatte auch große Hoffnung. Wirklich, weil viele wissen ja, dass Synthesis meine Lieblingsliga war, mit Abstand. Also die Mechanik damals war einfach, war so schön. Und auch der Synthesizer war so nice. Und ich habe immer noch versucht, die Hoffnung zu haben, dass sie das nicht so eingefügt haben als Ersatz für Synthesis, weil die meinen ja, wir haben ja Sachen überarbeitet, ne, als Liga-Mechanik. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht die Synthesis-Mechanik ist, die sie sich vorstellen für das Spiel, wenn wir nochmal eine schönere bekommen mit einem schönen Synthesizer und so weiter. Weil bisher bin ich auch, würde ich sagen, enttäuscht, wahrscheinlich, weil ich so eine hohe Netzlatte dafür habe. Aber es ist eine gute Mechanik, nur halt nicht wirklich das, was ich mir von Synthesis erhofft hatte. Wahrscheinlich genauso wie du. Ja. Was ist es denn bei Synthesis, was du so gut fandest? Also war es eher das finale Layout bauen und diese verschiedenen Memories, waren das da, glaube ich, ja, auch, also kombinieren? Oder ist es tatsächlich das, was die Mechanik auch abgeworfen hat? Das ist der Loot und die Triple Synthesized Items. Nee, es ist wirklich halt diese Art und Weise, wie du halt deinen Nexus gebaut hast. Weil du hast die Baustelle gesammelt, das ist ein bisschen so, wie wenn du irgendwie Sammelkarten hast. Ne? Du hast seltene Sammelkarten, die so richtig geil sind, wie die erhöhen jetzt einfach den Loot um das Zehnfache oder die geben jetzt alles ein Level höher für alle anliegenden Felder. Und solche Sachen hat man damals gebaut, diese komischen Kreuze immer. Ne? Ja. Und ich fand das super nice, halt so ein tiefgehendes System zu haben, wo du durch den eigenen Content basteln kannst. Und ich hätte mir gewünscht, und vielleicht würde ich mit diesem Kalandor-Teil halt sagt, hey, du baust jetzt zum Beispiel eine Fire Exile Node zum Beispiel hin und die hat dann auch ein anderes Aussehen und nicht einfach nur diese gleichen sechseckigen Pillar halt, ne, die dann einfach aus dem Boden fahren, sondern würde ich halt ein Thema, was zu den Exiles passt, was ein eigenes Gebiet hat, ein eigenes Layout oder Tileset, wie man es ja auch im Mapset kennt, ne, hatte ich mir gewünscht halt, oder einfach viel mehr Identität einfach, weil die Tiles sind so, weil ich gehe jetzt an das Ding ran, ich mache das Ding halt auf, guck halt, okay, ich block die ersten drei weg, wenn die halt einfach keine von den Notches haben, also Special Exile Loot quasi. Und dann gehe ich halt durch und mache einfach nur die Details mit den meisten Notches, pack die auf meinen Weg, der die höchste Difficulty hat und dann bin ich fertig, dann nehme ich das nächste. Das hat irgendwie so, hat so schnelle Kost, ne? Ja, das hat irgendwie so, weiß nicht, hat keine Identität. Und ich hatte auch so den Nervenkitzel verloren oder so dafür, dass du halt irgendwie was Cooles zusammenbasteln kannst, wo dann richtig kranke Loot-Explosionen sind, die ja auch ein bisschen länger dauern einfach, wo du mal ein paar Tage dran bastelst vielleicht oder so. Ne? Ja. Ja, und du hattest es auch ganz kurz angesprochen, das Teilset. Ne? Also können wir mal bitte darüber sprechen, ganz kurz, was ich, also auch jetzt hier wieder wirklich nicht böse gemeint, ne? Aber bitte, warum nimmt man die schlechteste, unbeliebteste und hässlichste Map und benutzt die für die Liga-Mechanik 175, also überall Mineral Pools. Das Layout ist das Schlimmste, was es gibt. Es sind überall kleine Gänge, es ist überall blockt dir ein komischer halber Stein den Weg. Aber wer bitte kam auf diese Idee? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber diese Steinformationen, sind die nicht typisch für Neuseeland? Oder wo waren die nochmal gewesen? Waren die in Skandinavien oder so? Diese komischen sechseckigen Steine. Britische Inseln. Ich glaube, britische irgendwie, wo da in dem also Bereich. Ich meine, es sieht ja cool aus, aber nichtsdestotrotz lässt sich kacke spielen. Ja, ich glaube, großes Problem, und das hat mich am Anfang extrem irritiert, ist, dass es wieder so eins der Layouts ist, die verschiedene Höhenlevel haben, die wir nicht sehen können. Weil du das mal aufgefallen ist, aber das sind also kleine Hügel halt und du springst manchmal oder du willst irgendwo hinspringen mit dem Leap Slam und kommst nicht hin, weil dein Mauszeiger halt woanders ist, weil der halt einfach für das Game halt irgendwo auf einer Erhöhung ist, wo du nicht hin darfst oder sowas halt. Richtig. Und das ist so abfuck einfach nur, dass du halt einfach nicht dahin kommst. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es da Problematik gibt, eventuell mit Shotgun-Effekten, wo es ja halt auch kritisch sein kann, wenn man zum Beispiel auf Treppen steht und dann Projektile an der Treppe einen Impact erfahren, obwohl sie eigentlich vorbeifliegen würden. Gab es da nicht ganz am Anfang Probleme mit dem Spark? Da wurde doch irgendwas gefixt, weil da... Ja, das ist auch was, wo Spark und Lightning Strike aufgehalten wurden durch bestimmte Teils in der Map, wo dann im Prinzip wie so ein unsichtbarer... Weil da halt so ein kleiner Stein halt einfach aus dem Boden guckt. Kieselsteine. Ja. Ja. Ja, da wurde viel mit Lightning Strike. Viel auch dran gearbeitet. Ne? Ja. Aber
also hätte man halt nicht einfach hingehen können und das ein bisschen schöner machen können. Also ich meine, so einen kleinen Übergang ist ja okay, dass man so einen kleinen Strich hat als Übergang, aber dann halt einfach einen großen runden Block. Einfach eine große runde Arena. Weil seien wir auch mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt, theoretisch kann man ja auf Difficult 23, glaube ich, bauen. Also wenn man das perfekte Layout mit dem perfekt größten Ding hat, 23? Ist, glaube ich, 23 das höchste, was geht. Nee, ja. 16 müsste es sein eigentlich. Also das, was mal vorher geleakt wurde, so bei Leak-Start, da wurde ja so ein Teil geleakt, das ist bei Arne vom Discord. Und da ging es bis 27. Ich glaube, das ist ein 7x6 Feld. Ja, aber das gibt's ja nicht. Wenn mal 5x5 ist, maximal das Feld. Also haben sie die ganz großen nicht released, oder was? Das waren einfach das, was du gesehen hast, war einfach generell nur Theorycrafts für die potenziell größten Dinger, okay. die wir haben könnten, so wenn die es released werden. Aber die maximal größten, die ich zumindest gesehen habe, sind halt 5x5. Das ist halt okay, dann 16. Okay, dann sagen wir haben Difficult 16, was das höchste ist, ja. Wenn man da halt in einem Fight ist und hat irgendwie, keine Ahnung, Forged in Hell bei Flame Monster oder sonst irgendwas und hat da halt so Giga-Chat-Bosse und hat halt einen halben Zentimeter, wo man sich bewegen kann und der Boss 5 Zentimeter groß ist, das ist halt. Aber das macht halt auch keinen Spaß zu spielen, wenn es ein schwerer Fight sein soll. Ich habe nichts dagegen, dass das ein schwerer Fight sein soll. Fein, aber ich habe halt keinen Platz, um mich zu bewegen. Ja, und gerade Helix bounced 10.000 Mal in der Gegend rum und also, ich weiß nicht, ich finde das halt nicht so schön. Ne? So eine offene kleine Arena hätte mir da viel besser gefallen. Ja. Ja, same. Weniger filigran, weniger umständlich. Ja. Ich finde, es ist der Delph sehr ähnlich von der Struktur. Und wenn ich mir überlege, so eine Map wie Peninsula oder so, da ist ja auch bei Küste oder Wasser um die Steine herum, um diese Steinebene, auf der man da ist. Dieses Layout Extended, ne, wäre im Vergleich zu so einem Ansatz wie Mineral Pools, ja, fände ich einfach eine viel rundere Sache mit viel, viel weniger Kanten und Ecken. Ja. Ich meine, to be fair, ich sehe es ähnlich. Also ich hätte auch gerne lieber so eine Arena wie die von dem Tomb and Spirits Teil, das man placen kann. Das ist also schon eine runde Area halt. Ne? Ja. Wäre auf jeden Fall angenehmer. Aber halt, das gleiche Punkt, den ich vorhin meinte, halt einfach mehr Identity für das Teil halt machen. Mit einem eigenen, ja, irgendwie so Grundsystem, was dahinter steckt. Irgendwie, so weiß wie in der Delph, die Biome. Ja, genau. Also sieht ja auch alle anders aus. Aber ich denke, dass sie da vielleicht hingegangen sind und haben halt, aber wir wissen ja noch nicht, ob Lake überhaupt Core gehen soll oder wie das vonstatten geht. Vermutlich, aber ich denke halt einfach, dass es eine Leak-Filler, also ein Filler-Leak war und dass sie dann halt auch jetzt nicht so viel halt an Investment für verschiedene Tilesets pro verschiedene Mob-Type irgendwie basteln wollten, weil das ist ja schon viel Arbeit, was man da reinstecken würde. Ja, das gehe ich auch vollkommen mit. Ja. Naja, obwohl, gut. Ich muss dazu aber sagen, halt nur mal ganz kurz wegen dem Layout auch halt, ich finde aber, was wir ein bisschen differenzieren müssen, halt, es muss nicht jede Liga-Mechanik immer spielbar sein für alle Builds. Wie zum Beispiel Sachen wie Legion zum Beispiel, die ja generell nur mit wirklich High-Clear-Speed-Builds für dich gemacht werden halt und sowas. Oder halt Madamoth mit High-Single-Target oder Boss-Damage oder sowas, wo viele einfach sagen, nur habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich habe zu wenig Damage dafür, ne? Das war wie nur eine kleine Differenzierung. Ich meine, wir sind uns trotzdem einig, der Punkt bleibt derselbe, aber es hat, weiß nicht, was um das Ding, ja. Was halt nicht unbedingt sein muss. Ich finde es da auch schade, ne? Gerade das, was du gesagt hast. Klar, es muss nicht alles für jedes Bild machbar sein, ne? Aber halt, wenn du jetzt zum Beispiel halt einen. Ich finde so Sachen immer schade, wenn du zum Beispiel ein Bild baust, was jetzt halt Chill Charge benutzt als Movement Skill. Kannst du da drin nicht machen. Du kommst so einen halben Zentimeter weit, ne? Und das finde ich halt immer schade, dass du solche Sachen dann komplett quasi ausclusterst, ne? Und dann sagst, hey, wenn du das jetzt machen willst, dann mach halt ein anderes Bild, ne? Und sowas finde ich schade, ne? Es sollte halt auch eine Möglichkeit geben, halt irgendwie damit halt durchzukommen. Jetzt nicht nur wegen Shield Charge, ne? Aber gerade halt auch andere Skills oder so performen halt jetzt zum Beispiel da drin besser als irgendwelche anderen, ne? Da kannst du aber auch einfach einen neuen Charakter machen. Weil ich meine, wir haben ja gesehen, wie es aussieht ungefähr in den Vorschauen, die wir gesehen haben. Man kann sich ja ein ungefähres Bild davon machen, was gut oder was nicht so gut ist halt. Ne? Natürlich ist es schade drum, aber ich finde, das ist kein Problem zu sagen, okay, hey, wenn ich mit einem Movement-Skill nicht langkomme, nehme ich einen anderen Movement-Skill oder nehme einen anderen Charakter dafür. Ja, und das ist jetzt natürlich ein kleineres Bild. Das ist natürlich schade, aber ja. Gut, haben wir mal Layout besprochen, besprechen wir mal Loot. Gerade auch, also nicht Anfang, wir lassen mal den Anfang komplett weg, sondern momentane Status. Momentan habe ich immer noch so das Gefühl, dass es ab einem gewissen Punkt nicht mehr
wirklich skaliert oder man merkt es nicht mehr. Also ich fühle, wenn ich am Anfang so die ersten 2 bis 5 Tiles mache an Difficult, dann sehe ich, hey, jetzt kommen auf einmal dann mehr Currency und Diff-Cards und Scarabs und je nachdem auch, wie viele Notches dann mein Teil da hatte, was ich draufgesetzt habe. Aber wenn ich dann so bei 7 angelangt bin, dann ist es irgendwie immer dasselbe. Also dann kriege ich noch Currency, da sind, ich sage jetzt mal, 20 Chaos drin, so gemischt und das war's. Und der nächste Teil ist dann auch wieder Currency, 20 Chaos und das war's. Natürlich gibt's dann halt auch mal noch ein bisschen Diff-Cards und noch ein bisschen Scarabs hier oder so, aber ich habe so das Gefühl, es scaled nicht mehr so hart hoch, beziehungsweise es ist halt auch wieder dann, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es halt einfach nur wieder Currency-Produktion ist. Ne? Ja, also ich meine, ich muss sagen, die haben es im aktuellen Post auch teilweise schon adressiert irgendwo, ne? Die Problematiken, dass so League-Specific-Content, vor allem sowas wie Legion, Metamorph, Torment, whatever, hat halt Shit-Loot. Also sind wir, glaube ich, relativ einig. Also zum Beispiel auch Legion war am Anfang teilweise ganz cool. Da habe ich mal auch so wie 10, 12 Splitter bekommen pro Legion. Oh, cool, nice, ne? Du machst den nächsten Legion, hast du 3 Splitter auf Difficulty 12 oder so. Like, hä? was soll denn das? Hatte ich gestern ja auch. Zählt ja Emblematic dafür? Nee. Die ganzen Map Notes zählen nicht dafür. Ja, deine Atlas Passive zählt nicht. Deswegen sind ja eigentlich auch, haben sie ja gesagt, hey, deswegen buffen wir die Mechaniken mit halt Notes, die ähnlich sind wie die auf dem Tree, damit du halt einen besseren Loot bekommst, weil der Tree halt nicht dafür zählt. Was ich auch gut finde. Habe ich heute, glaube ich, am Ende erst noch darüber geredet mit den Memories halt. Was ich gut finde, dass es so ein isoliertes System ist mit den Memories, dass du nicht so viele Gedanken machen musst. Oh, jetzt muss ich meinen ganzen Atlas-Tree umstellen, weil ich habe gerade ein Harvest-Dingens gefunden. Ich muss unbedingt alles umspecken und sowas, was halt in SSF vor allem auch immer ein bisschen schwieriger werden könnte. Ja, das ist cool. So pre-juiced Content. Ja, aber das hatte ich auch gerade, das, was du mit dem Legion ansprichst, hatte ich gestern gehabt. Für den letzten Reroll war das, glaube ich, was den Legion freischaltet. Und da hatte ich, ich glaube, Karui unten und oben Templar. Und Karui hat mir 3 Splitter gegeben, also die Bosse, ja, die Generals, der hat mir 3 Splitter gegeben und Templar einfach 25. Ah, na. Da dachte ich mir auch so, yo. RNG at its best, ne? Ja. Muss man halt auch sagen. Ich meine, manchmal ist es so ein random Verteilung halt auch in normalen Maps. Das ist halt einfach von einer Legion irgendwie jeder zweite Mob droppt dir 2, 3 Splitter oder mehrere Embleme. Ich hatte ja auch schon mal mit den Legion Notes mit Emblematic. Oder wenn du Wandering Path machst, kannst du ja die 3 Travel Notes nehmen, die eine. Und dann hast du auch nochmal eine Note, dass du mehr Prozent overall für Splitter zum Emblem als mit Emblematic selbst. Das ist halt ein bisschen dumm. Aber wenn du das halt machst, habe ich auch schon mal 3 Embleme bekommen von einer Legion. Das ist halt auch krank. Und ich glaube, damit vergleicht man das immer so ein bisschen. Ich finde es halt schade, dass die einfach noch so underpowered sind. Euer. Ja. Selbst wenn du dann die höheren hast, ne? Also gerade mal, ich schätze, auch wenn es nicht das Beste ist, aber immer noch, wenn dann überhaupt einer der nützlichsten, ist halt Essenzen. Ne? Gerade Essenzen in SSF ist halt immer gut, welche zu haben. Ne? Und ich finde, von den League-Mechaniken her sind die Essenzen eigentlich die am besten abwerfen. Ne? Weil ich meine, ich habe jetzt die Harbinger gemacht mit Cooldown Recovery, da kriegst du nichts mehr, es wird nur schwerer. Ich habe die Harbinger mit den Bossen gemacht, da kriegst du halt auch nur einen halben Entchen-Shard oder so irgendwas. Also es increased halt nur deine Masse an, ich sag mal, geringem Loot, ne, von Value her, aber nicht den Value, ja. Also es ist jetzt keine Harbinger-Note dabei, die dann sagt, drop valuable Shards oder so irgendwas, dass du mehr Ancient, Exalted etc. Shards droppst, sondern du bekommst halt einfach nur, anstatt 3 bekommst du 8 Harbinger oder so irgendwas. Ja. Und da fühle ich halt, dass es bei Essenzen hast du halt wenigstens, es sind dann halt immer Remnants dabei, ja, es sind dann auch immer 6, 7, 8 Essenzen drin in einem Pile und so. Da finde ich Essenzen halt wirklich noch sehr angenehm. Auch wenn es halt mega rippy ist, aber ich wollte gerade sagen, weil wenn ich Essenzen mache, ich skippe die legit einfach, weil die halt, ich habe die ein paar Mal mitgenommen, so auf, weiß nicht, auch Difficulty 3, 4 oder Difficulty 8, 9 und auch schon auf Difficulty 1, die slappen ja mal so anders rein, das ist ja insane. Also ich hatte eine Essenz gehabt am Anfang, ich glaube, war auch noch vor den Balance-Änderungen halt mit meinem Lightning Conduit Character. Ich hatte, glaube ich, 2 Weeping Essenzen drin auf Difficulty 2, die habe ich clean one-shotted. Also absolut, die habe ich einfach komplett aus dem Leben genommen. Das hat die gar nicht interessiert. Da denke ich mir so halt, okay, was will ich jetzt da reingehen mit Weeping Essence, wenn ich auf dem Atlas halt einfache Essenzen machen kann, die mir halt fast immer Shrieking oder Screaming geben. So, I don't know. Fand ich irgendwie sehr wack, was die Essenzen angeht. Oder halt auch andere Mechaniken, wie zum Beispiel auch Torment, wo du auf dem Atlas-Tree halt, wenn du in Seons reingehst, in Unrelenting Torment, hast du einfach doppelten bis zweieinhalbfachen Loot, glaube ich, von den Tormented Spirits. Oder was Quantity für den Mob angeht. Das ist irgendwie einfach besser, auch als die Note auf dem Kalandra-Tablet. So, I don't know.
Ja. Also ich fand ich irgendwie zu schwach. Zu unrewarding. Und dafür viel zu schwer einfach. Ja. Stimmt schon. Aber wir sind ja auch halt, so wenn ich jetzt, ich habe ja gerade den Bone Shatter Boy, den Bone Zoner. Und wenn ich irgendwie Difficulty 10 plus gehe, es ist einfach, dude, es ist so unangenehm. Teilweise dieses extreme Scaling, dass du halt weniger Damage machst und die Mobs halt viel mehr, ist, I don't know. Fühlt sich nicht angenehm an. Nee. Das ja. Nee. Ja, und Bille, du hast dann noch gar keinen Lake gemacht, oder? Doch, ich habe schon ein paar Lakes gemacht, ich habe mich da schon zurechtgefunden, ohne Charakter zu verlieren, aber es war halt einmal sackenknapp. Ich habe jetzt noch keine High-Tier-Lakes vollkommen durchgepeitscht bis zum Schluss, also auf 80-plus-Level habe ich die gemieden, habe mir einfach niedrigere Lakes zusammengebaut. Was du sagst, ist eigentlich ein guter Ansatz, dass man hätte vielleicht differenzieren können, was es für Teils gibt, dass es verschiedene gute Teils gibt. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch, weil ich das selbst noch nicht ausprobiert habe. Wie ist das mit diesen Nieten, die da an diesen Feldern dran sind? Diese Bronze... Du kannst quasi sagen, je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser, genau. Also desto besser der Loot, aber halt natürlich desto härter der Gegner. Ne? Aber wie kommen die denn zustande? Wann treten die denn auf? Ich habe die schon gehabt, aber ich habe das noch nicht nachvollzogen, wann man die bekommt. Ja, es ist einfach generell halt random, halt welches du bekommst. Ich mach's halt aktuell so. Wenn ich rangehe an ein Tablet, du kannst ja blocken 3 Stück, rerollen 3 Stück und skippen 3 Stück. Du gehst einfach hin, also was ich halt mache, ich blocke halt die T1-Tiles, also die ohne Notches, sage ich einfach mal aus, das ist einfach ohne Notches T1. Mhm. Und du hast einfach einen Pool, der gerollt wird. Ne? Mit jedem Mal, wo du halt eine neue Sektion bekommst halt. Und wenn du halt die ganzen T1-Dinger rausblockst, bekommst du mehr von den T2, T3 oder T4 halt, also mit 2, 3 oder 4 Notches. Und der war komplett random bei jedem Reroll. Ja? Okay. Und so kannst du halt auch andersrum machen, sagen, hey, okay, ich blocke mir jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie ein T4-Teil, dass es halt seltener kommt, aber es ist generell schon seltener, dann kommst du halt noch mehr T1, die halt einfacher sind und so. Ja. Und ich muss sagen, ich fand teilweise die T2, T3 oder halt besonders die T4-Teils einfacher, weil T2, T3 haben immer 3 Exiles drin, und ich glaube, T2 hat 3 Exiles und T3 kann, glaube ich, schon einen Boss drin haben mit 2 Exiles und T4 hat dann immer einen Boss drin, wie die Pantheon-Götter zum Beispiel halt. Ne? Mhm. Und T1 hat einfach nur so normale Mob-Packs drin. Ne? Mhm. Und normale Mob-Packs slappen dich halt aus dem Leben. Ja. Die Exiles slappen dich auch ganz gut aus dem Leben und der Boss ist meistens ein bisschen harmloser, weil der kannst halt einfach slowen und es ist cool und die Exiles springen ja überall rum. Nur einen Encounter, ne? Ein bisschen übersichtlicher. Ja. Und vor allem die Exiles so overtuned teilweise mit dem Mortenshell, der Boy. Ja, ja, ja. Der ist das Seltenste von allen. Ohne Witz. Oder der Stützcharge auch. Ne? Also welcher, und wenn du keine Chaos Stress hast, der mit Dark Pact. Ja, ja. Der ist auch ganz schön wild. Der mit ED, der hat mich immer hops genommen ohne Chaos Stress. Er ist nicht cool. Was ich gestern oder vorgestern für einen Gegner drin hatte, wo ich mir so gedacht habe, so nice, danke Game, das war Petey. Die ihren Roundhouse-Laser macht. Du kannst dich einfach nicht vor dem verstecken. Der one-shottet dich und hat halt gefühlt 200.000 Movement-Speed, Attack-Speed. Also die dreht sich so fast. Ja. Und ich bin dann beim zweiten Mal hingegangen, hab mich hinter so einen Felsen gestellt, ne, weil da sind ja überall Felsen, die dir den Weg versperren. Hab mich hinten dran gestellt, bumm, tot. Und ich so, ja, gut, das funktioniert wohl nicht. Was, echt? Also, der Laser ging halt einfach gerade durch. Ne? Nein, echt? Oh, das ist ja nasty. Das ist ja, also, halt, ist richtig, ey, sie ist so schlimm. Wenn ich die sehe, ich gehe aber direkt wieder einen anderen Weg. Genau. Scheiß drauf, Portal raus, juckt nicht, der Loot ist egal. Was ich jetzt auch gerade sehe, was ganz wichtig ist für die Leute, die es nicht wissen, wie man den Lake baut, beziehungsweise wie man die Sachen freischaltet. Ihr könnt einfach, wenn ihr auf eurem Lake-Tablet da seid, auf eurem Mirror-Tablet, könnt ihr unten rechts dann auf eure Sachen gehen, also auf die Rerolls oder auf die Skips und könnt mit der Maus da drüber gehen und da seht ihr dann, was ihr machen müsst, um die gewissen Sachen eben freizuschalten. Da sind dann Sachen dabei, wie zum Beispiel, ihr braucht Legion auf einem T8-Teil oder sowas. Oder ihr braucht ich glaube, Untainted gab auch eins, oder? Also Untainted Paradise, bin mir nicht ganz sicher. Oder Preach, müsst ihr einen Boss killen. Also die ganzen Sachen stehen dann unten dabei, wenn ihr einfach mit der Maus drüber geht, was ihr machen müsst, um das dann freizuschalten. Was ich auch heute rausgefunden habe, ist, wenn du auf die fertigen Tiles in deinem Inventar oder im Stash rechtsklickst, kannst du das Layout sehen. Aber ich das war auch so für mich so. Oh, nice. Holy shit. Na, es war, ich meine, ich bringe mir jetzt nicht so viel, aber es ist schon praktisch zu sehen, wo du hingehst. Ausprobieren. Ja. Ist ganz cool. Ja, und Größe und Layout ist alles komplett random, wie es spawnt. Du kannst es dann natürlich halt eben durch Change Water into Empty oder Change Entrance oder Swap Water oder so irgendwas, ne, kannst du es halt ein bisschen beeinflussen, aber die Größe
bleibt so, wie sie spawnt. Und die Grundgröße, also ob es jetzt irgendwie 4x4 ist oder 4x5, 5x5, ist, glaube ich, vom Map-Tier abhängig, wie ich das gesehen habe. Also wenn du jetzt irgendwie in Red Maps bist, oder ich glaube ab Tier 14 Red Maps, hast du immer 5x5? Ist auch random. Ist auch random? Ich habe auch 4 auf 5 schon auf Tier 16 gehabt. Ich habe das mal einmal ausgiebig getestet, wie das mit der Level-Festsetzung funktioniert. Also ich habe in Tier 16 eins aufgemacht, da habe ich ganz bewusst drauf geachtet und bin dann nur Tier 1 Maps gelaufen und im Endeffekt hatte ich einen 78er. Oh, okay. Also so eine ähnliche Rechnung. Gut zu wissen, das wollte ich auch mal machen. Wie bei Alva oder bei Betrayal, wo sich halt auch das Max-Level aus dem Durchschnitt ergibt. Allerdings das Höchste, was du gelaufen bist, am maximal der Durchschnitt plus Zahl X. Und ich glaube, es ist 8 bei dem Lake. Aber ich bin mir sicher, irgendwas zwischen 8 und 10 über dem Durchschnitt kannst du haben. Ja. Aber es wird runtergesetzt, wenn man jetzt High-Tier öffnet und dann wirklich nur Low-Tier läuft, dann wird es irgendwo in der Mitte festgesetzt. Naja, macht Sinn, klar. Wenn die Brand so groß ist quasi dazwischen. Ja, genau. So. Ja. Na gut, genau. Ja, aber ansonsten... Du bleibst getestet. Mehr auch nicht. Schon die Lexen tatsächlich. Ich stimme ja rauf nichts gerade zu, was er gesagt hat. Ich würde, ich habe tiefsten Respekt, wenn das in Hartz läuft. Like, ich habe jetzt auf meinem Bodenschalter, ich fühle mich tanky, like, ich tank wirklich schon gut hier weg. Und dann ist das trotzdem halt schon echt scary. Dann die sich halt Leute in Hartz, die ganz entspannt reingehen, so Difficulty 19, ja, spiel mal ein bisschen, ach Mensch, ne, hier, dann spiel mal ein bisschen. Ich denke mir so, wie geisteskrank lebt der denn? Kann er nicht machen, soll er nicht tot? Ja, gleich ist er tot, ne? Aber ich meine, Soldi, du bist ja auch fast nackt, ne? Du hast ja nur 4500 live, ne? Stimmt. Ich habe mittlerweile ein bisschen mehr. Ich habe, glaube ich, 4000, wie viel habe ich gerade? Ja, 4,9. Ohne. Ja. Ja, genau, 4942 und ich habe aber 4,6, weil ich habe ja Precision Reservation, mein Live reserviert. Genauso wie der gute Kahn auf Level 99. Ja. Nee, aber ja, das ist die Liga, Lake of Kanantra. Ich weiß nicht, also es hat, also ich finde es, die Liga an sich, ja, haben wir ja schon gesagt, ne, sehr, sehr gut und gelungen auch, ne? Aber ich finde halt eben gerade so fürs maximale Juicen, beziehungsweise so der sehr, sehr späte Endgame-Part aus dem Lake, ist halt immer noch ein bisschen, finde ich, zu schwach, dass man sagen könnte: so, hey, das lohnt sich jetzt wirklich, sich alle Lakes zu kaufen irgendwie, weil man kann die sich ja kaufen über Trade oder so, ne? Und ich laufe dann nur High-Endgame-Lakes, weil. Ja, vielleicht würde es genügend Currency bringen, ne? Aber es ist halt ziemlich, ziemlich schwer. Ne? Und ich denke nicht, dass es halt. Und man ist da halt mit anderen Sachen deutlich besser dran. Ne? Hm. Ja, es ist halt nicht so wie früher, wo du sagst, irgendwie, ich kaufe mir jetzt irgendwie 10 Blight-Maps und laufe oder 10 Logbooks. Das ist einfach mehr so. Ja, ich kaufe mir halt keine Lake-Tiles. So. Mhm. Du kaufst dir ja vielleicht die Paradise-Teile, kann ich mir vorstellen. Oder halt Eternal Mist-Teile, wo du craften kannst. Ne, die Reflections of Kalandra. Ne, die kaufst du halt, aber ansonsten ist es irgendwie so, ja. Ich meine, ich habe meine jetzt auch aufgehoben, weil die hatten ja angekündigt, dass sie den League-Specific Reward-Stuff, wollten sie Feedback haben, detailliertes Feedback, was genau da nicht an Loot korrekt ist, um es vielleicht nochmal anpassen. Auf den Patch warte ich noch, dann laufe ich meine ganzen Dinge halt auch, aber bisher, wie es so einfach. Ich habe heute wirklich überlegt, so, ach komm, machen wir die jetzt halt einfach nicht, dass ich mich drauf freue, sondern einfach, weil ich sage, hey, ich habe die halt rumliegen. Was sind vielleicht mit ein bisschen Glück, ist man in Divine drin oder ein paar Chaos Orbs oder so. Ja, aber ja. Was genau halt, hast du jetzt aufgehoben? Die Tiles, die Kalandra Tablets halt. Ne? Die Lakes. Die fertigen, die Lakes. Mhm. Ja. Bestimmte oder alle? Alle, einfach alle. Ja, ich hebe auch alle auf, oder? Ja, aber wir haben ja, ich bin ja, wo der erste Patch kam, sind wir knapp 50 oder so gelaufen. Ich glaube, davor bin ich einige gelaufen. Ich glaube, knapp 10 Stück oder so, also 12 Stück. Und dann sind wir halt nochmal die restlichen gelaufen, bis auf 50 oder sowas. Und ich habe halt zwei Divines rausgezogen aus den 50 Dingern. Und dachte mir so, ja, okay, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Mir hat sich halt nicht gut angefühlt. Er hat auch dieser League-Specific Reward. Und ich habe jetzt die aufgehoben in der Hoffnung, dass vielleicht in dem nächsten Patch vielleicht noch ein bisschen Loot irgendwie angepasst wird in höheren Difficulties oder irgendwas, was ich dann halt mache und dann hoffentlich bessere Rewards, ja. Obwohl das bei mir halt auch Anecdotal Evidence ist. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es die garantierte Chance ist, weil ich habe bei vielen anderen mehr gesehen, ne? Und bei anderen auch weniger. Hand natürlich. Es ist immer noch ein bisschen RNG, was halt mit einfließt, ja, ne? Aber so overall kann man, glaube ich, schon sagen, dass halt ab dem schweren Teil, ne, also so ab 8, 10 oder so, wird es halt einfach nicht mehr viel rewardinger. Ne? Und da ist es eigentlich gar nicht so schlecht, was du machst, Pille. Ich glaube, das muss ich auch mal probieren. Das Ding einfach in die Mitte setzen und halt so
so drei Strings bauen, die halt alle so ein bisschen difficult sind, weil, oh, warum nicht, ne? Ja. Ich glaube, das könnte auch eine... Das beste Layout, was ich bisher gebaut habe, war einfach nur ein Kasten. Und von der Mitte aus hast du vier Felder maximal Abstand in alle Richtungen. So. Aber so ein Block. Ja, nice. Okay. Das kannst du ja echt gut bauen, dann theoretisch, ne? Das geht aber. Oder du machst einfach so einen Kreis. Ja, oder so. So eine 8 habe ich auch schon, so eine Schleife. Auch stark, auch stark, auch stark. Ich guck einfach immer, dass ich einen Eingang irgendwo in die Mitte setzen kann. Wenn du Paradise hast, ist es dann nur Mini-Juiced. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Paradise XP überhaupt mit der Difficult scaled. Ja. Ja? Du bekommst 1000% Increased Experience, Baseline von dem Teil, und mit jeder Difficulty, die du hast, über 0, bekommst du plus 100%. Also 1100, also 200, 300, 400. Ja, okay. Steht so im Wiki, by the way. Nice. Oh, okay. Ich hatte es, wie ich den Trickster gelevelt hatte, hatte ich das, glaube ich, early in den Red Maps. Ich war so Mitte 80 oder so. Und ich glaube, ich habe 4 Level bekommen. Oh. Ja, krass. Das war juicy, ja. Also ich meine, ich habe auf Level, was war es, 96, habe ich 0% bekommen, weil ich habe 10% gemacht und dann 10% dann Piety direkt danach verloren. Seitdem mache ich auf Piety nicht mehr. Nice. Das war der Punkt, wo ich es gelernt habe, dass Piety nicht so cool ist. Ekelhaft. Ja, buggt auf jeden Fall. Direkt auf Reddit-Post machen dafür. Ja, wichtig ist das. Kommen wir dann mal zu einem nächsten Thema. Also außer der Chat hat jetzt irgendwelche Fragen zum Lake. Dann können wir gerne nochmal was über den Lake sagen. Oder ihr wollt noch was über den Lake sagen. Ansonsten würde ich dann mal ein Thema weitergehen wollen. Wenn dann aus dem Chat nichts mehr kommt, schneide ich jetzt dann das nächste Thema an. Und zwar Arch Nemesis. Ja. Ripley. Ja, großes Thema. Und auch sehr... Ja, ich nenne es jetzt mal stark diskutiert am Anfang der Liga. Ne? Fangen wir vor allem mal mit Pille an, weil ich glaube, da ist es sehr, 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 sehr impactful gewesen. Ne? Was ist so dein Befinden mit Arch Nemesis, wie es da jetzt aber auch, wie es so am Anfang der Liga war und wie es sich jetzt so entwickelt? Es wird leichter, ganz klar, von aller Schwierigkeit, die GG uns auferlegt hat als Spieler. Die wir bewältigen mussten von Anfang an. Da rudern sie jetzt ja deutlich zurück. Ich finde es in die Richtung dahingehend gut, dass es nicht mehr Monster gibt, die so unglaublich tanky gegen ganz spezifische Builds sind. Also dass du nicht mehr einen Stormstrider, was auch immer, ein Lightning Arch Nemesis Monster hast, das plus 10 Maximum Resistance hat. Ich finde so immer noch in Ordnung, weil diese Arch Nemesis Modifier ja häufig dann auch mehrfach auftreten können und dann zum Beispiel auf Essence-Monstern sind. Und insofern wird das alles ein bisschen nachvollziehbarer und es ist ja trotzdem Monster, was immer noch gute Widerstände dann gegen Lightning Damage hat. Aber, oder anderes Beispiel mit meinem Poison-Build, den ich jetzt spiele, Chaos Weaver, ist auch sowas. Da hat man den Unterschied ganz, ganz deutlich gemerkt. Ansonsten, ich meine, Arch Nemesis haben wir jetzt seit Anfang des Jahres. Wir hatten genug Zeit, uns damit abzufinden und anzufreunden. Das Game ist halt im Wandel. Also ich muss es akzeptieren, auch wenn mich da bei meinem letzten Rip zum Beispiel Magma Barrier geholt hat. Und ich sagen muss, ich habe den Flame Dash gedrückt, ja. Man sieht es in meinem Overlay und es ist nichts passiert. Es war sehr schade. Es sind halt Mechaniken, wo ich jetzt auch vor ein paar Tagen im Chat zum Beispiel eine Frage hatte. Ja, hier Pille, ich ripp die ganze Zeit in den Red Maps. So, was kann ich machen? Da habe ich gesagt, ja, weißt du denn, woran du stirbst? Und da kam als Antwort, ja, Magma Barrier und was war es noch? Auch eben ein komplett scuffter Effekt. Ne, und dann ist halt auch so, so leid es mir tut, muss ich dann sagen, ja, just don't get hit. Das sind Effekte von denen, es ist nicht vorgesehen, dass ein Charakter mehrere davon tanken kann. Irgendwie so standardmäßig. Das ist wie Volatiles früher von Nemesis-Monstern. Ist ja eigentlich gleichzusetzen. Man hat sich früher auch nicht hingestellt und hat gesagt, hey, ich tanke alle Volatiles mit einem 0815-Bild. Mit einem Bild, der darauf spezialisiert ist, keine Frage. Ne? Der hat dann auch die entsprechenden Defenses. Aber es sind halt Mechaniken, die uns zwingen, unsere Handlungsoptionen, während wir da so spielen, immer wieder neu zu überdenken, wenn so eine Mechanik auf einmal auftaucht. Und dann muss man die halt priorisiert behandeln. Und das finde ich eigentlich gut. Also es ist eine gute Dynamik, wie sie gerade im Spiel ist. Es ist eine Abwechslung im Vergleich zu früher, im Vergleich zu
Nemesis und Bloodline-Monstern. Insofern sind die Rare-Monster abwechslungsreicher. Von Anfang an bei Arch Nemesis letzte League, als sie eingeführt wurden, habe ich auch schon gesagt, ich finde sie viel, viel besser dargestellt. Also es sieht nicht aus wie ein Einheitsbrei aus pinkfarben, blaufarben leuchtenden Monstern. Nee, man sieht bei vielen Modifiern schon vornherein, was befindet sich da, wenn man die Erfahrung gemacht hat, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Und man kann auch Sachen hören, also man kann auch auf Audio-Cues achten. Crystal Skin zum Beispiel wurde ein bisschen leiser gemacht jetzt. Die Audio finde ich gar nicht gut, es entgeht mir immer wieder und dann erschrecke ich dann, wenn auf einmal Crystal Skin aufpoppt, nachdem der Mob stirbt. Aber ich finde, insgesamt ist es eine gelungene Änderung und ich kann GG nachvollziehen, wenn sie sagen, ja, sie wollen da halt das Spiel ein bisschen modernisieren und frischer machen. Bei all diesen Änderungen ist halt immer die Frage, ob es gut balanced ist. Und da kann ich halt auch das Fazit ziehen, wie aber immer seit Jahren, seit ich aktiv viel PoE spiele. Zum League Start hat GG die Sachen mal wieder nur so halb getestet auf ihre Balance. Und da, ja, aber da kommen wir später hin. Irgendwann wird es ja besser werden, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, aber fernab davon, es ist rippy, es ist challenging, es ist fordernd. Ich mag aber auch die Schwierigkeit. Insofern finde ich es. Ist es gerade in einem guten Zustand? Also ich muss auch sagen, ich war auch einer der Leute, die sehr zufrieden damit waren, seit Arch Nemesis released wurde, dass wir auch während der Map mal Monster haben, wo man sagt so, oh, da ist ein Monster, ja, und nicht halt einfach nur so über die Map rennt und alles hinter einem umfällt, ne? Aber halt ganz klar diese diversen Kombinationen, die sehr, 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 sehr ekelhaft sind. Ne? Also ich meine, Kalle hatte eins gesagt, ne? Heralding Minions mit Arcane Buffer, ne? Oder für einige Builds halt, also vor allem, wie es noch so schlimm war, ne? Wie man so mit einer Auto-Attack irgendwie 5-mal gehittet hat und dann 10 Heralding Minions gespawnt sind. Ne? Das war halt sehr, sehr angenehm. Heralding Minions, also Storm Strider, stimmt. Diese Lightning Pillars, die ja, sind genauso diese, schlimm. Ja, aber die sind ja auch nicht viel besser. Ne? Ja. Aber gerade diese Kombinationen, die sind halt sehr, sehr unangenehm, ne? Sie sind nicht schwer, ne? Sondern einfach nur wirklich unangenehm, ne? Weil du musst dann halt in der Gegend rumrennen, warten, bis du mal nicht mehr hittest, bis die Dinger weg sind, dass du wieder mal 2 Sekunden Damage machen kannst, dann musst du wieder in der Gegend rumrennen, weil du kannst halt auch nichts dagegen machen, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, hey, ich baue mein Bild jetzt um, dass ich jetzt irgendwie keinen Lightning Damage mehr drauf habe, was zum Beispiel Storm Strider triggern würde. Ja? Dass Storm Strider triggert, wenn du es mit Lightning Damage triffst. Ne? Ich habe keine Möglichkeit, was dagegen zu machen, sondern ich hitte den Monster, das spawnt, ich muss wegrennen. Und das ist. Ne, da bin ich immer noch so ein bisschen so. Da könnte man bessere Sachen oder bessere Mods sehr wahrscheinlich implementieren oder einfügen oder so. Ne? Aber allgemein bin ich definitiv, was die Schwierigkeit angeht, ne, und was halt auch die Idee dahinter angeht, bin ich vollkommen damit zufrieden. Ne. Mana Siphoner. Ja, also Mana Siphoner muss man eigentlich nur wissen, du musst in dem Ding drinstehen. Fertig. Dein Prototype arrive, let's go. Ja, also, in dem Ding drin? Ja, du musst ja, einfach Mitte. Auf dem Monster stehen. Da ist kein Mana Siphoner-Effekt. Nur, wenn du außen dran stehst. Du musst es dir vorstellen mit einem RF, was halt in der Mitte nicht kein Damage macht. Der Lightning Damage Over Time Effekt wird außen stärker, aber ist innen wirklich gar keiner? Nicht mehr mit außen stärker, der ist wirklich einfach nur so ein Ring um den Mob rum und innen drin ist ein wirklich relativ großer Bereich, wo nichts passiert. Wie ein Donut, ja. Ah ja, genau, da eine ist das halt einfach. Danke, Boys. Man lernt immer wieder dazu. Ja, also ich finde ihn damit echt entspannt. Das Schlimme wird nur, wenn du so einen Mana-Siphon mit Trickstar hast. Das ist mir gar keinen Bock mehr. Das ist ganz, ganz schlimm. Oh, Trickstar. Der portet sich doch hinter dich. Der portet weg. Und mit seinen Ice Wards und sowas. Das ist der wegrennt. Trickster ist der wegportet, ja. Das andere ist Essen, genau. Also ich muss sagen, so auch Mods wie Trickster können sie einfach deleten. Like, Trickster ist einfach nur Abfuck. Da ist kein Counterplay, da ist nicht irgendwie auch ein Reward drin, wo ich sage, boah, der robbt irgendwie geilen Loot oder so. Like, Trickster ist einfach nur Ass. Das ist einfach nur da, um dich einfach richtig abzufucken, damit er dein Pool so Buffer auch. Arcane Buffer auch. Ey, okay, da kannst du aber Counterplay machen mit halt Stun Immunities und sowas, ja. Ne? Aber ja. Du hast ja Avoid Being Stunned, gibst du den Mod? Ja, okay, bei Trickster spiel halt einfach Flicker Strike. Dann kannst du auch Workaround machen. Gilt Avoidance für den Arcane Buffer Effekt? Ich dachte, Arcane Buffer Stunned dich garantiert, außer du bist 100%. Wenn du 100% Avoid hast, wirst du nicht gestunt. Wer 100% Avoid bist, wirst du nicht gestunt. Aber wenn du 99% hast und 1% Chance, dass du doch gestunt wirst, dann wirst du zu 100% von Arcane Buffer gestunt. Habe ich nie getestet.
Habe ich nie gedacht, so war zumindest der Stand letzte League. Das Akenbach war unabhängig von dem bisschen Avoidance, was du hast, dich immer gestunt hat. Das war ja der Clusterfuck daran. Ja, kann auch immer sein. Was wirklich Cyber Bay Ring haben musstest oder auf 100% Stun Avoidance, also respektive Stun Immun sein musstest. Ja, was so Cyber Avoidance. Stun Recovery habe ich halt auch auf meiner Flask zum Beispiel drauf, weil ich spiele ja mit Bone Zone. Und ich will nicht Unraving Stun zurück, weil ich habe eine Jade Flask und ich habe Evasion drin und sowas. Unraving halt, ne? ist schwierig, ne? Und ich habe auch das mit Recovery on Stun oder halt Reduced Recovery, nee, Increased Recovery Rate, ne, nach dem Stun halt. Und das ist sehr, sehr hilfreich gegen Arcane Buffer. Aber ich gehe da halt voll mit, was ihr weiter meint hat. Es sind halt nervige Mods dabei, ne, und auch nervige Kombinationen, aber es gibt halt irgendwo immer Counterplay oder ein Bild, der halt gegen die was kann und gegen die dann wieder nicht. Immer so ein Dreiecksystem. Du kannst mal gegen zwei gut sein und gegen einen halt dann wieder nicht halt. Und ich finde das aktuell ziemlich fair, wie es designt ist. Das hat nicht, weil du hast wenige Builds, die wirklich gegen fast alles immun sind. Und es hilft halt Builds wie zum Beispiel Inqui, der ja, weiß nicht, der war ja einfach gefühlt vor 3.13, 3.12 war der nicht in der Meta, hat niemand Inqui gespielt. Also es war einfach immer so 0.1% und dann kam halt so langsam Arch Nemesis und die höheren Rest einfach mal so, das immer weiter nach oben, so Skyrocketing, bis halt jetzt Inqui einer der meistgespielten Essences ist, ohne Changes. Dass ja nicht wirklich was passiert. Yep. In aber der ist halt Pi's Path. Die Leute checken halt immer mehr, dass Pi's Path komplett broken ist. Oder Battlemage wird auch ziemlich oft genutzt und ist auch sehr, sehr stark. Ja. Vor allem Early, wenn du einfach irgendwelche komischen, gemixten Waffendrops von Rares, irgendwie einfach Tier 1 Fire Damage und Lightning Jutsu Spells und denkst, ja, was soll ich jetzt machen? Dann kannst du auch Battlemage halt noch nutzen, ne? Und ja, finde ich einfach overcool, dass halt einfach so viel Variety halt auch da ist. Oder halt Raider mit der Avoidance, der irgendwo seinen Platz hat. Alle haben so ihren eigenes Gebiet, wo die gut sind und ihr Gebiet, wo sie nicht so gut sind halt, ne? Und dann gibt es zum Beispiel Stormstrider mit den komischen Lightning Rods, die spawnen halt. Haben sie auch geändert, dass die jetzt weg von dir spawnen und nicht mehr direkt unter dir. Ne? Hast du finally. Finally. Ja. Ne? Hast der gibt es halt auch schon seit Nemesis so. Ja. Und der war auch da schon ganz schlimm. Ich hab ich bin auch schon daran verreckt. Ne? Vollkommen broken. Ja, vor allem in der Delph, ne? Also. Ja. Vor allem, der war auf Lightning-Content extrem schlimm, weil du kannst ja hingehen und kannst sagen, ich platziere jetzt hier meinen Orb of Storms hin und jetzt caste ich, ich muss gehen. Und dann müssen wir da rausgehen, musst wieder Orb of Storm legen, musst wieder anfangen zu casten. Ne? Und dann sagst du, okay, switch ich halt zu Stormbrand, müssen wir auch die ganze Zeit gesappt, weil das der die ganze Zeit castet. Und da hast du mal nicht so einen guten Schock drauf, weil das nicht immer applied. Das hat, es ist einfach Pain gewesen und so ist es ein bisschen angenehm. Ich denke halt, das ist so ein Content, man darf nicht mehr so sagen, oh, der ist jetzt scheiße, also hasse ich den jetzt für immer, sondern der ist ja transformativ. Man kann ja Feedback geben und sagen, hey, wir finden das irgendwie alle kollektiv kacke, dass das so und so funktioniert. Und dann wird das halt vielleicht auch angepasst oder halt geändert oder irgendeine bessere Version angepasst. Wie halt Lightning Rushes, ne? Oder wie die Defensive Mods, die zu krass waren. Ne? Wo jetzt natürlich auch Leute wieder darum gemeckert haben, dass es irgendwie für Headhunter einen Hidden Nerf wäre, weil die Mods ja nicht mehr so stark sind und so. Na, naja. Oh, man kann natürlich auch, ne? Ja, wie mit Harvest. Harvest war ja erst zu schwer, dann haben sie gesagt, hey, okay, wir nerfen das, das ist zu krass, ne? Die bekommen aber 20% weniger Life. Ja, jetzt ist es zu einfach. Bekomme ich ja Loop for free. Das ist ein Last GGG. Können auch nicht richtig machen. Gut. Haben wir mal die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad von Arc Nemesis besprochen. Gehen wir mal zum nächsten Thema, was Arc Nemesis betrifft. Und zwar, ich werfe jetzt einfach mal das schöne Wort von Diablo 3 in den Raum: Loot Goblins. Ich fange am besten mal an. Ich finde das System in der Grundidee wieder sehr, sehr gut. Ja? Dass du jetzt Monster hast, die so wie sie in Arc Nemesis eben da waren, die Fähigkeit haben, dir speziellen Loot zu geben, der gebufft, verändert etc. wird. Ne? Dass man es nicht beeinflussen kann, auch vollkommen okay, abgesehen von Rarity, ja. Aber dass du es halt nicht sagen kannst, okay, ich will jetzt mir ein Monster bauen, was Jewels hat und dann alles in Uniques konvertiert und noch irgendwas, so wie es vorher halt in Arc Nemesis war, dass das nicht da ist, vollkommen fein. Aber dass es halt so extrem random ist, ne? Und vor allem, dass es so einen krassen Unterschied an Value gibt, finde ich, also, da muss dringend was gemacht werden. Also es kann nicht angehen, dass wir auf eine T16 Juiced Map gehen und da 15 Arc Nemesis Monster drin sind, die uns 200 Flask und 5000 Armor Scrap droppen. Das ist halt einfach mega unrewarding als Gefühl. Ja, also nicht, mir geht es nicht darum, dass die jetzt alle Echsen und Divines droppen sollen, sondern es ist halt. Nein. So, es geht halt einfach, darum, dass gerade dann, wenn ich die Sachen brauche,
Ne? Da kommen wir später auch nochmal bei Harvest dazu. Wenn ich die Sachen brauche, wie Flask, die brauche ich Early Maps, ja, weil da habe ich noch keine. Da bekomme ich keine, weil da keine Rares auf der Map sind, weil ich keine Maps juice. Und dann, wenn ich alle Flask habe und High-End-Content machen kann, wo ich keine Flask mehr brauche, droppen mir 500 Flask pro Map. Übertrieben natürlich, ne? Und ich finde, da muss es einen Shift geben, was die Accessibility von den Rewards angeht, ne? Und vor allem auch, was dann die Conversion angehen sollte, ne? Also ich glaube, ich habe bis jetzt in den Red Maps und auch in guten, gejuicten Maps noch nicht einen von diesen Quality-Monstern gesehen, die Armor Scrap und Blacksmith's Redstone droppen, der mir mal ein Stack Glassblower Bubble oder Gem Cutter's Prism gedroppt hat. Und das wäre gut in T16-Maps. Ja, ja. Weil das braucht man da. Aber, ne, also das könnte es doch so einen Shift geben. Und das ist natürlich dann auch für alles andere. Ja, wie steht ihr dazu? Ne? Was ist da euer Guess? Lass mal erstmal Pille, weil ich habe, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr dazu zu sagen. Okay, ich gehe mir schon mal ein Brötchen bauften. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? If we drop something, you're angry we drop something. If we drop nothing, you're angry we drop nothing. Hat Chris so schön aus zusammengebauten Textschnipseln gesagt. Nee, hat er recht. Hat er recht. Es ist schwierig, dass ein Rewarding, also ein Belohnungsgefühl eintritt, ohne dass es zu spammy wird, ohne dass man sich überladen fühlt und das Ganze so verramscht wird, könnte man sagen. Wie es zum Beispiel mit den Flaschen der Fall ist oder mit den Armorer Scraps. Weil, ne, wie du gerade gesagt hast, es fühlt sich dann einfach nach Trash an. So. Ist einfach nur zugespammt. Und auf der anderen Seite sollte es dann trotzdem noch dem Risiko entsprechend sein. Also dieses Risk-Reward-Verhältnis, das ist was mich zum Beispiel als HC-Spieler immer sehr beschäftigt. Welches Risiko gehe ich ein? Und welche Erwartungshaltung habe ich dann entsprechend der Belohnung gegenüber? Ne? Wenn ich hohes Risiko eingehe, dann denke ich mir selbst schon, ja, dann mache ich das nur, wenn ich eine hochwertige Belohnung auch erhalten kann. Warum sollte ich denn sonst meinen Charakter riskieren und alles, was ich bisher erfarmt habe? So. Richtig, ja. Und das ist halt die Schwierigkeit, das auf den Punkt zu treffen. Für GG, würde ich sagen. Und ja, am Anfang war es zu wenig, jetzt ist es zu viel. Ich muss ehrlich sagen, mit meinem Alk and Go in, also Chisel Alk and Go in Red Maps, habe ich immer wieder guten Loot, habe immer wieder mal eine Loot Explosion, die sich aber im Rahmen hält. Also ich habe jetzt halt auch nicht die Quantity und Rarity Magic Finder Geschichten am Laufen, wo dann Party Play am Start ist und Culling Strike Charakter, der mit drin ist, der halt alles nochmal ein Giga juiced und dann ist der ganze Bildschirm voll mit Sachen. Aber für mich als Solospieler, für meine Erfahrung, es droppen viele Sachen. Ich habe die Freiheit, die vielen Sachen, die ich nicht mehr haben möchte, zum einen im Lootfilter auszublenden und zum anderen auch einfach links liegen zu lassen, selbst wenn sie mir auf dem Bildschirm erscheinen. Und wenn es mir zu viel ist, dann muss ich meinen Lootfilter anpassen. Das wäre so mein Fazit, aber ne, Reward ist da. Natürlich nicht die Giga-Drops, die man aus den GFL-Videos kennt, weil, wie gesagt, da muss dann die Konstellation stimmen. Und das ist ein Punkt, den ich viel kritischer sehe. Ne? Da habe ich auch einen Clip gesehen von Nugi, der halt versucht hat, dann sein Setup umzubauen noch, Item-Rarity-Support reinzupacken, Gold-Flask schnell reinzupacken, weil er in der Delph den super seltenen Mod hatte oder das super seltene Monster mit der Mod-Kombination. Also worüber wir ja gerade sprechen, ist ja auch teilweise diese Conversion, Loot Conversion Modifier. Ja. Das heißt, spezielle Archnemesis Modifier für alle, die jetzt vielleicht dann nicht auf dem Laufenden sind. Spezielle Modifier, die speziellen Loot garantieren, die allen Loot, die das Monster droppen, oder den das Monster droppen würde, konvertieren. In zum Beispiel maximale Anzahl an Sockets und maximale Anzahl an Links. Dann hast du garantierte Fixed Links. Ich habe dir die Clips ja schon gesehen, ne? Und von diesen Sachen hat man letztendlich eigentlich zu viele, finde ich, wenn es darum geht, dass man auf einen anderen Charakter umloggen muss oder ein anderes Setup nehmen muss. Und da hat Nugi gesagt, this Playstyle needs to disappear. Das heißt, dieser Playstyle sollte verschwinden. Ja. Und das sehe ich auch so, dass es schlecht ist, wenn man sich genötigt dazu fühlt, um die effizienteste Variante des Contents zu laufen,
dass man noch auf einen anderen Charakter umloggen richtig muss. Das ist ja auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast wegen HC und SSF, ne? Aber es gibt momentan halt, also ich habe das auch nur gehört, in Trade diesen Hype bzw. diesen Service, dass es TFT. MF-Color im TFT ja gibt, ja, die in deine Map kommen, dieses eine Monster töten und ja 30-50% des Loot nehmen. Nur, ja, weil du als Spieler, ja, also natürlich kann es dir egal sein, ob du jetzt zwei Divines oder 50 oder 100 Divines droppst, ne? Aber alleine die Möglichkeit ist da, dass wenn du jetzt dieses Monster tötest, hast du Verlust gemacht. Also musst du die Map verlassen, in ein anderes Tool gehen, dir jemanden holen, der das Monster für dich effizient, also am effizientesten killt, damit du ein besseres Gefühl hast. Ne? Genau, du sagst es schon richtig, du hast es auf den Punkt gebracht. Dann hast du Verlust gemacht. Aber du kannst ja nichts verlieren, was ja du noch nicht hast. So bin ich erzogen worden. Du kannst doch kein Geld ausgeben, was du nicht hast. Ja, ja, klar. Ne? Natürlich ist es alles Mindset. Es ist, ja, es ist dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, zu wissen, okay, man kann viel mehr rausholen, aber jetzt muss ich mich dann extra an die Crew im TFT wenden. Weißt du, so, oh, wir haben hier Magma Barrier Soul Eater. Moment, ich rufe mal meinen Spezialisten an. Hey, Chris, ja, komm, schick mal die Boys vorbei mit dem Culling-Service. So, ne? Und die kommen dann an den Start. Und ist im Helikopter reingeflogen. Die kommen im Helikopter reingeflogen, so à la Coca-Cola Zero-Werbung. Ne? Und sagen dann Content für Männer, für echte Männer, sowas. Mhm. Und dann kriegst du den Giga-Loot. Und anders kriegst du den nicht. Da bin ich froh, dass ich in so einer Situation auch immer wieder einfach sagen kann, jo, ich spiele ganz entspannt SSF, spiel für ja mich. Und also wenn's für mich passt, sind wir jetzt alle. Wir haben ja jetzt leider keinen Trader da, ja, ne, der uns da ein bisschen Impact geben kann. Aber ich finde, natürlich ist es ein Mindset, was jeder für sich bestimmen muss, wie er an das Spiel geht. Ne? Aber in erster Linie, gerade wenn man Trade spielt, ist natürlich dein Ziel, ich will halt Gewinn machen, um mir neue Items zu kaufen. Ne? Und wenn du jetzt vor einer Tür stehst, die sagt, hey, du bekommst 10 Euro und neben dran steht eine Tür, hol einen Freund und du bekommst 100 Euro. Was machst du dann, wenn du halt die Absicht gerade hast, Geld zu verdienen? Ne? Und ich meine, das ist dann, wie er jetzt auch schon gesagt hat, und auch wie Solti gesagt hat, ne, wenn du das halt nicht willst, dann spiel SSF, ne, dann hast du das Problem nicht. Aber in Trade würde ich keine Alternative sehen, halt das nicht zu machen. Ne, weil es halt einfach ja gegen den Sinn von Trade geht. Ne? Ja, du bist dann der Blöde dabei, ne? Richtig, du bist ja der Blöde, der es verpasst, so. Ne. Ja. Also übrigens, halt ganz kurz, sehr coole Idee, was ich da gerade im Chat gelesen habe, dass man einfach die Arc-Nemesis-Mods versteckt. Natürlich kann man das bis zu einem gewissen Grad machen, aber wenn du jetzt halt zum Beispiel ein Solaris Touch siehst, dann den siehst du halt wegen Solaris Touch. Ne? Natürlich würdest du dann so andere, kleinere Effekte, sowas wie Steel Infused und so, wenn du es nicht gut sehen kannst und erkennst, was genau jetzt die Mods sind und wie die aussehen, dann wäre das eine sehr coole Idee, sowas einfach zu hiden. Ne? Aber ansonsten ist es jetzt nicht ganz so möglich, ne? Einfach alle Mods zu konvertieren, dass sie einfach nur Increased Damage geben oder so. Dann hast du einfach irgendwann random so einen Mob, der dich einfach für 5 Millionen Damage slappt oder so. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Ich hab gerade hervorgehoben und gelobt, wie gut ich es finde, dass Arch Nemesis viel besser dargestellt ist als die ja früheren Rare Monster. Und ich kann ja das absolut nicht gut heißen, diese Idee, meiner Meinung nach. Das ist. Ja, nee, genau, also er meinte es ja wahrscheinlich oben die Namenplates einfach nur wegzumachen. Ja, ja. Und nicht die Visuality auf den Mobs an sich. Es bringt, ja. Ja, ich sag ja, die Idee ist gut, aber man sieht es halt trotzdem, ja, ne? Ja, man sieht es trotzdem. Und was Chris gesagt hat, at a glance, mit einem kurzen Drüberschauen soll man ja erkennen, welche Modifier da jetzt drauf sind. Also ich muss immer fünfmal gucken, bis ich erkannt habe, was da überhaupt Phase ist, wenn das jetzt nicht ein Modifier ist, den man äußerlich sehr, sehr gut erkennt. Findest du echt wirklich insane und einfach zu sehen mittlerweile. Also nicht nur von den Farben, allein schon von dem Namen halt, den du direkt erkennen kannst. Und wenn irgendwas so leuchtend orange ist, weißt du direkt, ah, okay, das ist der und der, durch Magna Barrier, erkennst du auch im Mob direkt schon. Ja, da erkennst du es am Mob. Und man kann auch, Highlighting ist besser. Es ist besser als vorher, keine Frage. Sie sind in die richtige Richtung gegangen. Und auch diese Ansage so, you can get the information at a glance. Also wirklich beim kurzen Drüberschauen bekommt man die Informationen. Ich fühle es nicht ganz, wenn ich da unter Druck bin in einer Juice T16 Map und die Monster von allen Seiten mir den Hintern versohlen wollen. Fühle ich das nicht ganz da, dann noch oben genau das zu lesen, was da steht. Dann lieber rausrennen und von
offscreen so langsam rantasten und dann gucken, was steht da am Rande des Screens im Zweifelsfall. Na ja, klar. Es ist schwierig. Schwierig. Ja. Dann sollte ich fangen mal an, so langsam. Mein Take. Ich versuche mich auch kurz zu fassen, weil ich will das nicht so krass ausfallen. Ich könnte locker eine Stunde drüber reden. Mache ich ja auch leider Gottes ab und zu oft auf meinem Stream. Basically, ich stimme erstmal euch beiden auf jeden Fall zu. Es ist schön übersichtlicher. Ich mag diese kleinen Überraschungen, die halt auch noch mehr passt. Aber das ist ja auch ein Problem, das die auch addressen wollen, ist diese Varianz. Also halt nicht Varianz im Sinne von unterschiedlicher Variety quasi, sondern halt wirklich diese Loot-Variante, wo du sagst, okay, das ist die ganze Welt quasi gar kein Loot und hast einfach so ein übelst Loot-Explosion bei Solaris-Touch und hast wieder gar nichts. Das fühlt sich halt gut an, wenn du den Drop bekommst von Solaris und danach fühlt sich aber wieder alles andere als Shit an, weil du halt gerade diesen übelsten Endorphin-Kick hattest. Also, boah, ich hab gerade 3 Divines, Drop Pork Jam, dann machst du 3 Maps und sagst, oh, jetzt habe ich aber nur 5 Elks oder so und ein paar Chaos oder wenn du auch andere Sachen machst, fühlt sich halt nicht mehr so gut an dann. Und das ist halt schade. Vor allem, wenn du dann halt dann noch so ein Loot bekommst, wo du dann irgendwie 20 Flasks bekommst. Ich brauche halt nicht 20 Basalt-Flasks irgendwie oder Bismut-Flasks von mir aus halt. Nicht mal ein SC-Trade brauche ich Bismut-Flasks für Rest oder so. Außer er ist fast as fuck. Aber prinzipiell ist es halt Loot, der halt nicht existent ist. So, und das ist halt schade dran. Das andere Problem ist halt einfach auch von Anfang an die Kommunikation von GDG, wie das Ganze skaliert. Na, zum Beispiel halt Sachen, dass Increased Item Rarity extrem wichtig ist auf dem Gear halt für solche Conversion Mods, war teilweise auch immer noch unbekannt. Leute sagen immer noch, fragen mich so, hey, warum läufst du mit Item Rarity Support mit? Oder warum ist du eine Gold Flask? Ist doch so, Rarity ist auch kacke und so. Und ja, war es halt auch. Und ist es auch immer noch außerhalb von diesen Conversion Mods. Na, aber mit den Conversion Mods ist es halt insane gut. Und da bekommst du mehr Loot. Und dann get your Magic Find Gear ready, ne? Ja. Und das sind Sachen wie Essians, Unrelenting Torment auf dem Atlas Tree, die Exile Notes mit Possession und sowas. Die sind halt extrem gut. Die waren ja jetzt letzten League schon insane stark. Jedes Mal. Und die Leute nehmen die halt einfach nicht. Ich habe letzten League, glaube ich, habe erst nicht allein 7 Breaststorms, 2, 3 Aegis Aurora, weiß ich nicht was, 5 Void Batteries, mehrere Chevrons, alles gedruckt von Exiles, die halt dumm OP sind. Zusammen mit Sentinel OP natürlich. Mhm. Ja. Aber die sind halt gut. I don't know. Und ich sehe es aber ähnlich, dass man halt diese schlechten Rewards wie Flask halt einfach rausnehmen kann, ne? Oder halt einfach auch ein High-Team sagt, hey, wir haben jetzt nicht mehr 50 Stacks Blacksmith Rewards. Und ich habe, glaube ich, vorgestern Blacksmiths und Armor Scripts komplett rausgenommen, aber ich habe 5000 im Stash. Ich hätte noch nie 5000 davon. Das ist halt dumm. Stash voll, ja. Das sollte halt einfach weg sein oder halt einfach auch getauscht werden gegen halt ab und zu mal Chisel, ab und zu mal Glassblowers, ab und zu mal GCPs vielleicht halt. Und solche Sachen sind einfach zu inkonsistent. Es macht halt keinen Spaß, einen Mobs zu killen mit 4 Mods, die alle insane schwer sind, wo du einfach 10 Minuten fighten musst teilweise an League Start und dann droppt er dir halt einfach gar nichts. Basically. Er droppt dir viel, aber halt im Endeffekt gar nichts mehr. Ja. Das ist der Punkt. Risk Reward, ne? Ja, richtig. Richtig. Das ist halt schade, weil das System ist gut. Es geht ja auch nicht darum, dass er jetzt unbedingt so viel droppen soll, ne? Wie du vorhin so angeschnitten hattest, so, ich habe jetzt 3 Divines getroppt, der nächste droppt jetzt keine, ne? Sondern es geht ja darum, dass de facto, also da braucht man ja wirklich nicht zu diskutieren, um welchen Spieler es sich da handelt, aber auf einer T16-Map braucht man einfach keine 200 Flasks in 3 Maps, ne? Und einmal, zweimal vielleicht. Richtig, aber die hast du halt schon. Bis du in Red Maps bist, hast du schon bestimmt einmal so ein Flask-Monster gekillt. Und dann auch noch vielleicht ein zweites Mal und dann noch in Red. Aber, ne, das ist halt. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, Flasks können ab Item Level 80 plus die besten Mods rollen, ne? Gibt es ganz viele. Ja, natürlich. Natürlich. Also ab und zu ist was cool, aber ich finde, was ich befürworten würde, und ich glaube, das wäre vielleicht eine coole Idee zu sagen, hey, diese eher nicht so nützlichen Modifiers könnte man einfach halt zum Beispiel auf Tormented Spirits schieben und sagen, hey, wir nehmen die ganzen Kack-Torment-Mods weg, die eh keine Sau kennt. Like niemand, also gut, vielleicht ein paar wie Märtyrer oder was, die ja Sachen explodieren lassen und so, ne? Kennt man aber sagen, pass auf, wir kallen einfach die ganzen Mods von Torment Spirits runter, nehmen diese ganzen Kack-Archivist-Modifier, legen die auf die Spirits drauf, dann hast du halt deine Flask explodieren, die kannst du halt early mal skillen und early mal ein bisschen mitmachen, dann hast du deinen tollen Loot und dann kannst du aber sagen, hey, ich will die jetzt nicht mehr haben. Oder nicht mehr so häufig. Und dann ist auch wieder gut. Ja? Das wäre eine Option, halt die Sachen zu behalten, die coolen Konzepte, die dir early was bringen, aber halt nicht in dieses Core-Gameplay reinzunehmen, was du geforced bist zu spielen. Weil ich will nicht jede Map mit Flask-Loot halt spielen müssen. Würde dann ja heißen, dass du aber weniger Arch-Nemesis-Modifier in den Maps dann findest, auf den Monstern. Ja, du kannst dir einfach neue Rewards dafür einfügen für die Modifier. Also ich denke, er geht jetzt ja, für nur, den Verlag. Also spricht das jetzt einfach ein Torment Spirit. Einer von denen, weiß nicht, wie viel es halt gibt, hat jetzt einfach den Mod, wenn er halt possessed, dann droppt der Mob halt einfach insane viele Flasks. Neben dem normalen Loot. Ne? Nicht Conversion oder sowas, einfach nur halt extra.
Das ist immer noch im Spiel. Das ist ein cooler Mod. Du kannst den theoretisch irgendwo Target farmen mit den ganzen Seance Notes und sowas, die ja dann auch einen größeren Mehrwert haben. Ne? Und fertig. Ne? Das ist natürlich jetzt eine Band-Aid-Fix. Das ist nicht die beste Lösung. Es gibt sicherlich keine beste Lösung mehr auf die Stelle hat. Ich habe ja auch keine. Auch wenn man jetzt sagen würde, oh, wir machen das oder das oder das. Es gibt immer irgendein Problem damit, das halt mitzunehmen oder halt nicht mitzunehmen. Ne? Und das vielleicht zum Beispiel jetzt sagt, okay, hey, lass mal irgendwie das fixen für die Solo-Spieler. Sagen wir, wer Solarstadt hat, mehr Loot, die droppen immer 5 Divines, aber scale nicht mehr mit Group Rarity oder sowas. Und dann die ganzen Group-Player, ey, das ist ja scheiße. Dann machen das gleiche wie es im League-Start und dann überzeugen diese 1% Group-Player, die 99% Solo-Spieler, dass alle Solo-Spieler zu wenig Loot haben, obwohl nur die Group-Spieler zu wenig Loot haben, weil das halt shit scaled. Und solche Sachen, das ist halt, keine Ahnung. Ich glaube, generell die ganze League von Anfang an war sehr schlecht kommuniziert. Ne? Hm. Also die Leute wussten nicht, dass es mit Rarity ordentlich scaled. Die Leute haben sich überzeugen lassen, dass es kein Loot gibt, obwohl ich zum Beispiel, glaube ich, bis Tag 3 habe ich gespielt, ich dachte, boah, so viel Loot, so viele Sachen, ich habe so viele Armor-Scripts, ich habe so viele Wisdom-Scrolls, richtig geil, ich habe mich übel gefreut. Und dann kommen Leute und sagen, hey, ich habe kein Loot mehr, ist alles weg. Und ich so, hä? Ich habe mehr als vorher. Ich hatte noch nie so viele Alchemies gehabt. Ich hatte kaum Probleme mit Scours oder Chance-Ops wegen Map-Alken und Scouren und sowas wie sonst halt. Und hatte ein super Erlebnis halt in SSF. Ja, und auch das mit den Rare-Items zum Beispiel, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die rollen jetzt anders. Wissen, glaube ich, auch nicht, wie das wir zum Loot 1.5-System haben. Sprich, wir bekommen weniger Rares. Die ganzen Normals und Magics, die man eh nicht empfiehlt hat, sind weg. Die werden komplett rausgeschnitten und werden nie irgendwo gerendert oder erzeugt. Das wäre erstmal mehr Loot, Baseline-mäßig. Und die Rares rollen einfach on average besser. Also die haben einfach einen höheren Bias zu guten oder höheren Tier-Mods, guten intrinsischen Synergien in den Items selbst halt. Und das merkt halt ein Trade-League-Spieler nicht, der ja Großteil der Playerbase ausmacht, weil die gehen hin, gehen in Heist rein, sagen, okay, ich droppe jetzt ein Item, Anadid, ja, Chaos of Speed, tschüss. Die gucken sich das Item nie an. Die wissen nicht, dass die Items besser rollen. Die können nicht diese Änderungen, diese markanten Änderungen halt sehen, weil die halt damit nie interagieren. Und das ist, glaube ich, so alles irgendwie zusammen ist echt problematisch gewesen. Ist das eine Änderung, die angekündigt wurde? Ja. Dass wir smarteren Loot bekommen? Ja. Haben sie gesagt, dass generell hat Chris geschrieben mit dem Item Culling auch nochmal extra. Also ich glaube, es wurde nicht vorab angekündigt, aber nachhinein erklärt. Ah, okay. Also es stand gut, nicht in den Patch Notes drin, dass wir jetzt hier Loot Culling haben mit Improved Rolls of Items. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wie es genau war, aber auf jeden Fall wurde es erklärt nochmal in der Art und Weise halt. Ne? Und das soll ein bisschen so Richtung hingehen zu diesem Loot 2.0, was schon mal von der ganzen Weile angeteasert wurde. So dieses mystische Problemlösungsdingens halt, wo wir dann einfach nur so drei Items droppen von so einem richtig krassen Boss und die sind alle drei insane gut oder so. Mal gucken, wahrscheinlich erst zu PoE 2, aber ich denke mal, vielleicht ist das so ein kleiner Weg in die richtige Richtung oder so. I don't know. Ich finde es persönlich besser. Kann ich aber so auch bestätigen, dass es der Fall ist. Also mein erster Charakter, also respektive mein zweiter, aber der erste, mit dem ich Atlas Progression gemacht habe, der hat, bis er zu 16 Maps gelaufen ist, letztendlich habe ich eine Body Armor gefunden, die habe ich gecraftet mit einer Life Essence und dann habe ich mit Augment Regal noch ein Item gecraftet, ein Jewel. Und der Rest aller Items, die ich getragen habe, ungelogen, bis ich halt hier Content gemacht habe, war alles ID'd, vom Boden aufgehoben, gefunden. Weil am Anfang der League Harvest für Early Game sehr, sehr unrewarding war. Essences habe ich zwar gesammelt, hatte sie aber nicht ausgegeben, weil ich immer, wenn ich halt Sachen ID zumindest mal at a glance kurz drüber schaue, und mir fällt sowas wie Tier 1 Life dann voll ins Auge direkt und andere nützliche Mods. Ey, ungelogen, ich hatte mein ganzes Gear, jedes Item war aufgehoben gefunden. Und diese Erfahrung hatte ich so auch noch nicht. Nicht so extrem in so kurzer Zeit. Also wirklich Day 2, Tag 3, ne, nach Rip Delays, dann in Red Maps und wirklich nur Gear vom Boden aufgehoben. Voll okay. Ich kann es halt wieder nur erwähnen. Ich habe das, glaube ich, seit wir den Nordart-Stream haben, sage ich das halt. Skilled Exiles mit dieser Possession Oak. Das ist so insane early. Also wirklich, ich würde ja wirklich schon fast Beeline dafür, wenn du halt reingehst und du hast diesen Spawn von Ruckers, diese 8% Chance und du hast die Exiles. Du killst die Map, du bist Full Gear. Du bist garantiert Full Gear mit halbwegs gutem Stuff. Das ist insane, vor allem jetzt in der Liga. Definitiv, halt. Falls ihr irgendwie nochmal in der BPL zum Beispiel startet oder in irgendeiner Private League, was man von Anfang an angeht, geht da wirklich mal rein, guckt das an, das kann halt echt insane sein. Das kann ich nur empfehlen. Mal ausprobieren. Das ist ja auch ein Grund, warum man zum Beispiel in den Race-Events, sowas wie Mayhem oder Torment oder was es da immer gab, warum man da immer early Zonen gefarmt hat, wo gerade Rogue Exiles drin sind, weil Rogue Exiles einen insane großen Increase an Item Rarity und Item Quantity haben und halt die Chance, dass da Uniques droppen, ist halt
abartig hoch, ja. Ja, was Rico ja sagt, es kann strippy sein, aber musst du aber besser spielen, das ist Skill-Issue. Ja. Ne? Ja. Ey, also natürlich, es kann rippy sein. Spiel halt einfach kein HC. Und zum Beispiel, da kommt auch noch rein die Note, ganz links im Tree, kennt vielleicht auch weniger halt Seance, die früher halt, wir haben letzten Mal, habe ich den Kalamari drüber geschrieben, die war früher so broken, da waren ja 30 Mobs oder so possessed, oder 20. Richtung, ne? Jetzt sind es nur noch 5 und das ist immer noch strong. Ihr bekommt davor 3 Notes, die geben jeweils 20% Increased Quantity auf den Gesamtloot, den ihr eh schon droppt von den Mobs. Dann habt ihr in der Mitte nochmal Unrelenting Torment, der obendrauf dann nochmal 30% more gibt. Das halt, führt dazu, dass ihr halt von den Loot-Exiles, die eh schon, weiß nicht, den 10-fachen Loot haben, die droppen dann nochmal den 10-fachen Loot mal 2,5 halt durch die ganzen Modified, die draufstecken, plus die Map-Quantity, plus eure Rarity, plus eure Player-Quantity, halt einfach 50 Items auf dem Boden, die alle insane sind oder insane rollen könnten. Ne? Ja, wenn nur ein Bias, droppt mir nicht alle wie T1 Live und Triple Rest oder so. Aber halt, mein Gear ist auch insane davon. Ich habe so viel, ich habe einen ganzen Quad-Tap angelegt, nur für diese Items. Hatte ich vorher noch nie. Der ist schon fast voll. Weil letztens hatte ich mit Harvest viel gecraft, hatte ich halt dann auch einige Sachen drin, aber ich habe, glaube ich, weiß nicht, locker 20 oder 30 Wands mit plus 1. Und Schilde auch und Amulette mit plus 1. Triple Rest, habe ich den Heavy Bed gelingt irgendwie. Ein Triple Rest Bed, 120% Rest, 90 Life, offener Prefix mit Armor und Evasion drauf. Like, es ist insane, was da rollen kann. Natürlich nicht immer, aber es gibt eine Tendenz, ne, die an G-Base ist. Also natürlich. Ja, die Quantity und Rarity von Liga-Mechaniken wurden reduziert, aber Exiles zählen nicht mehr als Liga-Mechanik. Auch wenn Exiles theoretisch eine Liga-Mechanik ist, von vor gefühlt 200 Jahren, ist es aber mittlerweile eben nicht, also ja, es ist auch Core-Game, aber es ist eben keine aktive Liga-Mechanik. Halt. Richtig, ja. Die haben ihren eigenen Loot-Table, wo die einfach halt, die droppen halt immer Items. Also diese Items, die sie tragen, in Anführungszeichen. Das soll so das Thema davon sein. Ganz fett halt. Genau. Und du merkst auch, einige von den Exiles droppen zum Beispiel viele Jewels. Die haben einfach in dem Passive Tree, in dem Loot Table quasi, haben die aber viele Jewels drin. Und das ist halt, deswegen hast du verschiedene halt. Und das gab ja auch Let's League dann die Farmstrip mit den Apex Sentinels und Unique Rewards. Konntest du halt forcen, dass die bestimmten Exiles tragen halt Prophecy Wands, die droppen immer Void Batteries. Ne? Also immer, in Anführungszeichen. Ne? Oder andere tragen Glorious Plates, die droppen dann halt immer einen Chaos Heart. Ne? Ja. Also ich jetzt sagen, von daher viel spielen. Breaststorm, ne, deswegen waren diese Drops auch so unfassbar kommen, weil die halt, du hast das Set, ne, die rollen einfach zwischen Normal, Magic, Rare, Unique und mit den Apex Sentence hast du halt 600% Rarity gehabt, dann nochmal irgendwie ein Scourge Modifier von mir, das droppt mit 80 Millionen Prozent Rarity, whatever, dann droppen ja nur Uniques. Das sind dann halt die Uniques, weil es gibt keine anderen. Und deswegen, ja. Gut. Super underrated. Du bist nur ein ganz kleines bisschen vom Thema abgeschweift, aber überwiegend beim Thema geblieben. Weiß. Immer. Aber that being said, nochmal ganz kurz auf das eigentliche Thema zurückzukommen, und zwar die Loot Goblins. Was ist eure Meinung dazu, dass das jetzt quasi eine der Go-To-Farming-Strategien ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es vielleicht momentan das Beste ist, was du in Trade machen kannst für Profit, aber das ist jetzt halt wirklich, sagen wir so, dass es die Möglichkeit gibt, einfach über eine Map zu rennen und nach diesem einen Mod zu suchen. Findet ihr, das ist okay oder eher Ich finde das okay, dass man sagt, okay, man hat diese Chase-Monster, diese ganz selten vorkommenden Enemies, die halt dann den Loot in einem großen Ausmaß droppen und auf bestimmten Loot droppen, das so ein bisschen deterministisch ist, dass man sagen kann, okay, man killt die jetzt und hat dann eine steigerte und andere Erwartungshaltung als bei jedem anderen Monster. Das ist schon ganz geil. Aber es dürfte halt nicht so sein, dass man das über alle Maßen hinaus skalieren und cheesen kann, indem man dann umloggt oder weitere Leute hinzuzieht, die Experten erstmal anrufen muss. Das ist dann wiederum nicht so geil. Und momentan führt das halt eben genau zu diesem Verhalten. Und das finde ich sehr überflüssig, weil das macht das Spiel letztendlich umständlicher und clunky im Sinne davon, dass man vielleicht doch das Beste rausholen möchte, aber es vielleicht nicht kann, wenn man nicht auf diesen Zug aufspringt und genau dieses Verhalten halt auch durchführt, sondern wenn man halt einfach ungestört in einem sauberen Fluss spielen möchte, da ist es halt einfach überflüssig.
Ich finde, die Idee ist mir heute Nacht gekommen, wie ich so ein bisschen Topics aufgeschrieben habe, was eine sehr gute Idee ist, was zumindest dieses Umloggen oder Hinzufügen von Leuten, wenn du diesen Mod findest, wegcutten würde, ist, und zwar, dieses System gibt es auch schon, und zwar das System, wie es bei Beast gibt. Wenn du das Monster encounterst, ist sein Statpool fix. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Aspect of the Spider-Beast finde in meiner Map und dann Leute hinzueinlade, bekommen die das nicht mehr. Ja? Mhm. Und genauso sollte es auch mit den Solaris-Touch dann sein. Wenn ich das sehe, ist seine Quantity fix. Und sie kann nicht mehr geändert werden, dadurch, dass ich dann einen mehr jetzt reinhole. Ja? Natürlich würde das halt nur für die Player-Anzahl geben, nicht für das Gear, weil ich denke, wenn du, also ich denke nicht, dass du das dann sagen kannst, okay, der Spieler war jetzt hier drin und wenn der jetzt irgendwas ändert, dann droppe ich kein Loot mehr oder so irgendwas. Ich denke, das geht nicht. Mhm. Aber dass zumindest die Party-Pack-Size dann eben nicht mehr erhöht wird und das dann effekten würde, zum Beispiel. Das ist ein echt guter Take, actually. Das ist ziemlich interessant. Das wird jetzt not gonna lie. Not gonna lie. Das ist ein guter Take. That being said. Clip it und mach's auf Reddit, dann kannst du dich GDG angucken. Das ist eine gute Idee. Ich sehe es ähnlich. Ich finde es an sich, das System, gut. Mir gefällt das, dass ich halt einfach Mobs oder Kombinationen habe, die halt mehr Rewards geben. Ich finde aber, es ist halt aktuell noch nicht in dem richtigen Zustand vielleicht. Ne? Bevor war es ja ähnlich, war ja auch RNG, ob du jetzt mit meinen Exo drops oder halt nicht. Nur dann wirst du halt erst Expedition gespielt für 3 Exo drops oder 2 Exo drops und es war alles cool. Ne? Und ich finde, du solltest das mal ein bisschen mehr balancen, dass du halt mehr Packs hast, die einfach so Special Rewards droppen. Also vielleicht einfach generell mehr Mobs halt so die Chance auf einen Divine Orb geben und dann aber halt die Solaris Touch nicht mehr so krass OP machen und dem vielleicht halt wie Kitavos Touch so ein Special geben. Wo du sagen, hey, du hast jetzt einfach nur Unique. Du hast einfach, bam, liegen 2 Soul Taker da, Skyforce und was ich nicht noch was. Also das wäre geil. Das finde ich, Kitavos Touch macht mir richtig auch Spaß zu killen. Das hat auch, glaube ich, Scizorin in einem seiner Videos erzählt, dass die Mods mehr gefächert werden sollten. Also so wie du es eben auch meintest, weil du hast halt, viele Dark Nemesis Modifier haben zwar einen Impact auf Loot, aber den merkst du auch gar nicht, beziehungsweise du weißt ihn auch gar nicht, dass jetzt zum Beispiel halt der eine mehr Rares gibt und der andere irgendwie dann Fully Sockel oder so irgendwas, das siehst du halt nicht, das merkst du halt nur, wenn du es weißt, ja. Und dass die dann eben ein bisschen mehr aufgesplittet werden und dann halt auch stärker gemacht werden. Also zum Beispiel soll halt ein Solaris Touch klar mehr Currency droppen, als dass, wenn du dann zum Beispiel hingehst und sagst, als reines Beispiel, ein Toxic soll halt dann anstatt 100% so 5% oder so irgendwas haben. Aber dass halt auch viele verschiedene andere kleine Monstergruppen aus Arc Nemesis dann eben auch solche Rewards haben, die man eben merkt. Ne? Und es dann natürlich overall reduzieren, weil du ansonsten halt natürlich viel zu viel hättest, ne? Und das wird schon ganz ausmachen, von wegen, und wie das einfach generell alle Monster weniger Loot droppen, aber dafür haben solche Flameweaver halt eine höhere Chance auf +1 Fire Ones oder sowas zum Beispiel. Also generell Fire-Themed Items, ne? Wie es auch im Delft diese Fire-Themed-Dinge gibt oder sowas. Ne? Auch also, gute Idee. Es gibt super viele Möglichkeiten, das zu machen. Also die Frage ist, ob man es umsetzen möchte halt. Ne? Und was ich mir persönlich wünschen würde, was ich sehr cool finde, ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber dass man einfach Rarity mehr in den Fokus rückt für Endgame-Gear. Ne? Und vielleicht auch ein bisschen Quantity von Teilen. Aber Rarity gibt es auch viel mehr Slots, dass du sagst, hey, wenn du dein Gear hast, dein Charakter ist ein Tornado-Shot-Charakter mit 100 Mille DPS und der rotzt alles instant weg, sondern du sagst, hey, guck hier, ich nehme jetzt einfach ein paar Stats weg von meinem Gear und pack dafür Rarity drauf. Auf dem Helm zum Beispiel den Janus-Craft, der gegen Rares geht halt mit 50-60% oder sowas Rarity halt, ne? Oder du packst eine Gold-Flask rein, dass du sagst, hey, ich sacrifice Defense oder Offense für ein bisschen mehr Rarity, die mir halt in manchen Situationen mehr Loot gibt, als Endgame-Gear-Upgrade quasi. Fände ich persönlich sehr interessant, weil dann hat Rarity erstens überhaupt mal einen Daseinsberechtigung. Aber vorher war es ja egal. Also Rarity ja, Drecksmod will ich wegennullen, will ich gar nicht haben. Ne? Mhm. Jetzt ist es für mich halt so, dass ich sehe, wenn ich ein Item droppe und ich sage, hey, das ist gut, das ist ein guter Helm, der hat Live drauf, Tier 1 und Triple Res und so, oh, ich habe aber Prefix noch Rarity. Geil. Ich freue mich darüber. Ich finde das geil. Oder auch Ventus Gamble ist cool. Antvarius hat einen richtigen Vorteil mit, weiß nicht, 60-70% Rarity oder sowas halt und dafür Minus Res. Ne? Also irgendwo ist es halt schön, dass sie das so ein bisschen in dieser Meta ist so, wie es auch Diablo 2 war, wurde mir gesagt zumindest, ich habe es nie gespielt, dass man halt da auch so MF auf den Charakter baut und sowas. Und ich fände das halt persönlich cool, das zu sehen, wenn man das so ein bisschen mehr einbinden könnte. Und dann halt das Aufweicher macht und sagt, hey, wenn du einfach Rarity baust auf dem Charakter, hast du einfach auf jeder Map mehr Loot und musst dann nicht unbedingt nur den MF-Switch machen für so einen Solaris-Mob halt, der dann einfach
generell so einen festen Loot hat oder whatever. Fände ich persönlich geil, so als Endgame-Upgrade für Softcore-Trade-Spieler oder auch für HTSF oder normale SSF-Spieler halt auch dem gleich. Oh ja. Gibt 50.000 Möglichkeiten, das zu machen. Oder anders zu ficken, anders zu buffen, ja, die, wenn man es halt machen möchte. Ich denke, eins der größten Probleme ist auch, was wir jetzt auch schon ein paar Mal so mitbenannt haben. GDG hat sehr gute Ideen, aber die Umsetzung, das Testing und die die Entwicklung bzw. die Ausarbeitung dieser Ideen ist, finde ich, meiner Meinung nach in letzter Zeit nicht mehr so gut. Vielleicht auch einfach, weil sie sich zu viele Projekte gleichzeitig aufheimsen. Ja? Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren zwar natürlich einen Increase an Team Size gesehen, ja, also sind schon größer geworden, aber sie arbeiten jetzt gerade an PoE Mobile, sie arbeiten an Hard Mode, sie arbeiten an PoE 2, sie arbeiten an der neuen Liga und wir haben für so viel mehr Projekte, finde ich, nicht so viele mehr Leute bekommen, was natürlich auch eben dann auf jeden Content zurückzuführen ist, der dann halt irgendwo ein bisschen Abstriche ziehen muss, ne? Und ich finde, da ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller, halt einfach personal Meinung, ne, dass man da ein bisschen Abstriche ziehen sollte, was andere Entwicklungen angeht oder eben halt sich mehr vergrößern sollte, ne? Weil also, jeder kennt dieses Meme mittlerweile so, dass es halt irgendwie Alpha- oder Beta-Tester bei denen geben würde. Also ich bezweifle, dass sie mehr als zwei Leute haben, die irgendeine Liga vortesten, weil das kann mir kein Mensch erzählen, was da manchmal halt passiert, dass das getestet wurde, ne? Und wenn das dann Tester sind, dann glaube ich ganz ehrlich, dass sie noch nie PoE gespielt haben. Das Problem ist bei sowas meistens die Kommunikation oder was die halt wissen wollen. Also ich habe sowas mal gemacht, ne, in der Art und Weise, für ein Spiel halt auch so Beta- oder Alpha-Tests halt gemacht. Und das Problem ist manchmal die Kommunikation zwischen dem Developer und dem Tester für diesen Content. Also die gehen da zum Beispiel rein und sagen, hey, spiel doch mal das und das in einer komplett unfertigen, das sieht zum Beispiel was sowas wie Lack of Clan, einfach nur so ein ganz normales Standard-Level-Design, ohne irgendwie Features drin, vielleicht auch ohne diese Höhenunterschiede oder sowas drin und sagen, ja, hey, spiel das mal, sag uns mal, was du davon hältst. So. Und dann sagst du, hey, ja, okay, war jetzt vielleicht ein bisschen schwer, war cool, der Loot war okay oder sowas halt. Dann hast du halt ein ganz anderes Feedback, weil du halt nicht einen richtigen Kontext hast. Und dir fehlt einfach komplett gänzlicher Kontext auch. Das ist auch möglich. Ne? Wenn sie sagen, wie, hey, spiel doch meinen neuen Arsch, das Modifier. Wir haben jetzt ein Map gemacht, da sind jetzt einfach 10 Mobs drauf, mit den 10 verschiedenen neuen Modifiern, kill die mal alle und sag uns mal, wie sich das anfühlt. Dann gehst du hin, hast vielleicht einen Mob da mit Magma Barrier und Arcane Buffer, sagst du, okay, aber schwer, aber ich habe jetzt halt meine ganzen Six Sockets, ist cool, ne? In dem einen Case. Aber wenn du einmal den Flask Drop siehst, beim ersten Mal in der Map, erinnere ich mich noch dran, wo ich den ersten Mal diese riesen Explosion hatte mit so einem Altlast-Container auf der Karte. Ne? War ultra geil. Ich habe gesagt, boah, geil, nice Flask. Ich habe endlich eine Jade Flask, direkt eine Granite Flask auf dem High-Eye-Level, war cool. Aber dann eine Woche später, in dem gleichen Kontext, nochmal so einen Altlast-Container zu plündern, ist halt nicht geil. Dann liegt der halt da und sagst du, ja, okay, hebe ich nicht mehr auf. Ich habe meinen Stash bald voll, der ist am Limit mit 400 Flask oder so. Ne? Duck dich halt. Und das ist so das Problem, diese Kommunikation, dass du diesen Kontext nicht hast und diesen erweiterten Kontext für das Testszenario, für dieses isolierte Environment, wo du den Test halt machst, das fehlt halt. Und ich glaube schon, dass sie es getestet haben, wirklich auch tiefgehend, ne, extensively tested quasi, nur halt in diesem beschränkten Kontext. Und dann sagen, ja, ist gut. Und dann sagen die ganzen Spieler, die halt eine Woche spielen, ja, ist halt nicht so geil. Ja. Das hast du ja oft, wenn jetzt immer damit nachdenkst, für die alten Tests, die gemacht wurden halt. Ne? Ja. Aber denkt ihr, also natürlich ist es halt, je nachdem, wie das Unternehmen das eben haben will, ne, GDG spricht sich ja dagegen aus, Public Test Streams zu machen. Aber denkt ihr, das wäre besser? Weil ganz ehrlich, jedes andere Game macht das auch, kommt damit klar und es läuft. WoW hat es, Diablo hat es, Lost Ark hat es. Also das sind jetzt nur irgendwelche random Spiele, wo ich es halt definitiv weiß. Aber die haben alle Public Test Streams und da wird es getestet von der Community. Natürlich musst du da dann nicht alles zeigen, kannst dir noch so ein bisschen was in die Hand halten. Aber wäre das nicht vielleicht besser? Also man muss ja auch nicht es wirklich public machen, aber zumindest closed, ja, dass du es dann ja, musst du schon mit X-Leuten NDA gibst, sein. Ne? Das ist das eine. Ah. Also du darfst ja dann nichts leaken lassen, wenn das Konzept weiterhin so besteht, dass 1 bis 2 Wochen vor Leakstart überhaupt der Leak-Reveal kommt. Also das ist ja ein Problem. Du hast ja den Content gar nicht so lange. Die haben ja gar nicht so lange Testzeit, um das public testen zu lassen. Kalle schreibt ja auch gerade, bitte nicht. Ich fühle da noch einen anderen Punkt, nämlich, dass dadurch, dass man dann ein Public-Test-Stream zur Verfügung steht, noch viel mehr Ansprüche
laut werden und geltend gemacht werden wollen dem Entwickler gegenüber, weil man ja dann noch getestet hat und das Feedback dann gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es da einfach die bessere Methode ist, ja, dass wir halt Woche 1 immer Live-Tester sind. Im Sinne von, okay, es gibt diesen Leak-Start-Hype und es gibt diesen Cycle alle 3 Monate und wir haben die Vorfreude, wenn neuer Content da ist, dass wir uns wie ein kleines Kind an Weihnachten auf neuen, saftigen Content freuen. Mhm. Und natürlich hegen die Leute Erwartungen und ich kann es keinem absprechen, der jetzt auch diese Leak oder auch in den Leaks davor immer wieder seine Enttäuschung ausgedrückt hat und Enttäuschung fühlt, weil du kannst Leuten ja nicht ihr Gefühl absprechen. Du kannst es denen ja nicht nehmen. Du kannst es nur versuchen, ihnen erträglicher zu machen, indem du es vielleicht ein bisschen relativierst. So komme ich mir teilweise im Stream auch vor, wenn jemand reinschneit und der erste Kommentar ist, Pille, wo ist mein Loot? So nach dem Motto. Und ich denke mir, ach komm, ist alles gut. Ich habe auch kein Loot, ich fühle das mit. Oder jetzt nicht in dem Sinne, ist eigentlich der falsche Ansatz. Aber hast du mal geguckt, ob es wirklich so ist? Oder woran machst du das denn fest? Ne? Dann ist mal die Frage, woher kommt das Gefühl auch? Und liegt es an der Erwartungshaltung? Aber dieser eine Streamer gesagt, der hat recht. Der eine Streamer hat gesagt, es gibt keinen Loot mehr. Du kannst es choosen. Hier ist das Video, Pille. Guck mal hier, der Streamer. Guck das Video an. Die beweisen das. Und ich denke mir, Alter, guck meine Stash an. Ich beweise dir auch, dass da gerade 9 Divines drin rumliegen. Und weißt du, das ist nicht das Problem. Ich finde, es ist halt ein absolutes Phänomen, was GG mit PoE geschaffen hat. Diese alle 3 Monate diesen Hype auch wieder zu schüren und zu generieren und uns heiß zu machen, immer wieder aufs Neue, auf neuen Content. Und dann aber auch zu liefern. Die hauen es ja auch immer wieder aus den Socken. Bei jedem Reveal-Video denken wir uns, boah, was ist das schon wieder? Und dann sehen wir Items mit 180 live drauf auf dem Amulett und denken uns so, das ist ja vollkommen noch nie da gewesen. Letzte League Sentinels, boah, noch nie da gewesen. Also es ist immer wieder, dass sie uns flashen mit neuen Bossen, mit Endgame-Content, mit irgendwas an neuem Content. Und da muss man auch mal anmerken, dass wir hier auf ganz, ganz großem Niveau, auf ganz hohem Niveau Kritik äußern und meckern. Ne? Ja, klar. Wo das Spiel halt in einem Zustand ist, der sehr, sehr, sehr gut ist, der sehr, sehr spielbar ist. Das Spiel ist äußerst stabil, es ist äußerst performant. Bei all dem, ne, ist es wirklich Kritik, ja, die vor allem konstruktiv sein sollte, die aber auf vielen Ebenen sehr, sehr stark emotionalisiert wird von vielen Leuten. Wo ich mir denke, was habt ihr, also ich frage mich dann häufig, was haben die Leute für einen Anspruch eigentlich an den Developer, dass sie so emotional überhaupt reagieren dürfen. Also welches Recht nehmen sie sich heraus irgendwo. Hm. Und auf der anderen Seite ist es ein Pay-to-Support-Konzept. Ne? Das ist Free-to-Play, jeder kann es spielen. Aber wenn man dann natürlich Zeit investiert in das Spiel und das dann auch supportet und auch monetär da was rein supportet, da ist es vielleicht dann eher so, dass man eine Erwartungshaltung hegt. Aber letztendlich sind die uns ja nichts schuldig. Weil wenn sie schlechtes Spiel machen, das ist ja der Punkt, das müssen die Leute verstehen. Wenn GG ein schlechtes Spiel macht, dann werden es die Leute auch nicht mehr spielen. Wenn GG aber sagt, wir haben eine Vorstellung von dem Spiel, dass es gut wird und wir machen es jetzt so und so und es ist ein Teil der Spielerschaft unzufrieden und ein anderer Teil ist sehr zufrieden damit, dann ist auch da eine Diskrepanz in der Erwartungshaltung da. Ne? Was dann auch zum Unmutsäußerungen führt. Natürlich. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir hier von einem Free-to-Play-Game reden. Ja? Und in erster Linie ist es ein Produkt von GDG, von Chris Wilson und Co., ne? Die sagen, hey, das ist unser Produkt, das vermarkten wir. Ja? Wir als Konsumenten haben überhaupt kein Recht zu sagen, ich will das. Ne? Natürlich können wir sagen so, hey, das ist eine Idee, ne? Könnt ihr mal drüber nachdenken, vielleicht könnt ihr das irgendwie einbauen oder so irgendwas, ne? Oder sonstiges, ne? Natürlich können wir auch sagen, hey, das gefällt mir nicht. Aber das ist denen in erster Linie vollkommen egal. Ja? Weil es ist ihr Produkt. Ne? Und natürlich wollen sie Kundenzufriedenheit haben. Ja? Ich glaube, das glaube ich nicht. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube nicht, weil die schreiben auch immer explizit, wir wollen so detailliert wie möglich das Feedback haben. Auch in dem letzten Pause geschrieben. Hey, wenn ihr
Probleme habt mit dem Loot, sagt uns bitte mit dem League-spezifischen Loot so detailliert. Ja, das genau, meinte ich gar nicht. Also natürlich wollen sie schon Feedback haben, aber wenn jetzt einer sagt, hey, Headhunter ist zu schwach, das interessiert die nicht. Ja? Oder gib mir 15 Headhunter pro League-Start, das interessiert die nicht. Und historisch gesehen schon öfters drauf eingegangen, auf so Feedback, auch von einzelnen Gruppen. Hey, das ist irgendwie kacke und das sagen viele dann, ja, okay, gut, dann machen wir das. Ja, klar, wenn das wenn konstruktive das, und Overall-Kritik ist, dann ist es vollkommen fein. Aber jetzt halt so in erster Linie dieser Punkt halt gerade so, es droppt kein Loot mehr, ich will Loot. Ja? Das ist halt was, ja, okay, wenn dann alle drüber schreien, okay, dann kann man sich das mal angucken. Aber in erster Linie ist es halt erstmal nicht so wichtig. Wo ich aber da ein ganz großes Problem sehe, das haben wir jetzt schon von Pille und auch gerade eben von Salty wieder gehört, ist halt diese, ich weiß nicht, wie ich das wirklich nennen soll, dieses, was wir bekommen und was wir denken, was wir bekommen. Ja? Die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung. Wir kriegen seit mehreren Ligen kriegen wir ein Spiel geliefert, was auf Zoom, was auf Speed, was auf Fast Gameplay ausgelegt ist. Ne? Und kriegen da auch immer wieder neue Sachen. Wir kriegen ein Mageblatt, der dich noch zoomiger macht. Ne? Wir kriegen Explo-Sachen, die noch mehr Zoom machen und so weiter. Aber dann im gleichen Gegenzug sagt dann Chris Wilson, hey, wir wollen nicht mehr, dass das Spiel so schnell ist. Ja? Wir wollen nicht, dass ihr in einem Tag, in drei Tagen durch einen Atlas kommt. Wir wollen, dass das Spiel langsamer wird. Und in der nächsten Liga bekommen wir dann einen Atlas, der in einem Tag durch ist, anstatt in drei. Und Monster, die noch schneller getötet werden. Also, es ist irgendwo in den Aussagen manchmal ein sehr, sehr krasser Widerspruch drin. Und ich finde auch, dass das momentane Spiel, also ich würde mal sagen, das momentane Spiel ist eher auf Zoom-Zoom ausgelegt. Und das Chris Wilson hat sich ja auch gerade jetzt wieder geäußert gehabt, dass er eher ein Slow- und Heavy-Game haben will. Also nicht so viel Zoom, sondern mehr vereinzelte Punkte, wo man eben stehen bleibt, dicke Gegner hat und so weiter. Und ich finde, das ist halt ein krasser Gegenspruch in dem, was wir halt momentan haben und auch, glaube ich, von dem, was die Playerbase will, denke ich mal. Ja. Also ich stimme dem halt schon zum Teil zu, halt nur auch mal zu den Sachen davor halt. Wenn Reddit weint oder wenn generell Kritik geäußert wird, von vielen Leuten, wenn irgendwas schlecht läuft oder sowas halt, ne? Und das stimmt mit der Version von GDD überein. Oder die sagen, yo, das ist valide Kritik, das sehen wir ähnlich oder genauso nach internen Diskussionen, dann passen die es auch an. Wenn sie sagen, hey, das stimmt nicht, wie zum Beispiel die Lassenheit zum Beispiel haben sie letztens mal ein bisschen erklärt. Und ich finde es auch eigentlich schade, dass sie es so tiefgehend erklären müssen, weil die Leute so viel rumheulen, dass sie ja AIs haben und so Testruns, die ja halt durch die Maps laufen und halt Loot checken, diese Prozente, die wir auch mal bekommen, wo es mehr oder weniger Loot gibt, whatever, ne? Und die lassen das durchlaufen und sagen, hey, yo, wir sehen halt die harten Zahlen von unseren Tests und die sagen aus, dass es halt gleich viel ist, was der Pill und ich ja auch irgendwo halt backen können, wo wir sagen, ja, wir haben halt guten Loot, ist okay. Ne? Und wenn die das nicht sehen in den Zahlen, dann ändern die auch nichts. Ne? Außer es wird halt noch krasser rumgeweint, dass irgendwie halt gar nichts mehr droppen würde mit harten Zahlen von der Playerbase. Oh ja. Und darf ich dir reden oder willst du noch was sagen? Sonst würde ich nämlich meinen Take dazu noch geben. Nee, mach. Alles gut. Okay. Der zweite Punkt ist, den ich mal, wo ich zumindest sehe, solange die Leute, die SSF spielen, nicht rumweinen, ist meistens immer alles noch okay. Na, das ist natürlich auf Trade League bedingt übertragbar, also auch mit den Groupplay-Sachen halt und sowas, aber ich habe darüber auch schon geredet. In dem Video von Snap wurden ja Punkte angesprochen, die zum Beispiel einfach falsch sind. Also die Aussagen stimmen halt nicht und meine Vermutung ist aber, dass die Gruppe von Snap oder die Gruppe von MP oder die Gruppe um die beiden halt rum sich einfach nicht richtig angepasst hat. Weil zum gleichen Zeitpunkt habe ich andere Groupplayer nochmal gefragt, die halt dann schon diese Sentinel, die Solaris Touch Meter oder generell God Touch Meter gefarmt haben. Die haben gesagt, yo, wir sind halt fucking rich. Like, wir haben Tag 3 und unser Guild Slash ist voll mit 25 Mirrorn. Like, die haben sich dumm und dämlich verdient, weil halt natürlich billig waren. Die Vines waren irgendwie 30 bis 60 Chaos oder so. Ne? Und denen ging es gut, weil die haben sich halt schnell angepasst. Dann gibt es natürlich auch Sachen halt, wo dann Leute das einfach falsch sehen, auf Reddit sehen, oh, der hat jetzt mit deiner Gruppe 50 Divines für den Mob gelootet. Die sehen aber halt nicht das Investment, die sehen nicht, dass solche Sachen wie Deli das Ganze skalieren, Player Quant, der Culling Bot, ne, die ganze Rarity, die gestackt wird, ne, und halt auch generell Deli Scaling ist immer noch ein Mysterium für viele, dass Deli einfach mehr Quant, mehr Rarity gibt, genau wie es ja auch im Scourge das Mysterium, dass Scourge auch Quantity Rarity gibt, ne, all solche Sachen. Ich glaube, es ist einfach halt viel Unwissen da oder wie das funktioniert, wird einfach schnell geteilt. Und wenn man auf diesen Hate-Train aufspringen, will auch mit Teil der Gruppe sein, die das Ganze gerade hasst, weil, weiß nicht, ein Neuling kommt rein, hat kein Loot, weil der
alkt seine Map vielleicht nicht und sagt, oh, ich habe kein Loot. Guckt auf Reddit, sieht, ah, die haben auch kein Loot, die haben also alle kein Loot, dann bin ich jetzt auch Teil der Gruppe sozusagen. Ne? Also sind so viele Faktoren drin. Ganz kurz, bevor du da weitergehst, was aber auch ein großer Punkt ist bei Ampys Gruppe, was viele Leute nicht wissen, und ich will sie da jetzt nicht in Schutz nehmen, aber das ist halt was sie auch öfter sagen. Ampys Gruppe ist nicht dafür da, das beste Farming-Setup zu machen. Ja? Also die wussten, dass es dieses God-Mode-Farming gibt, ja, aber sie hatten darauf keine Lust, weil es ihnen keinen Spaß macht, über eine Map zu rennen und einen Loot-Goblin zu suchen. Sie wollten extrem krass gejuicete Maps mit Ultra Beyond und 100 Delirium, wo halt überall guter Loot droppt. Ja? Das ist ihr Style, wie sie farmen wollten. Ja? Und das wurde einfach ohne Kommunikation in Grund und Boden genervt. Ja? Muss man ganz klar sagen, es wurde vorher nicht angekündigt, ne? Und wurde durch was Neues ersetzt, durch Loot Goblins, ne? Und dass sie das halt nicht wollen, ist vollkommen fein, ne? Aber es gibt natürlich halt Alternativen. Also, wenn man es vorher so gemacht hätte und will immer noch mit dem Ziel Profit in Maps reingehen, in der Gruppe, ne, dann muss man sich jetzt halt eben umstellen auf dieses Loot Goblin Farmen. Ne? Genau. Ja, gehe ich mit. Ist ein wirklich guter Zusatz auf jeden Fall, ne? Ich persönlich finde es schön, dass halt Sachen wie Breach irgendwie mehr Identity bekommen haben, auch wenn Breach irgendwie immer noch die schlechteste Quelle ist für Breach-Splinter, aber das ist ein anderes Thema. nochmal zum Test-Ram-Dingens zurück, um mein Thema abzuschließen, sonst rede ich hier wieder Ewigkeiten. Man kennt das ja. Ne? Ich bin auch ganz stark dafür, dass wir kein Test-Ram bekommen, unter keinen Umständen. Oder halt so ein Alpha-Beta-Testing oder sowas, weil es hat sehr viele Probleme, die man mitkommt. Zum Beispiel erstmal ist halt ein großer Teil der Identity von PoE, dass du in League-Chat reingehst. Alle haben die gleiche Information. Es gibt keiner, der irgendwie einen Lead hat oder einen Informationsvorteil, weil es wird ja Wochen vorher geteilt, was da abgeht. Alle gehen rein, alle entdecken die ganzen Sachen neu und du kannst vielleicht der Erste sein, der was rausfindet, der irgendeine krasse Thread hat, der irgendeinen Farming-Punkt findet oder sowas. Aber dazu ganz kurz eine Frage. Wir wissen nicht, wer die Beta-Tester sind und ich glaube, die Beta-Tester, wenn es welche gibt, haben die keinen Zusatz unterschrieben, dass sie den League-Start nicht spielen dürfen. Also es wird auch die Menschen geben, die den League-Start spielen und schon gespielt haben und wissen, was sie machen. Ja. Wir wissen halt nicht, ob die zu dem 1% gehören oder halt Casual-Player sind, ne? Aber... Ja, aber das Gute ist ja, dass es halt wirklich nur so ein paar Leute sind. Also wirklich nicht viele. Ne? Ist immer noch ein Risiko, vor allem, ich habe auch gehört, Neversink ist ja auch einer dieser Leute halt. Die haben zumindest auf Reddit was davon geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, die halt so einen Zugang haben. Ne? Natürlich spielen die in der sehr unfertigen Version und sowas kann man jetzt auch argumentieren, aber ich finde das noch okay, aber das Problem ist halt, was auch Carla halt meinte, dass du halt einfach in eine League-Shot reingehst und halt vor allem Racer, wenn die keinen Zugang haben zu diesen Test-Rams, dann haben die einen insane Nachteil. Stell dir vor, Ben hat den Zugang zu diesem Alpha-Test und einem Exer nicht. So, und Ben sagt jetzt, pass auf, ich schätze die Infos mit dir nicht und sag nicht, was auf P ist. Und der fängt dann einfach an mit Lightning Conduit, debate vielleicht noch Leute und spielt was anderes angeblich, und dann geht er auf Lightning Conduit und one-shottet Solaris Lunaris, während einem Exer mit seinen Seismic Traps vielleicht noch spielt und von Alpha-Akt 4. Ist halt unfassbar unfair. Das ist halt insane, die Unterschiede halt dazwischen. Außer du gibst halt allen Leuten den Beta-Zugang. Also das Problem ist, dass du keine neuen Leute hast, die dann vielleicht sagen, ich kriege jetzt neues Internet und ich spiele jetzt auf einmal SSFHC. Ne? Habe ich halt keine Chance zu competen, weil ich keinen Zugang habe. Da siehst du gerade, wenn es Events gibt mit Price Pool, werden Beta-Tester davon ausgeschlossen. Ja, und dann... Sprich, also wenn Ben dann ein Tester wäre, dürfte er nicht mehr am Und was Price ist, wenn Ben Leute in seiner FL hat, die Beta testen für ihn und ihm Infos geben? Es gibt dann immer Probleme. Das hast du ja bei WoW auch ähnlich gehabt. Das hat Gilden, die keinen Zugang bekommen haben zu bestimmten Raids, die teilweise nur offen waren, hatten halt einen Nachteil, eindeutig. Mhm. Ne? Schon was. Mhm. Und das andere ist halt einfach noch, wenn wir jetzt einen öffentlichen Testserver haben, wo alle rauf können, hast du das Problem, dass jeder League-Start potenziell so ernüchternd wird wie Sentinel. Ne? Keine Changes. Du weißt alles schon eine Woche vorher, du weißt genau, wie das aussehen wird, du weißt genau, was du am besten farmst, was alle spielen werden, was die besten Builds sind. Du hast zwei Tage vorher schon das komplette Build-Sheet von Grimro, der sagt, hey, wenn du jetzt hier hingehst und du rollst genau 69% Quantity auf die Map, dann nimmst du die da drüben hin, dann machst du dann das und das und das, hast den besten Loot. Ja. Ist halt langweilig, weil das ist so ein großer Teil von PoE, dass du halt nicht vor League Shot schon weißt, was alles OP wird, was gut wird, die besten, insanesten Builds oder auch mit dem Ultimatum-Teil. Du wusstest nicht, wie das funktioniert. Jetzt weißt du mal, okay, du musst halt Delve-Bossen machen und sowas und kommst da an Peace und so. Diese Mysterien sind halt cool. Diese undocumented Changes auch zu finden halt ist eigentlich cool, außer wenn es jetzt mit den Changes mit den Loot
Mechaniken von älteren Leaks passiert das vielleicht nicht so cool. Ne? Hm. Was halt ein großer, integraler Part der PUE so geil macht zum Leakstart und nicht so Diablo 3 halt, wo du halt in den Leakstart reingehst, sagst, okay, große Season-Änderung ist, du hast eine neue Fähigkeit auf jedem Charakter und alle verlieren ihren kompletten Mind, sagen, oh, ist ja so krass, ich kann jetzt 10 Minuten länger spielen, geil. Ne? Das ist halt nicht, was halt schön finde. Das wäre der Zauber halt weg. Ne? Ja, das wäre einfach langweilig. Das wäre einfach, du dachtest schon, ich kenne ja jetzt schon alles. Warum soll ich die League überhaupt spielen? Ja. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, den besten Bild. Aber ich kann da halt auch wirklich, also bei mir war es jetzt diese Liga zum Glück nicht so, aber ich kann da halt auch definitiv die Leute halt nachvollziehen, die halt nicht jetzt wegen Reddit-Mimimi machen, sondern halt wegen allgemein diesem Status von dem League-Start und halt sagen, hey, ich habe keinen Bock, jede League-Start halt hier irgendwie ein Beta-Tester quasi zu sein und hier so ein unfertiges Spiel zu spielen und mich dann halt mit Sachen rumärgern. Ne? Ich hatte das ganz, ganz problematisch in Heist. Ich war bei Heist, weil ich wirklich davor, die Liga zu quitten, obwohl ich Fulltime ja nur PoE gezockt habe, einfach weil ich kein Heist zocken konnte. Weil es buggy war, es hat nichts funktioniert, ich hatte nur Crashes. Ich konnte in den ersten 2 Wochen nicht einen Heist-Contract laufen. Und das ist halt, also, ne, sowas darf nicht passieren, meiner Meinung nach. Ne? Natürlich, es ist ein Free-to-Play-Game, natürlich dürfen wir, sollten wir nichts erwarten, aber irgendwo muss man ja halt auch so ein bisschen Standard ziehen, oder? Ja, da müssen wir aber unterscheiden, ganz kurz, weil jetzt sprichst du von einem Performance-Problem. Ja. Und das andere ja, okay, ist ein Belohnungsproblem, ein Belohnungsbalancing-Problem. Ja, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ich finde PoE ist momentan in einem grandiosen Zustand. Es ist super playable, ich habe sehr wenige Game-Crashes generell, es ist super performant. Ich meine, da wird ja auch immer weiter an dem Aussehen was gemacht, das wird ja immer wieder aufpoliert. Ne? Und also es sind verdammt wenige Bugs in den letzten Leaks und das, obwohl neuer Content da war. Auch jetzt wieder Leak-Start war auch wieder ein bisschen buggy hier und da, aber dennoch, Performance war da. Bei Heist war ja eine Riesenkatastrophe. Das war ja komplett unplayable für viele. Also, ne? Da habe ich dann Äpfel mit Birnen verglichen. Mhm. Ultimatum Leak-Start war ähnliches Fiasko. Das war ja komplette Lag-Fiesta. Die Server waren absolut am Rumkrebsen. Das war der schlimmste Leak-Start, den ich je erlebt habe. Oh, der war so schlimm. Und das kann ich objektiv aus technischer Sicht so hier sagen, weil es gab keinen schlimmeren, seit ich PoE-Spiele. Mhm. Dass es unplayable war für 24 bis 48 Stunden. Ja, okay, ich wollte eigentlich nicht auf das, also ich wollte einen Vergleich ziehen, habe ihn schlecht gezogen. Mir ging es eigentlich darum, dass wenn wir einen League-Start spielen und die Liga nichts Neues zu bieten hat, weil de facto war die ersten 5 Tage war Lake of Calantra einfach nur Standard. Also mit halt den neuen Änderungen. Weil Lake of Calantra war halt einfach nicht rewarding. Also du hast dann nichts bekommen, wenn du rein bist, ne? Ja, ein paar gelbe Items, aber die kriegst du auch auf Maps. Also es war halt nichts Neues dafür. Ne? Und da kann ich dann durchaus Leute verstehen, die dann halt sagen, hey, wenn es da nichts Neues gibt und wir die Hälfte von dem, was es gibt, halt nicht gesagt bekommen, wie irgendwelche schlechten Changes, ne, dass sie dann halt gequittet sind. Ne? Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, es ist zwar halt auch wieder zu isoliert halt, wenn du jetzt zum Beispiel nur Calandra da rausstichst, so als markantes Feature. Also ich habe ja viele andere Änderungen auch während des Levels, die schon wichtig waren, auch beim Level. Ja, aber das ist insane. Aber das ist was, wo ich immer wirklich pingelig bin, richtig Korinthenkacker. Verwechsel ich nicht die Liga-Mechanik mit dem Core-Game. Ja? Also ich spiele die Liga ja wegen der Liga-Mechanik, nicht weil das Core-Game geändert wurde. Ja? Gut, ich spiele die Liga vor allem halt, weil ich halt ein neues Game habe. Neue Progression mit allen Leuten auf gleichem Augenlevel, wo man nochmal von vorne anfängt, mit den Erfahrungswerten, die man gesammelt hat. Das ist ja, was ich immer meine, so, wenn du spielst, du sammelst ja immer mehr Erfahrung durch alle Fehler, die du machst und wirst immer besser, du hast mehr Hidden Mechanics, die du rausfindest oder welche anderen Sachen, du weißt, wie man Sachen besser craft und bist halt immer schneller und immer besser als andere, kannst dich dann messen. Und das ist für mich halt ein großer Teil davon, wenn ich halt eine Liga starte, dass ich sagen kann, hey, ich bin jetzt viel smarter als alle anderen, obwohl ich noch nicht weiß, dass ich nicht smarter bin als alle anderen. Ne? Und kann halt dann dementsprechend competen, kann denken, ich bin übel krass, wenn ich dann halt meinen ganzen Stuff mache, den ich mir überlegt habe, und sie das alle anderen gleichen Stuff machen, den sie sich auch überlegt haben. Mhm. Ne? Aber da geht es dann halt darum, wie Leute auf verschiedene Arten eben PoE spielen. Ne? Was ich damit sagen will, ist einfach, deine subjektive Ansicht, wie du das Spiel spielst, differenziert sich halt vielleicht von der Art, also wie andere Leute spielen. Ne? Ja, ich spiele das Core-Game und die League-Mechanik ist für mich optional. So, ich spiele das Core-Game. So, richtig, keine Ahnung. Und ich kann sowas einfach auch ausprobieren.
Ich kann ja, auch mal sagen, hey, dann spiele ich halt keinen. Deswegen, ich habe ja nur gesagt, ich kann die Leute verstehen, die aus dem Grund halt sagen, da ist ja auch keine neue Liga, also brauchst du auch nicht spielen. Ja. Ja. Und also die, wenn man jetzt dann, so im Nachhinein denken sie sich dann vielleicht so, ja, jetzt ist eine Woche rum, jetzt hat jeder schon 10.000 Mirror, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Also Trade-Perspektive gesehen. Ja. Erstmal Mirror-Deleten gehen, Sekunde. Aber heute schon angedroht. Heute war schon schwer böse. Ja. Denk dran, Mirrors kannst du auf dein Gear benutzen. Wie Delirium-Ops, ne? Ihr habt schon gesagt, wenn ich mal droppe, dann wird der verkauft für zwei Divines. Habe ich gelernt. Ist actually valuable, ja. Value, absolut. Also SSF, Mirror-Dops, jetzt buff mehr denn je. Meine liegt immer noch im Stash. Ich wusste nicht für was. Blast Mirror, maybe. Du würdest quasi verlieren, wenn du sie nicht verkaufst. Ja, ganz klar. Ja. Und, aber eigentlich habe ich jetzt eine Wertanlage geschaffen. Ich kriege jetzt mehr für meinen Mirror, der mir vor 2 Jahren gedroppt ist. Ja. Muss ich mal überlegen, ey. Absolut. Absolut. Du kannst 2 Rich. Bronze damit auf Minroll rollen, so wie Rich ich. In Standard. Die Bronze. Die Bronze hat es mir getan. Apropos die Änderung, würde ich ganz gerne anschauen. Wie findet ihr bisher die Änderung mit Divines und X? Ich hoffe, ich nehme jetzt kein Thema ab. Aber ich wollte von dem Thema gerade jetzt auch weglaufen, so langsam. Hast du ja gerade angesprochen, ne? Man merkt, das Game ist noch in Ordnung. Wenn die SSR-Spieler sich nicht so laut beschweren. Das ist eine der Änderungen, die wirklich wehtut in SF. Muss ich sagen. Also da finde ich, wow. Also ich finde, was es deutlich besser gemacht hätte, wäre einfach, ja, es wäre mehr zu klicken, aber Divine Shards bei Harbingern. Ja, aber die Harbinger dadurch, dass halt dieser Divine-Rezept rausgenommen wurde, ja, oder mach ein Divine-Shard-Rezept für irgendwas anderes rein. Aber halt, du hast keine effektive Methode, wie du Divines farmen kannst. Ja, du kannst bei X kannst du Elder Set Rare Item farmen für X Shards, ja. Du kannst bei allem anderen kannst, ja, sag ich ja, Elder Sets. Achso, ja, Elder Influence Items, ne? Kriegst du halt X Shards. Elder Paper Conqueror, alle. Ja, das war jetzt als Beispiel. Ja. Aber du hast halt einen Weg, wie du es farmen kannst. Aber Divine ist weg. Es gibt nur noch eine Div Card fertig. Und du brauchst es für Metacrafting, du brauchst es, um Uniques zu rollen, ne? Du brauchst es, um Rares zu Divine. Also, das ist schon heftig, ne? Vor allem für SSF. Ja, also Scizorin hat immer auch so eine Herangehensweise, wenn er sich mit Ankündigungen auseinandersetzt, dass er sagt, eine Änderung ist okay, aber wenn sie Sachen zweifach ändern, also wenn sie gleiche Sache, das gleiche Topic anfassen und es zweifach ändern, dann ist es meistens ein bisschen überdreht. Und das sehe ich in diesem Fall ganz extrem, weil sie haben zum einen dieses Metacrafting gewechselt und haben die Notwendigkeit für Divines erhöht. Das wäre ja okay gewesen. Kein Zweifel dann, wenn man sagt, okay, man hat dieses Divine-Rezept noch über 6 Sockets, wäre auch krass gewesen, weil Metacrafting sogar ein bisschen zugänglicher geworden wäre als vorher eventuell. Aber nein, stattdessen wird das Angebot ganz, ganz drastisch verknappt. Gibt keine Alternative, diese Sachen zu farmen. Mhm. Und der Bedarf wäre. Und das sind zwei Dinge, die einfach der Bedarf und die Notwendigkeit und die Wertigkeit eines einzigen Divines sowas von in die Höhe katapultieren lassen, dass es sich nach einer echt einschneidenden Änderung anfühlt im Vergleich zu einem Exalted Orb, den man jetzt halt besitzt. Ja. Hat das ja mal durchgerechnet gehabt, der Preis für ein Divine müsste eigentlich einfach von der Rate of Acquisition, also von der Art und Weise, wie du halt acquiren kannst, vielleicht zu Exalts, aber 3000 Chaos liegen. Ja. Ich meine, okay, kaum sie hin, erstmal 5 Inventare traden oder so, ne? So, gehe ich voll mit. Also, es ist halt einfach, es fühlt sich rushed an. So unüberlegt. Das, was man halt dann von wegen so, hey, wir müssen jetzt was ändern, wir wollen das haben, mach einfach rein, dann können wir nachher nochmal überlegen, wie wir was machen. Hat aber keiner nachher überlegt. Das ist halt einfach, Ich verstehe die Intention von GGG, dass sie sagen, okay, sie wollen dieses grundlegende Konzept, dass die Range der Rolls auf den Items einfach wieder eine höhere Wertigkeit bekommen und dadurch die Items schon mal differenzierter zu betrachten sind. Sagen wir mal, das Konzept. Ja, das finde ich super, genau. Das finde ich in Ordnung, dass es eine höhere Gewichtung bekommt, weil es einfach seltener zu bekommen ist. Aber daran dann gleichzeitig das Metacrafting zu knüpfen, das ist halt Doppelbedarf irgendwie bei weniger Möglichkeiten. So. Ja. Das ist schon sehr, sehr hatte ja auch, glaube ich, Scizorin dann als
Änderungsvorschlag beziehungsweise als Alternative gesehen, weil das Metacrafting ist ja, also gehen wir jetzt gerade mal auf Großthema Crafting ein mit Metacrafting, Harvest etc. Ja? Wir haben da ja einen Riesen-Change bekommen, diese Liga. Meiner Meinung nach einen der schlechtesten bisher überhaupt, was das Crafting anging. Aber that being said, Entschuldigung, es müsste einfach im gleichen Atemzug, dass das sich nicht so punishing anfühlt, sage ich mal, diese Änderung von Divines und X, die Eldritch Currency verbessert werden. Ja? Also die Eldritch Chaos ausgegeben, by the way. Ja, die Eldritch Chaos, Exalt und Annulments, ja. Weil dadurch, dass halt die Reforge Key Prefixe oder Suffixe auch komplett weggefallen sind, kannst du halt Items so gut wie gar nicht mehr weitercraften, wenn du an einem gewissen Punkt bist, weil es dann nur noch RNG ist. Ja? Also es gibt, um ein Item wirklich so, ich sage jetzt mal zu, natürlich reden wir jetzt hier auch von Top-End und Top-End-Game und so, ne? Aber ab einem gewissen Punkt gibt es keinen Weg mehr, wie du es Deterministik machen kannst, weil dann nur noch RNG dabei ist, der dann auch wirklich dein komplettes Item pricken kann. Er ist ja. Aber in Ordnung. Das ist doch von vornherein der Weg in BOE. Naja, das wäre in Ordnung, wenn es relativ accessible ist. Aber durch die Änderungen, gerade was Harvest angeht und so, also Harvest ist für mich immer gewesen, und das ist auch, warum ich denke, dass die Harvest-Änderungen diese Liga die schlechtesten Änderungen überhaupt waren. Harvest ist für mich gewesen, ich komme in die Maps und ich brauche neues Gear. Oh, guck mal, ich habe einen Harvest. Ich kann jetzt 20 Chaos-Spam mit Fire im Harvest machen, um ein neues Item vielleicht zu bekommen. Jetzt muss ich 20 Maps machen, um einmal Reforge Chaos, Reforge Fire zu machen, das dann immer noch scheiße ist. Und jetzt braucht also korrekt, der Take, weil wenn ich Harvest mache, ich habe jetzt, glaube ich, ich kann mal kurz sagen, wie viel ich in von gestern bis heute. Aber schon bei Harvest-Änderungen. Bevor du verwechselst gerade meine. Harvest kann man viel zu sagen, ja. Ja, ja. Also, okay. Also, du verwechselst gerade meine Aussage. Meine Aussage war: T1 Maps weiß. Null Punkte im Passive Tree. Low Tier Harvest ist Garbage. Das ist kurz gesagt auch mal. Ja, und das ist eigentlich garbage. Das, was für mich Harvest in erster Linie mal da war. Ja? Das Metacrafting Harvest im Endgame, da habe ich kaum was mitgemacht. Ja? Also so ein Reforge Key Prefixer habe ich mal benutzt, wenn ich halt ein gutes Item mit Prefixen hatte. Ne? Da es jetzt weg ist, okay. Ne? Hast du aber auch die ganze Zeit kein SSF gespielt, oder? Nicht nur, nee. Aber ich habe mir meine Items auch immer selbst gecraftet, nicht gekauft. Also ich habe es dann schon benutzt, aber der Main-Zweck für mich zumindest ist halt von Harvest ist halt komplett gone. Ja? Ist halt, weiß nicht, es ist halt auch so ein schwieriges Thema, was halt so, man kann es halt nicht isoliert oder differenziert betrachten, weil es halt immer irgendwelche Punkte gibt, die sind gut und die anderen sind halt wieder schlecht. Was Pille meint, Load Harvest ohne Nodes fühlt sich nicht gut an. Like, es ist besser geworden nach dem Patch. Du hast halt mehr Life aus sowas. Reicht halt nicht, um so diesen eigentlichen Zweck, den Harvest vorher hatte, wiederherzustellen. Das heißt, du gehst rein, du spammst ein bisschen durch, hast gutes Gear. Dafür haben wir jetzt aber als Ausgleich theoretisch bessere Rares finden, was auch wieder okay ist, aber halt wieder RNG-based ist und so weiter. Und ich persönlich sehe Harvest vor allem als SSF-Spieler halt mehr als Tool für alle Sachen neben Crafting, actually. Also zum Beispiel, um Essences zu changen, um Scalps zu changen, Fragments zu changen, was halt amazing ist. Und ich bin da vielleicht auch ein bisschen biased, aber einfach die Änderung, dass ich meinem Hideout in Ruhe, also seelenruhig craften kann und nicht in der Map stehe, durch meine 50 Quad-Taps durchgehe, damit ich das richtige Item finde, um da jetzt meine drei Reforged-Fire zu nutzen, dann scrolle ich in den anderen Tab für Reforged-Lightning, habe ich nochmal wieder einen Augment, den ich mir saven muss für später für den Super-Advanced-Craft in 2 Wochen oder sowas. Es war ätzend, ich habe es gehasst und mir ist egal was, die können alles entfernen, solange ich diese Chaotic-Craft-Mensch einhalten kann. Okay, da hätte ich mich auch wieder differenzieren müssen. Also die Änderung ist die beste, was sie je zu Harvest gemacht haben. Ja. Dass du den kompletten Harvest-Pool in deinem Horticrafting hast, ne? 11 von 10. 11 von 10, diese Änderung. Ja. Aber das, was halt dahin führt, ne? Ja. Also ich verstehe es halt. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, den wir vorhin auch bei Ark Nemesis schon hatten. Ne? Es ist wieder was dir am Anfang helfen sollte, du es aber am Anfang nicht bekommst. Und dann, wenn du es bekommst, hilft es dir nicht mehr. Also nicht mehr so. Ist das? Effektiv. Dann ist das dann tatsächlich, also ich habe da auch gespaltene Meinung zu. Ich habe am Anfang auch gedacht, so, ey, Harvest Low-Tier-Maps habe ich ausprobiert, habe die Erfahrung gemacht, dass teilweise in Feldern gar keine Life-Force droppt. Und das ist einer meiner stärksten Kritikpunkte, dass dieser Dopamin-Einschuss, von dem Dane vorhin gesprochen hat,
dass da nicht mal ein bisschen getriggert wird. Und dann muss ich mich fragen als Spieler, wenn es 2-3 Mal vorkommt und ich dann mein Risk versus Reward Verhältnis persönlich überdenke, ist das für mich das Richtige, mit dieser Mechanik zu interagieren. Und de facto in Low-Tier-Maps ist es nicht. Und wir hatten die Unterhaltung bei uns im Stream auch sehr viel, weil mich habe es als SSF-Spieler ja schon sehr tangiert und sehr betrifft auch irgendwo. Und Kalle hat dann auch zu Recht gesagt, ja, er findet es gut, seiner Meinung nach, dass es nicht mehr diese Early Access, gerade am Beginn der Atlas-Progression-Mechanik ist, auf die man aufbaut und dann nach seinen 50 Rerolls, die man durchgespammt hat, halt sein Gearset komplett hat und kann dann direkt in Red Maps durchballern. Ne? Fühle ich auch den Take, dass es nicht nur alles Harvest-Focus ist. Und wenn man sich dann mal Gedanken drüber macht, es gibt genug andere Möglichkeiten, auch noch grundsätzlich Items zu craften. Ich habe ja gesagt, ich habe bis T16 Maps mit dem einen Charakter bis auf 2 Items alles aufgehoben gehabt an Items, alles ID'd gehabt. Das heißt, die Items kommen einem auch mehr einfach jetzt zugeflogen ein bisschen, könnte man so sagen. Und bei all dieser Kritik, dass vielleicht die Life Force nicht balanced ist, die man bekommt in der Menge und dass die Preise nicht angepasst sind oder angepasst waren im Horticrafter, das ist ja natürlich was, wo GGG jetzt auch natürlich das Feedback braucht und wissen muss, okay, wie fühlt sich das an für die Leute? Ne? Sind die Sachen zu teuer? Sind sie zu billig? Craften die Leute? Haben die Leute zu viele Möglichkeiten? Gibt man ihnen zu wenige Möglichkeiten? Das ist Feintuning, das muss ja jetzt alles passieren. Aber grundsätzlich, ich bin da ganz bei euch, absolute Top-Änderung, dass es jetzt einfach im Hideout ist und dass man jederzeit darauf zugreifen kann. Das ist sowas von Quality of Life, die wir vorher nicht hatten. Und man darf nicht vergessen, ne, gerade jetzt als HC-Spieler für mich auch interessant, wenn mir der Charakter rippt, kann ich trotzdem auf einen Level-2-Charakter einloggen, mit dem ich gerade in der Stadt bin und kann dann einen Horticrafter gehen und kann mir das Gear für den Charakter craften für mein Endgame. Ja. Wenn ich mir dafür vorher die Mühe gemacht habe und habe mir wochenlang den Arsch wund gefarmt, ne? Und dann habe ich diese Belohnung aber noch und kann dann darauf zurückgreifen und kann das dann abrufen, wenn es nötig ist. Oder dieses kleine Detail, 5 Breach-Splinter einfach mal switchen zu können, damit man den Breachstone komplett hat. Oder 5 Legion-Splinter für ein Emblem switchen zu können, damit das Emblem vollständig ist und dann kann man sein Four-Way laufen. Das sind alles so kleine Nuancen, die bei dem ganzen Aufschrei über zu wenig Life-Force einfach untergehen. Yep. Ja, und wenn man mit der Zeit Harvest als Mechanik betrachtet, so habe ich es jetzt die letzten 2 Wochen dann halt auch gemacht, wenn ich es finde, dann ist meine Harvest-Experience in der Map fernab von T4-Seeds. Das ist nochmal ein separater Endgame-Punkt, den man vielleicht noch besprechen könnte. Aber wenn ich ganz normale Felder mache und kriege meine Life-Force daraus, dann ist die Interaktion in der Map, die ist schnell, die ist unkompliziert, die ist meistens sogar noch ein bisschen spannend. Das heißt, es kommen eventuell ein paar schwere Mobs daraus, aber die kommen jetzt auch nacheinander. Das heißt, der schwerste Mob kommt am Schluss. Das heißt, für Builds, die eine Ramping-Time haben, vielleicht Fortify benutzen, hat man vorher die Möglichkeit. Oder bei mir ist Plaguebearer, seine Stärke aufzuladen in der Dynamik des Kampfes und dann gegen den stärksten Mob zu kämpfen in dem einen Feld. Mhm. Dann lootet man das und geht dann wieder raus und macht die nächste Map. Und wenn man sich dann mal denkt, ich brauche jetzt irgendwas aus Harvest oder ich crafte jetzt ein bisschen, ich habe jetzt gerade Zeit und bin im Hideout, dann ist es wirklich 11 von 10, dass man das dann einfach benutzen kann, uneingeschränkt. Ja. Also, Solli, bevor du dann loslegst, finde ich auch vollkommen, ne? Und vor allem dieses Wave-Spawn, ne? Finde ich ein mega, mega geiler Change, gerade weil du ja vor allem in HC dieses Problem hattest, du klickst auf Harvest, bumm, tot, ne? Also das war ja doch öfter mal vorgekommen, ne? Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr gute Änderung, auch das Ganze, dass du halt diese Quality-of-Life-Changes von Essenzen, Splittern etc. benutzen kannst. Alles mega gut. Aber für mich momentan ist halt, also ich spiele halt nicht so viel momentan, ne? Aber ich habe jetzt 2 Chars im T16-Bereich und fange jetzt an, so langsam ein bisschen Endgame-Bosse zu machen. Und ich habe mit Harvest, ich glaube, 5 Reforges benutzt. Das war's. Weil es einfach für mich keinen Wert mehr hat. Ich habe Harvest zum Beispiel sehr, sehr exzessiv genutzt, am Anfang auch. Und auch später noch. Also auch in White, Yellow und Red Maps. Ja, ich bin hingegangen, ich habe es full geskillt, ne, die ersten Tage. Direkt alles Harvest gerusht. Gemerkt, jo, ich bekomme nichts zurück, ne, ich kann nichts craften damit. Ne. Wenn ich da mal was gecraftet habe, so ein Reforge Speed probiert auf Boots, weil ich immer noch 10 Movement Speed Boots hatte, habe ich dann 15 zurückbekommen. Und dann war meine ganze Life Essence, die ich gefarmt habe, halt weg. Ne. Und dann habe ich halt einfach nur noch irgendwann Harvest gefarmt, habe dann lieber mit Essenzen gecraftet, die halt bei mir dann viel besser liefen, weil
Weil ich kann ja danach, also wenn ich hingehe mit einem Harvestcraft und mache einen Reforge Chaos, um eine geile Chaos Rest zu bekommen, und dann gucke ich da dann rein und sehe dann, ja, jetzt habe ich Chaos Rest auf dem Item und kann nichts mehr mit dem Item weitermachen, weil ich habe noch keine Eldritch Currency, noch keine Eldritch Exalted oder Chaos, es gibt keine Reforge Keep Suffixe mehr, also ich kann nichts mehr mit dem Item weitermachen. Also, ich bin bei Divines Farmen, was ist los? Was ist das Problem? In T2-Maps, stimmt, ja, dann Loot-Goblins hunten, ne? Also das war halt mein Problem, was ich halt damit hatte. Es wurde halt so für mich von 0 auf 100 early halt komplett zerstört, ne? Ich glaube, wir gehen alle, wir alle, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sollen uns mit abfinden, dass Harvest einfach nicht mehr das war, was wir früher hatten. Der Item-Edit, ne, wie wir damals hatten. Ne? Es war halt einfach erstens viel zu dominant. Habe ich ja gerade geschrieben. Also alles Crafted vor 3.9 war einfach nur, du machst Harvest. Da ist keine Option mehr sonst da. Klar, du kannst Fractured Items nehmen und Essences aus Fractured Items bekommst du auch early nicht wirklich gute. Ich habe nicht irgendwie einen Leak-Shot gehabt, wo ich in einer T1-Map auf einmal einen T1-Fist-Fracture auf den Deathboat-X gefunden habe. Passiert nicht. Ne? Und ich fand meiner Progression, das ist halt natürlich Anecdotal Evidence von mir aus jetzt halt, aber ich bin reingegangen, ich habe Lightning Reforges genommen, also sprich, ich habe alle blauen Plots genutzt, auf Ones, die ich gefunden habe, Lightning Reforges, ich habe sehr oft plus 1 Lightning gefunden, Lightning to Spells, T2, T3 gehittet und so weiter. Und es war sehr, sehr angenehm halt, einfach dieses wirklich super basic Starter-Gate zu holen, was einfach einen bestimmten Zweck erfüllt. In bestimmten Gear-Slots. Wenn ich jetzt Hate und Essence nehme für Cold Rest, dann habe ich immer noch garantiert die Cold Resistance drauf, die ich vielleicht gerade brauche. Das ist ein ganz gezielter Craft, aber Harvest gibt es in die leichte Richtung vor. Also ich finde halt den aktuellen Crafting-Approach, den Harvest erfüllt, oder diese Nische, die es erfüllen soll, finde ich angenehm. Du farmst aber Harvest nebenbei und dann irgendwann machst du eine schöne, lange Crafting-Session für halt neues Gear, für einen neuen Charakter, für einen bestimmten Purpose auf dem Item, zum Beispiel Chaos Reforge, wo du sagst, hey, ich will jetzt unbedingt Chaos Rest haben auf den Items, whatever. Man geht es einfach durch und machst das halt. Und anders so halt auch, was ihr schon meint, halt, die anderen Crafts sind extrem geil. Ich glaube, wir sollten mal so ein paar Crafts vielleicht mal durchgehen, die halt auch so ziemlich strong sind. Wenn man zum Beispiel weiter unten guckt, die Crafts, die halt teurer sind, ne? Ich meine, du kannst für 2 Divines einen 1 in 4, nicht 1 in 5, 1 in 4 Fracture machen in Trade League. Das ist insane. Wenn ich hingehe mit der Clawcraft mit einfach Seal Essence auf 27%, kann ich die aber durchspammen. Das kostet ja nichts. Das kommt 3C pro Essence oder so. Die gibt es ja auch halt ohne Ende. Und ich habe dann für 2 Divines den Versuch, den Fracture zu machen, anstatt vorher für, weiß ich nicht, 8 bis 12 Exalts, was ja insane war, für ein Gott-Tier-Item, was ich dann halt nach weiter bearbeiten kann, ist halt gut. Ne? Oder ich kann permanent halt Remove-Add-Crafts machen im Harvest, einfach vom Hideout aus, ohne halt jetzt irgendwie mehrere Tage zu farmen, teilweise Wochen oder Monate zu spielen, bis ich überhaupt irgendwann mal einen Exalt-Slam sehe in Harvest. Also ich habe, glaube ich, letzten 3 Leaks hatte ich 2 Exalt-Slams oder so gehabt. Das war's. Ne? Also, ja. In der Menge, die du gespielt hast. Ja, es ist insane. Es ist wirklich, wirklich schlimm gewesen. So viel in HCSSF noch vergammeln lassen, jetzt im Horticrafter. 15 Slot Horticrafter, 5-mal Augment und Standard und dann noch etliche spezifische Augments. What? Ich habe ja schon, weil ich habe da, glaube ich, letztes Jahr hatte ich einen Fire Augment. Ich habe dann wirklich halt, ich habe tagelang überlegt, soll ich den nutzen? Oh, jetzt habe ich nur den einen. Wenn der nicht hittet, will ich vielleicht über einen Rest machen. Da kann es auch ein bisschen niedriger hätten. Du musst nicht Fire Damage sein. Habe so eine Claw gehauen, T7 Fire Damage Programm, mich gehasst. Fand ich kacke. Fand ich richtig beschissen. Ich war richtig piss deswegen. Ne? Weil sich aber nicht gut angewendet. Jetzt kann ich jetzt sagen, hey, ich muss da ein bisschen grinden. Ich habe jetzt auch, glaube ich, ich habe 2 von den Crystal Essences gefarmt. Ich habe heute erstmal in so einer, es gibt diese Harvest Memories, ne? Die haben halt, ich glaube, ich habe 5 T4s heute gekillt. Insane. Ich habe mich dumm und dämlich, eine Map habe ich gemacht und wir 3000 Lifehouse bekommen insgesamt, mit allen 3 zusammengerechnet. Ne? Insane. Ist super gut, aber es braucht halt diese Zeit zu scalen und das hat nicht mehr dieses Tool, wo du reingehst, machst eine Map und du hast dein ganzes Gear fertig. Ne? Hast ja ganz oft gesehen, so die Clips auch von Gauntlet oder so, wo Ben halt reingeht in sein zweites Harvest, haut einen Karoo-Chopper da rein, den er von irgendeinem Kackmob gefunden hat und hittet halt irgendwie Triple Fizz im Prefixer halt und fertig. Sein Progress ist an dem Punkt dann. Er ist durch. Ja. Er kann einfach jetzt zu den Ubers rennen. Ne? Das war zu krass. Just click it. Ich habe jetzt nur, wie viel hat die gerade? 800 irgendwas? 837 habe ich gerade auf meiner Axt. An DPS, ne, habe ich auch mal ein Harvest gemacht. Einfach halt fürs Reforge. Dauert natürlich, weil der nicht immer gut hittet, aber ich gehe halt hin, ich crafte halt fürs Reforge oder Essences zum Beispiel halt auch, ne, hitte die richtigen Mods, craft den dritten rauf, mach more likely, der zerstört mein ganzes Item und ich fange wieder von vorne an, ne. Das ist halt, natürlich ist es
unfortunate, wenn es halt nicht funktioniert, aber es funktioniert halt natürlich auch ab und zu dann doch mal schon gut. Das ist halt ganz geil und ich finde es einfach angenehm. Der Spot ist gut, aber er könnte auf jeden Fall noch verbessert werden, vor allem in der Art und Weise, wie es halt in Early Maps skaliert, vielleicht auch Sachen wie More Likely, dass du nicht immer dein Item einfach nur kaputt machen, anstatt halt irgendwie dir die Mods halt wiederzugeben, die du drauf hast. Ja, sowas wäre halt also schön. Da, stimmt, da habe ich am Anfang mega viel verschmissen. Reforged More Likely, wo das so buggy war, das wusste ich nicht. Und da habe ich meine ganze Essence mein ganzes Ding reingehauen und alles weg. Und ich so, ja, toll, danke, geil. Oh, nochmal kurz zurück auf die anderen Sachen mit der Currency, mit Exots und Divines. Was ich halt schön finden würde, wenn wir jetzt einfach sagen, pass auf, wir machen einfach Benchcrafts, sind nur noch Regals, Ex und Chaos Ops und was davor halt noch kommt mit Augments, Transform, whatever. Und Divines ist halt wirklich halt für dieses, für die Meta-Crafts von mir aus halt, könnte es weiterhin behalten, aber auch für Gear Divining, was ich gut finde. Die sollen teuer sein, die sollen selten sein, die sollen einen sehr hohen Einfluss haben und auch schwer zu bekommen sein, aber die könnten halt durch vielleicht ein paar Wege schaffen, wo man die halt gezielter farmen kann, als halt die ganze Zeit den Villa-Boss zu klatschen, den eh keiner so machen möchte, oder Stack Decks dafür aufzumachen oder so. Es ist halt einfach rushed und es könnte improved werden, nur dass es halt nicht wieder irgendwie halt unangenehm wird, weil Exort Slam of Items ist cool. Ich finde das System geil. Ich finde es gut, dass ich halt seltene Items habe zum Divine und so weiter. Und ja, ich finde es overall halt sehr angenehm. Ich habe jetzt auch, ich habe nicht wirklich viel Luck gehabt, aber bin jetzt auch mittlerweile auch auf 7 Divines. Heute 3 gedroppt, war lucky. Na, hat sich sehr geil angefühlt. Ja, 3 auf einmal von Expedition war das, glaube ich, gewesen. Also, oh, war wie Weihnachten. Also da war der Endorphin Kick wieder für eine Stunde locker da oder so. Glaube ich, ey. Ich denke so, oh, jetzt kriege ich endlich die Waffe, die Wein. Oh, nice. Und ich kann die Megacraft machen oder sowas, ne? Ich habe auch einen Ring gecraftet, war auch geil. Ich habe einen Ring gedroppt mit T1 Accuracy und ich glaube 60 oder 70 Rest insgesamt. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache den Metacraft jetzt, Veiled Chaos drauf, habe dabei noch T2 Flat Fist gehittet und dann halt live anwählt. Ne? Fühlt sich richtig gut an bei so einer halt selteneren Crew. Gut, dass du mir das erzählst, nachdem ich gesagt habe, dass ich meinen Ring geprickt habe. Ne? Danke, es fühlt sich richtig gut an. Ja. Skill-Issue, würde ich sagen. Ne? Ja, weißt du, du machst es mit 60 Resi, ich mache das mit Triple T1 Suffixe. Ne? Ja, ja. Wenn man eine Axt, ich muss halt auch bang, weil ich muss halt einen Null hitten, einen 50-50, ansonsten wäre die Axt gone gewesen. Es fühlt sich nicht unbedingt gut an, aber es ist sehr rewarding, wenn es hittet. Ja, und ich finde es halt schön, dass wir halt einfach mehr Progress haben und nicht hingehen und einfach am zweiten Tag fertig gegiert sind, so gefühlt. Also auch beim Tornado-Shot letzte League, der war relativ schnell fertig. Das ging halt zügig. Natürlich auch wegen. Und dann habe ich halt meine 100 Millionen DPS carried und denke mir, okay. Jetzt will ich halt nichts mehr machen, weil ich bin ja fertig. Ich bin ja schnell durch. Dann war Harvest auch immer nur tedious zu machen und so allgemein. Also ich bin happy, aber ich finde, beide Systeme könnten ein bisschen mehr Liebe und Ausreifung vertragen in dem Aspekt. Ja, könnte aber ein bisschen schöner gepolished werden, die paar Kinderkrankheiten ausgebessert werden und so. Ist schon aber allerdings, oh boy, sehr angenehm zu nutzen, finde ich. Ja. Genau, Omni. Ich habe Omni. Oh ja. Ich habe Ashes, ja. Ich bin damit wirklich happy, zufrieden mit den ganzen Sachen, wie es ist. Und ich habe Spaß. Ich habe auch schon gesagt, das ist eine Sache, die haben irgendwie am Anfang viele Leute nicht verstanden. Das ist wirklich legit Top 3 Leaks bisher. Ganz klar. Also ich fand ja auch Expedition unfassbar geil mit den Defensive Changes. Da war ich ja auch so komplett irgendwie so gegen diesen Strom anscheinend, weil ich das liebe, wenn Sachen genervt werden. Ich fand es schade, dass Helix genervt wurde. Oder dass Nightblade nicht genervt wurde. Und ich habe es ja selbst für mich gebannt, weil ich habe gesagt, ich spiele das jetzt nicht nochmal in der Liga. Ich würde gerne, ich habe absolut null Problem, weil ich will OP sein, also spiele ich den OP ist ein Skill. Aber ich habe es für mich gebannt halt auch. Gerade wenn du jetzt Defense ansprichst, bevor wir dann nochmal weiterhoppen zu den kleineren Themen ein bisschen, gibt es noch irgendwas, was ihr noch loswerden wolltet zu Harvest, zu Crafting, gibt es noch irgendwas, was der Chat wissen wollte, wo ihr da nochmal genau Fragen dazu habt? Habt ihr noch was, ihr beiden? Ich weiß nicht. Also zu Crafting direkt jetzt nicht. Ich finde es auch ein bisschen schade, wie rare manche Sachen sind, aber das ist, glaube ich, ein SSF-Issue, mehr als das andere. Ja, manche Sachen sind echt rare. Also gerade T4-Seeds, die dann teilweise keine Invitation, kein Sacred Blossom für Shabi droppen. Diese Crystallized Life Force sowieso nicht. Oh, ist sie nicht garantiert? Nee. Oh, das und dann hatte ich ja Glück, dass ich eine bekommen habe. Aber Stroppen öffnet ihre Uniques. Ich habe den Fellbock zweimal gefunden und eine Plume habe ich auch schon. Ah, ich habe auch den Belt von dem einen Dogo. Ja.
Der eine war bei mir auch komplett bricked. Ich hatte den ersten Boss, den ich gemacht habe, den ersten T4-Boss. Das war absoluter Clusterfuck in dieser Map. Der war nämlich mit Rejuvenating. Und hat sich die ganze Zeit geheilt. Also die Monster, die um den Boss herum gespawnt sind, haben die ganze Zeit den Boss geheilt. Und die sind unendlich gespawnt. Immer das ist gut. Und immer weiter. Und ich bin da 20 Minuten in HCSSF mit Todesangst um diesen Boss rumgetanzt, während überall diese Bristlebacks mit Auren aufploppen. Turbo und Physaura und weiß der Geier was und neuen Mods. Aber grundsätzlich war in diesem Monster-Template, in dieser Arch-Nemesis-Modifier-Auswahl, war irgendwo Rejuvenating drin. Und da sind immer wieder Rejuvs reingespawnt und ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht töten mit einem Dot-Bild. Ging einfach nicht. Und dann ist es halt schon ein sehr hohes Risiko, was man da fährt. Jedes Mal bei jedem einzelnen T4-Seed. Und du kriegst teilweise nicht mal garantiert dann die Invitation für Oshabi, was zumindest früher so war. Sie haben jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man T4-Seed bekommt. Ja, von einmal pro League zu relativ häufig, das stimmt. Also letzte League hatte ich einen. Nee, letzte League hatte ich gar keinen. Die League davor hatte ich einen. Same. Hm. Also sehr, sehr selten. Ja, überhaupt Oshabi bekommen gehabt. Das finde ich ist noch krass gated. Also da muss ich wirklich sagen, da merkt man, dass es eventuell, was ich vorhin im Chat auch gelesen habe, Kommentar um die Trade League herumbalanced ist. Deshalb fand ich auch den Kommentar und den Take von Dane so witzig. Der sagte ja, solange sich SSF nicht beschwert, ist alles gut. Ja, aber es wird doch genau für die Leute in der Trade anscheinend mehr ausgelegt. Und dann sind aber die SSF-Leute, die dieses Spiel anders wertschätzen und sich weniger beschweren. Also man merkt halt auch, es ist eine super, super diverse Spielerschaft in PoE. Ja. Und ja, bei all den Änderungen ist eigentlich nur anzumerken, dass es halt im Wandel ist. Das Spiel ändert sich, ne, so wie sich alles im Leben irgendwie ändert. Perfekte Überleitung. Konstruktives Feedback. Ja, ist immer das ist halt das Wichtigste. Dass man sachlich, konstruktiv bleibt und halt versucht, es nicht zu überemotionalisieren und nicht von sich auf alles andere und auf alle zu schließen, beziehungsweise von anderen auf sich selbst zu schließen. Das ist halt häufig auch ein Fehler. Nämlich GFL zu gucken an Tag 1 und die Giga-Drops zu sehen und die Clusterfuck-Explosionen und dann zu sagen, bei mir ist das nicht so. Das ist nicht der Weg, Leute. Egal, wer sich da jetzt angesprochen fühlt. Das ist nicht der Weg, mit dem Game im Reinen zu bleiben und umzugehen und dauerhaft Spaß am Spiel zu haben. Das kann ich als jemand sagen, der täglich Stunden dieses Spiel zockt und der das Spiel wirklich sehr, sehr gerne spielt. Ganz kurz zum nächsten Thema, das wir nicht mehr so lange machen. Ne? Und zwar kamen auch ein paar Fragen jetzt auf. Und zwar wegen Diversity, vor allem im Sinne von nicht nur Builds, sondern von Defense vor allem. Wie steht ihr momentan zu Diversity, was Defense angeht? Beziehungsweise der aktuelle Stand, wie Defense sich anfühlt, beziehungsweise was für einen Stellenwert Defense momentan hat. Und ich denke, da ist Pille der richtigste Ansprechpartner, den man überhaupt haben kann. Ich will nur eine Sache dazu sagen, gleiche Meter wie in Expedition, das ist mein Take. Das ist immer noch Determination Grace Defiance Banner. Oh ja, Pille, heraus. Ja, es ist seit über einem Jahr jetzt, das ist Holy Tree Force, ne, könnte man sagen. Determination Grace und Defiance Banner, was beides so ein bisschen verbindet. Und on top halt Spell Suppression. Ja. Ich finde, Defense ist in wenigen Varianten wirklich legit und viable. Eine davon ist Spell Suppression und das ist meiner Meinung nach auch die stärkste Defense-Layer, die wir, glaube ich, abrufen können. Mhm. Und die ist jetzt mit dieser Änderung, die aktuell vollzogen wurde, nach meiner persönlichen Warte, ne, aus wirklich persönliches Empfinden, ist es in die falsche Richtung gegangen. Nämlich es exklusiver zu machen für weniger Charaktere. Stattdessen hätte man es schwächer machen können und für mehrere oder für alle verfügbar und besser verfügbar machen. Also, dass es sich vielleicht nicht wie so ein absolut notwendiger Stat anfühlt, damit es nicht sich das Spiel nicht mehr mit Lottospielen anfühlt. Ne? Man hat eine gewisse Konstanz. Spell Suppression ist ein super konstanter Wert der Schadensverringerung, nämlich 100% Verringerung auf 50%, 100% Chance, 50% weniger Schaden zu nehmen. Du hast es garantiert. Und diese Garantie, die liefert dir halt die andere Defense-Mechanik, nämlich Block nicht.
Lightning-Spells. Da hast du zwar 100% Mitigation, 100% Schadensverringerung, aber du hast maximal default-mäßig, standardmäßig 75% Chance. Und die anderen 25%, das heißt, einer aus vier trifft mich mit voller Wucht. Und da fühle ich einfach die Änderung nicht. Da ist Spell Suppression einfach zu stark. Ich würde liebend gerne legit Block spielen, aber da muss ich Left Side Tree investieren oder brauche halt spezielle Items, wie jetzt ein anderes Shield wäre zum Beispiel gut. Aber es ist als League Starter vor allem, als League Starter, wo du noch kein OP-Gear mit Tier 1 Suppression Rolls in der Stash liegen hast. Als League Starter ist für die linke Seite des Trees für mich als HC-Spieler sehr, sehr unattraktiv geworden, weil ich mich doch sehr genötigt fühle, auf der rechten Seite des Trees mein Bild zu bauen, weil dort die Suppression easy to access ist. Und es wurde ja erschwert, dieses oder beschwert, dieses Phänomen, dieser Punkt, in dem die Nodes auf dem Tree stärker gemacht wurden und das Gear schlechter gemacht wurde. Stattdessen hätte man Suppression schlechter machen müssen, es easy to access für alle haben können und dann hätte man gucken können, wo letztendlich die Diversity hingeht, wie sich Defense noch aufbaut, ob man über Max-Res geht oder ob man über Block geht. Oder vielleicht dann doch mal Ward Legit macht. Imagine, ne? Es gibt ja andere Wege. Oder Damage Conversion, auch dieser Ansatz finde ich gar nicht schlecht. Physical Damage taken as Elemental Damage, was sie mit dem Gravi-Craft gemacht haben, ist ein Legit Craft. 12% sind nicht wenig. Wenn ihr jetzt alle diesen Energy Shield Pools hinterher trauert mit Ghost Dance, die es so die letzten Weeks gab, finde ich okay, dass sie das geändert haben. Es ist irgendwo ein bisschen weniger EHP, es ist ein bisschen schlechter für alles als Allrounder, aber spezifisch, wenn jetzt zum Beispiel Physical Damage ein Problem darstellt, ist dieser Conversion Craft auch sehr, sehr stark. Ne, es gibt ja Ersatz an manchen Stellen, aber Suppression exklusiv ist ein Stat, der viel zu stark ist. Und da würde ich mich freuen, wenn das ein bisschen relativiert werden würde, dass der Zwang da nicht mehr so groß ist, weil da sind wir wieder bei dem Fear of Missing Out. Fear of Missing Out für Loot kann ich mir erlauben. Das ist mir egal, ob ich dann weniger Loot bekomme oder mehr, ob ich den Culling Strike Charakter habe oder nicht. Aber wenn ich mir überlegen muss, ob mein Charakter dann dafür drauf geht, ne, und ob ich dann 10% XP oder sogar 100% und zurück zum Strand in HC nämlich da kassiere, weil ich keine Spell Suppression habe, das ist ein anderer Punkt, das ist ein anderer Trade und da ist meine Ansicht deutlich festgefahrener. Ja. Persönlich. Also, ich denke auch, dass wir da auch... Ich auch voll mit. Ja, das ist halt, es gibt dieses Konzept hier, das brauchst du, ansonsten ist es halt nicht so toll, ne? Mhm. Wenn du halt damit d'accord bist, dass es halt nicht so toll ist, dann ist es fein, ne? Ja. Aber man merkt es halt, ne? Also gerade auch CI ist nicht mehr so ganz attraktiv, ne? Weil da hast du halt auch wenig Defense, und du kommst, ne? Außer auf Chaos Rush vor allem, ne? Ja. Aktiv, finde ich. Ja, und gerade die anderen Sachen, ich hatte zu Liegestadt ja ein Inqui gespielt, ne? Inqui ja auch eigentlich eine sehr, sehr gute defensive Sache, ne? Wegen dem Consecrated Crown, wegen dem Regen, ne? Ich habe Max Rest gehabt, ne? Ich habe gute Fist Damage Reduction. Und ich habe halt auf die Changes von Arctic Armor gebaut, dass sich das gut anfühlt. Aber tat es irgendwie nicht so. Echt? Und, nicht? Nee. Also ich bin halt wirklich davon ausgegangen, dass ich mit dem Blazing Salvo Inqui, weil da musst du ja ziemlich lange stehen bleiben, um halt ordentlich halt ein bisschen Damage rauszudrücken. Das war halt einfach nix, nee. Also, hast du Suppression? Ich kann da... Nee, das ist so gut wie unmöglich, da noch Suppression reinzubekommen. Ich kann da ganz gut was sagen, weil ich habe nämlich genau das probiert auf dem Lightning-Kunde. Ich habe Block gebaut und die neue Arctic Armor. Und das hat sich angefühlt wie absolut ass. Es war richtig beschissen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, fuck this. Ich gehe jetzt rüber, hol mir die Wasser, 38% Spell Suppression durch dieses eine Wheel, wo du 50 ES bekommst. Pro Entrenched. Nee, nicht Entrenched, die andere. Achso, er ist oben Instinct. Intuition, also Instinct, genau. Mit der Mastery für 12% Spell Suppression. Und dieses eine Wheel war locker doppelt so gut wie die drei Block-Chance-Wheels, die ich auf dem Tree genommen habe. Es ist so beschissen einfach nur. Also, I don't like it. Um Geld zu dir. Das war einfach, also, Arctic Armor ist eine coole Idee. Ist super geil, ist ähnlich wie halt Tempest Shield, hat einen geilen Effekt, ein bisschen zu Mana Reservation, aber es ist cool, hat einen geilen Spot. Ist nice. Ich finde Tempest Shield viel, viel, viel stärker als Arctic Armor. Aber Spellblock ist halt insane. Aber ich will ja auch Dingens Arctic Armor jetzt auf den Bounce oder auch reinbringen, wenn ich irgendwann die Mana Reservation dafür haben sollte.
Weil es halt insane gut ist, ne, für den Physical Damage Taken ist, oder Less Physical Damage Taken oder sowas halt alles, ne. Stimmt ist schon, ja. Insane stark, aber halt Block an sich ist halt shit. Und vor allem Tempel, wenn jetzt halt Dingens baust, Arctic Armor, und du hast kein, also du hast genug Mana übrig dafür, weil du willst ja vorher Grace, Domination, Defiance, Banner drin haben, du hast meistens Mana dann nicht mehr dafür übrig, dann kannst du halt nicht mitnehmen. Dann ist es halt genauso useless wie vorher, weil du kannst ja nicht reinbauen in dein Bild. Ja, und das ist halt einfach, es fühlt sich kacke an. Könntest du Perfect Form spielen? Ja. Perfect Form ist eigentlich eine decent Brust, ne? Ja, klar. Gerade mit dem Increase-Effekt dann nochmal, dann hast du nochmal ein bisschen mehr Effekt davon. Aber ja, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch ein bisschen mehr kommt. Nicht, dass es in Richtung AFK-Bild geht, dass es einfach alles AFK wegtanken kann, aber trotzdem, dass Stationary quasi eine Defense sein kann. Ne? Weil es halt schon viele Builds gerade gibt, und auch gerade wenn du jetzt nicht so viel Invest irgendwie in die Builds hast, mit extrem hohen Cast-Speed oder so, die halt lange stehen bleiben müssen, um halt Damage zu machen, ne? Und du willst ja halt auch nicht den ganzen Tag nur rumrennen. Ich finde das schon eine coole Sache. Vielleicht gerade für Caster, weil Caster ja eher ein bisschen, also gerade die Witch-Richtung. Ja. Ja. Ist ja so ein Fall, der einfach nur stehen bleibt. Ja. Richtig. Ja, mir hat es aber nicht gefallen, weil ich dachte mir einfach, hey, pass auf, scheiße, Special Person wurde genervt, ich lasse es weg, ich gehe schön Block rein, Max Block, 70% und sowas. Und ich hatte ja, glaube ich, auch, irgendwann war ich auf 60% Deck Block und ich glaube 68% Spell Block. Block ohne Glancing? Ohne Glancing, ja. Und das hat sich so garbage angefühlt? Es hat sich angefühlt wie absolut Arschwasser. Es war nicht geil, es war wirklich überhaupt nicht geil. Es war ungefähr so geil wie so ein fast lauwarmes, aber eigentlich kaltes Bad. Ja, dann bist du halt bei einem Wert, wo du überlegen musst, jeder dritte Hit trifft dich voll. Zwei treffen dich halt nett, jeder dritte gibt voll auf die Mütze. Und was ich hatte, ich hab's vom Chat, glaube ich, geschrieben gehabt, halt, Spell Suppression baust dir 100% und du bist fertig. Dann hast du das 50% Mitigation für Spell Damage, den kannst du easy recovern, da hast du halt schon dein Life Leech schon drin oder halt so Claw, Life on Hit Geschichten, Recoup, ne, alte Schuldmechanik oder Sachen wie Petrified Blood vielleicht auch noch, ne, die auch mal ein bisschen einfach diesen Damage so staggern, dass du halt einfach besser damit klarkommen kannst, dass du auch dich zurückziehen kannst aus der Gefahr, ne, und vor allem halt auch Sachen wie jetzt, wenn jetzt halt irgendwie, also das ist ähnlich mit Armor zum Beispiel, ne, wenn du irgendwie halt 10.000 Armor hast, ist das halt okay, aber wenn du 20.000 Armor hast, bekommst du insane viel weniger Damage, wegen der Art und Weise, wie es halt berechnet wird. Oder wenn ein Hit irgendwie um 10% gesenkt wird, bekommst du auch bei Armor halt dann dementsprechend weniger Damage und so weiter. Das ist ja komplizierte Berechnung, aber halt, du bist halt mit Spell Suppression dann bei 100% und bei Spell Block oder halt bei Attack Block, du brauchst erstmal dieses riesige Investment über alle Nodes auf dem Tree geführt. Du brauchst ein insane gutes Shield und wenn dein Shield kein Recover Life oder ES und Block hat, dann hast du keinen Block, weil du hast diese Recover-Mechanik halt nicht. Ne? Das funktioniert einfach halt nicht ordentlich. Das gleiche mit Ghost Dance halt auch. Ne? Wenn du halt Shield Evasion hast und du hast über dies und ES, dann bringt es halt auch nicht wenig. Oder dann bringt es einfach generell halt nicht genug und du musst halt beide zum Beispiel scalen und wenn du genug hast, dann ist halt sehr insane, weil es den Damage-Part direkt ausrechnet oder umrechnet in die erste, die du wiederbekommst, sprich mit mehr Evasion und mehr ES wird es einfach immer stärker, bis du einfach im Hit komplett tanken kannst mit einem Ghost Shroud und so. Ja. Und also ich sage so gut, aber Block ist halt, es braucht zu viel. Es ist sehr Block gut. Block war ja mal gut. Rip glatt, schreibt ein Raff und ja, ist wohl wahr. So war glatt war ja als Block Ascendancy super legit. Weil du ja in einen Blocktyp investiert hast, nämlich in den Attack-Block und hast Spell-Block gratis zur gleichen Menge on top bekommen. Das heißt, du warst einfach easy Max-Block und hast ja dennoch dann Investment in Offense und Defense stecken können, sprich EHP-Pool und entsprechend Schaden. Und Necro war die andere Variante für Block, vielleicht noch Guardian. Jetzt, wo halt Suppression da ist, ist das im Verhältnis des Investment absolut unausgeglichen. Ja. Ich fände es geil, wenn man das ein bisschen so dieses Suppression-Treatment auf Block anwenden könnte, wenn wir sagen, weiß nicht, jetzt mal einfach nur gedacht, ne, sind nicht durchgedacht, die Arbeit, aber zu sagen, hey, Glancing Blows gibt dir halt keinen Doppelblock mehr, aber du kannst bis 100% Block gehen und dann gibt Block aber nur 50% Damage Mitigation, so wie halt Spell Suppression quasi, dass du halt die ähnlichen Tree bauen kannst und Block einfach halt mit mehr Investment dann theoretisch besser ist, weil es gegen Spells und Attacks geht. Ne, wenn du halt die ganzen Wheels auf den Tree nimmst und dann auch ein richtig gutes Shield baust und so weiter. Ne, solche Sachen können wir machen, weil aktuell ist Block halt einfach kacke.
keine Ahnung, es ist einfach, ich habe so viel investiert, es hat sich nach nichts angefühlt. Like Suppression, diese 30-40% Suppression waren einfach so viel mehr powerful als meine 60% Block und fast 70% Spellblock. Also halt in Größenordnung, das war insane. Und es war nicht mal 100%. Ja, und vor allem der neue Helm, ne? Elevor, ja, Alter. Mit wie viel? 200 Life on Suppress? Wenn du 100... Viel. Wenn du 100% Suppression hast und kriegst 200 Life pro Suppressed Spell und stehst halt in so einem Pack mit Spark-Skellies drin, brauchst du einfach gar nichts machen. Du kannst AFK gehen. Ja, richtig geil. Richtig geil. Schon gut. 100 bis 200, ja. Ein Helm ohne Life, der so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, also ich habe den auch lange gespielt auf meinem Trickster, wo wir jetzt die perfekte Überleitung haben zum Trickster. Pille, du spielst ihn ja auch, ich spiele ihn auch. Wie ist deine Meinung dazu? Ist ja so ein Mann für alles, aber irgendwie muss auch nicht. Ne? Kannst du machen. Kannst aber, ich glaube, jeden Bild, den du am Trickster spielst, auch auf einer anderen Sentinel spielen. Ist halt ein nice Feature. Hat ich glaube, so habe ich es gestern auch gesagt, ja. Ja, gewisse Vorzüge, die man nutzen kann. Man kann zum Beispiel ein bisschen von Frenzy Charges profitieren, ein bisschen von dem Stacking profitieren, Charge Duration. Grundsätzlich eine Note, die jeder Trickster-Build nimmt, zweifelsohne ist Polymath. Die einzige Note, die Damage gibt, tatsächlich, de facto. Ja, aber Frenzy Charge Duration. Ja, Frenzy Charges und plus 2 Frenzy Charges ist auch Damage, ja. Irgendwo aber wenn schon, du Snakebite hast. Ja, aber wenn du Snakebite hast, ist ja Reduced Duration. Weißt du? Ja, das legitimiert nicht den Ascendancy und Class Pick. Und das ist halt die Frage, was legitimiert den Trickster-Pick, wenn ich hier so meine Tür offen habe. Bin auch gerade am Schwanken, ob ich jetzt für meine Attack-Base-Build, weil ich habe ja Shield Crushed mit Poison, den ich spiele, ob ich da überhaupt diese ES-Note weiter nehme oder ob ich komplett umbaue auf Frenzy-Charges und Heartstopper und dann gar nichts mit diesen ganzen ES-Änderungen am Hut habe. Das ist die eine Auslegung von Trickster, die ich ansprechend finde, die ich spannend finde und auf der anderen Seite finde ich auch spannend, die andere Auslegung Richtung vor allem Caster zu sehen und Singular Big Hits mit einem guten Skill, wie zum Beispiel dem neuen Lightning Conduit Skill und dann Builds zu sehen, wie jetzt, wenn ich bei Goratha reingucke oder auch bei Dr. Dexter reingeguckt habe, der mit DD gespielt hat. Decent Skill immer noch, was Damage angeht. Und dann aber halt insane EHP. Das heißt, die laufen mit 4 bis 5k Life rum und haben on top nochmal 7000 Energy Shield. Like, what the heck? Das ist so verdammt tanky. Das ist eine Richtung, eine Ausrichtung des Trickstars, die ich bisher jetzt auch noch gar nicht vorgenommen habe. Was ich aber sehr spannend finde, sehr, sehr ansprechend finde. Ne, ist halt auch Potenzial da, was Raffiniertes zu machen. Ja. Insofern, spannende neue Änderungen, die den Trickster wieder ansprechend machen. Aber nichts, wo man jetzt von vornherein gesagt hat, auch zum League-Start nicht, und als die Ankündigung da war, so, das ist es. Das ist der Skill, den musst du auf dem Trickster spielen. Du kannst alle spielen, musst aber auch nicht, kannst auch jede andere Ascendancy für einen Skill spielen. Und die hat legitim auch eine Daseinsberechtigung und vermeintlich andere Vorzüge. Das ist auch was, was ich gestern wirklich fast, glaube ich, 1:1 genauso on stream gesagt habe. Der Trickster ist halt wirklich eine sehr gute Klasse für, also ich glaube, du könntest wirklich jeden Skill auf dem Trickster spielen, egal was. Ja. Aber es ist halt, er hat nicht so seine eigene Identity, ne? Also beim Elementalist weißt du, okay, der geht halt auf den Elementarschaden, du kannst igniten, schocken, Necro ist für Minions gedacht oder für Corpses, ne? Aber wenn du jetzt fragst, okay, und der Trickster? Der kann alles halt, ne? Also er hat nicht so. Wenn du jetzt an Trickster von früher denkst, da wusstest du, okay, das ist der Damage-over-Time-Build, ne? Für Dots oder Poisons oder so. Ja, okay, Poison war es auch bei Assassin, ne? Aber das war halt so an das, was man als erstes gedacht hat, ne? Und das fehlt mir jetzt irgendwie ein bisschen. Aber ich bin auch völlig zufrieden mit dem Trickster. Ich finde ihn mega gut. Vor allem mit One Step Ahead war er mega zoomy zum Leveln. Also der ist da einfach nur so durchgerannt. Das war schon cool. Es ist ein bisschen anders, aber auch ähnlich. Ich habe ja auch, glaube ich, vor der League habe ich schon gesagt, wo das Reveal kam für die Ascendancy halt. Das sah für mich damals jetzt schon so aus, ob der Trickster wirklich halt dieser Allrounder ist, den sie auch haben wollen. Ich finde, die hat die Ascendancy wirklich spot on getroffen. Like 100% genau das, was er machen soll. Er ist eine Ascendancy, die halt vor allem halt tanky ist. Like enorm tanky. Du hast halt Sachen wie Heartstopper, die jetzt debatable, ob das wirklich jetzt eine gute Ascendancy ist oder nicht halt, wegen halt 5 Sekunden Uptime und sowas halt. Ne? Aber und verdammt stark. Was? Ist schon verdammt stark. Situativ halt auch, ne?
Aber du hast zum Beispiel Sachen wie One Step Ahead, die finde ich halt insane sind für diese Self-Curse-Meter. Mhm. Self-Curse war so lange nicht mehr da und ermöglicht halt so krasse Playstyles damit, mit diesem Self-Curse einfach oder halt Last Duration, die ganzen Sachen. Mhm. Oder einfach generell einfach auch, dass man halt diesen Slow hat, damit das neben Monster maximal so ein Action-Speed-Slow, du hast gar keine Action-Speed-Slows mehr durch so viele Quellen, die jetzt halt Action-Speed betreffen und nicht Movement-Speed, das ist eine wichtige Differenzierung. Ne? Du hast insane Tankiness durch Spellbreaker, was disgusting ist. Ne? Oder Soulbringer mit halt ES-Overleach, was wir, glaube ich, auch schon sehr lange nicht mehr irgendwo gesehen haben, irgendwo auch in der Meta vorhanden. Ne? Und halt Polymath ist so eine, also ist wirklich eine krank OP-Node. Und halt alle Recoveries bekommst du quasi altes Sinner-Swallow nur in komplett cranked up. Ne? Und halt teilweise viele Bits hat 30, 40 oder sogar 50% more Damage, wenn du halt viele von den Nodes nimmst. Und ich finde ihn sehr gut. Bin zu schade, dass es Nodes gibt, wie halt die Frenzy Charge. So. Ja, 2 Max Frenzy ist cool, aber das war's dann auch schon. Die alte fand ich so geil. Ne? Und ich fand es auch schade, dass wir diese, die alte Chaos-Node halt, die Harness the Void halt so ein bisschen verloren haben. Like, die ist ja noch da, theoretisch, aber halt nicht mehr auf dem Trickster. Das ist so. Das war eine meiner Lieblingsnotes. Die war so geil, mit dieser Conversion zu spielen. Das fehlt mir halt irgendwie. Und ich finde, die hätte sie ruhig behalten können. I don't know. Aber ja. Hm. Ansonsten overall, ich bin mit der wirklich happy, dass die halt so extrem tanky ist, dass du quasi alles, wie ihr schon meine, drauf spielen könnt, weil du kriegst einfach nur generischen More Damage und du bekommst Tankiness. Das bekommst Movement Speed. Alle drei Sachen, die du willst. Ne? Miscellaneous Mod, Movement Speed, Defense, Offense, fertig. Recovery obendrauf noch. Ne? Und er hat seinen eigenen Unique Playstyle mit Self-Curse. Ne? Deswegen finde ich absolut GG. Bin da sehr happy. Ich fände nur, er könnte vielleicht ein bisschen noch eine zweite Option für Damage vertragen, die vielleicht noch cool wäre. Ne? Anstatt halt Tatstop weiter. Ich mag die Note irgendwie nicht. Ich finde die awful, aber das ist mein Take darauf. Ne? Oh ja. Oder halt auch die Sache mit den Frenzy Charges. Ist so, I don't know. Da könnte was anderes dazu oder ein bisschen was geändert werden, aber ansonsten ist er fein. Nur ich sehe halt, dass die Leute halt die gleichen 4 Noten trainieren. Alle gehen, wenn ich spreche, in Polymath, One Step Ahead und Spellbreaker. Und das ist vielleicht 5%, die so ein bisschen deviaten und was anderes machen. Ja. Das ist schade. Ja, wenn du keinen irgendwie Attack Speed, Cast Speed Based Build spielst, dann brauchst du die anderen Notes halt auch nicht. Ja, was willst du halt sonst machen? Ich meine, die Notes halt, sind halt einfach immer gut. Bei 20% Attack Speed würde ich nicht aufgeben für basically Permanent ES plus 20% Free Spell Special, die ja sowieso schon schwer ist. Ich würde auch nicht sagen, dass ich einfach meinen ganzen Action Speed dafür gimpe mit One Step Ahead, die einfach, die genau das so broken eigentlich fürs generelle Gameplay. One Step Ahead. Ja. Naja. Und ich würde dann auch nicht Polymath wegpacken. Like, ja, Polymath auf gar keinen Fall. Polymath ist Pflicht für jeden einzelnen Trickster-Bild. Ich sehe gefühlt ganz, ganz wenige Nischen, wo ich vielleicht würde ich mal überlegen würde, Soulbringer zu nehmen, statt halt Spellbreaker. Ja, habe ich schade. Zum Beispiel jetzt, weil ich halt Spell Suppression habe, passt mit dem Cap und für mich lohnt es sich nicht und ich bin so stark von dem Attack Speed abhängig, den ich über den Leech habe, wo mein Leech eigentlich total pur ist, weil ich eigentlich einen Determination Armor Based Trickster Spiele gerade mit einem dicken Shield mit 2300. Ich habe auch keine Grace. Ne? Ja. Das ist mega skass. Du hast keine Grace. Nein, ohne Grace. Mit Level 97, HCSF, by the way. Ne? Ei, okay. Aber es geht. Mit was spielst du denn für ein Aura-Setup? Determination. Also, was habe ich drin? Determination. Ich habe den Herald of Agony drin, dann Temp Shield, Defiance Banner. Hast du den Herald drin wegen der Poison Chance, weil du ansonsten nicht capped bist oder und wegen dem Damage? Poison Damage. Okay, wegen dem More. Also Cat könnte ich sein, aber halt der More Damage ist schon noch More ziemlich Damage? Gut. Doch, der gibt nur Poison, den nimmst du nur für Poison Chance mit. Der gibt nur 20% More Damage. Mhm. More Poison Damage, oder? Aber ich bin halt auch echt am überlegen, weil wir spielen ja quasi fast dasselbe Bild, nur dass du es mit dem Schild und ich mit einer Claw spielst. Ja. Ne? Er gibt 10%. Ja genau, am Anfang habe ich auch mit Claw gespielt und habe dann umgebaut. Und habe aber auch gefunden, so irgendwie die anderen Nodes sind jetzt nicht wirklich attraktiver. Und ich bin jetzt kurz davor zu sagen, okay, ich ditch das bisschen ES-Pool, was ich habe. Überlege mir vielleicht sogar, ob ich Eldritch Battery dann dafür nehme. Habt ihr Boring Diadem? Würde den Kopf tauschen. Und dann entsprechend Frenzy Charge Stacking gehen mit Snakebite Handschuhen, wo ich von profitiere und eventuell noch andere Sachen. Aber ich finde die Frenzy Charge Note zum Beispiel auf dem Trickster, die neue Swift Killer Note, die alte war genial. Die neue lohnt sich halt erst, wenn du zum einen eine Quelle hast für Frenzy Charges, weil du hast ja nirgendwo ein Gain
Das ist eine. Das ist ja nur Max Charges und Duration. Und ja, dass man halt irgendwie ein Double Dipping hat in dieses Frenzy Charge Stacking. At least Double, wenn nicht Triple oder Quadruple Dipping über Frenzy Charges. Ansonsten ist es davor einfach nicht legit. Ja. Also nicht attraktiv genug, finde ich. Ja, so. Ja, gehe ich voll mit. Ja. Gut, wir haben noch eine Frage von, ich glaube, sie war von Kalle, ich müsste jetzt lügen. Ja? Aber eine sehr, sehr gute und interessante Frage. Ich lese einfach mal genauso vor. Du meinst von der Person, die für den gesamten Chat das Trial of Knowledge verloren hat, meinst du? Nur um es mal rauszustellen, dass Kalle da der Schuld war dran. Jep, Kock. Kalles Frage. Was denkt ihr, bezogen auf eure jeweilige Liga, also ne, bisher, über die derzeitige Balance-Stand des Atlas-Trees? Also, was ist da eure Meinung zu, beziehungsweise wo seht ihr da Pros und Cons, was ihr momentan auch eben nutzt oder jetzt schon erfahren habt mit den neuen Liga-Änderungen, Salty? Okay, ich finde, es könnte noch mehr Stuff auf den Tree rauf. Mir fehlen manche Mechaniken einfach, oder ein bisschen Liebe für bestimmte Dinge auf dem Tree. Und ich finde die Verteilung auch generell ein bisschen schwierig. Ne? Weil ich zum Beispiel gehe seit 3.17, gehe ich halt in der Mitte raus, gehe auf die Heist Note, gehe auf die Shrine Note, weil Shrines sind OP, dann blocke ich die Mechaniken, die ich nicht möchte, gehe halt über Harvest, gehe in Expedition rein, gehe in die Mitte vom Wheel, gehe wieder in Expedition rein, ne, gehe wieder in Harvest rein und dann gehe ich vielleicht noch hoch in die Boss Notes. Und das ist halt basically der gleiche Tree, den ich immer wieder baue. Und ich sehe vor allem halt natürlich gerade das vielleicht Specific Design Issue gerade halt, aber Beyond ist halt ass. Like, es ist einfach, es ist viel zu tanky. Die geben basically gar keinen Loot, machen ultra viel Damage. Like, einfach so ein normaler White Beyond Mob slappt mich halt für, weiß nicht, 10% meiner AP. Es macht keinen Sinn, da reinzugehen. Ich habe einfach nichts da wirklich. Es gibt halt Ritual, aber Ritual ist auch so, weiß nicht, Blight spiele ich quasi kaum. Bin ich gerade am Reingehen in Ritual, um es mal auszutesten? Ja, Ritual ist extrem stark, aber ich finde, das lohnt sich fast nicht, darüber zu gehen. Und wenn ich jetzt ein Bossing-Tree habe, ist es halt sehr schwer, den Path irgendwie zu incorporaten. Weil ich würde gerne für Seance wieder rübergehen, bin ich gerade leider raus und ich vermisse es extrem. Es ist so eine dumm gute Note, es ist krank. Es ist so heftig. Und das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der mich nach links überhaupt bewegen würde. Like, Seance ist legit der einzige Punkt und vielleicht einer, wenn ich Beast Farm gehe. Ne? Als erstes Spieler musst du dann den Tree umspecken, machst du eine 101er-Mission, dann speckst du wieder zurück, ne? Aber ansonsten habe ich nichts, was mich auf die linke Seite bewegen würde. Und rechts hingegen, du hast halt die kranken Legion Notes, du hast die kranken Beyond Notes, ne, wo du halt die ganze Breachstones droppen kannst, ne, Boss Loot, ne, hat Jun, ne, Insane für EP, du hast die ganzen Eater Notes mit Eater Dingern, du hast die ganzen Immortal Syndicate Sachen noch und Sextant Uses und weiß ich nicht. Es ist so geiler Shit und links ist einfach so dead. Es ist einfach dead. Das ist halt nichts, wo ich hin will. Like, zwei, drei Notes vielleicht. Der Rest ist einfach fucking. Die paar Essenzen gehen so halb auf die linke Seite. Das war's. Ja, ne? Aber das ist auch nicht wirklich viel. Du gehst halt wirklich eher mehr in die Mitte schon fast noch, ne? Wo du halt mal rausgehst. Aber es halt. Und das finde ich schade. Ich finde es sehr schade, dass der Tree so wenig Änderungen bekommt in dem Punkt halt. Weil ich halt gefühlt immer das Gleiche genau. Und es gibt natürlich ein paar unterschiedliche Atlas-Strats, man kann ein bisschen differenzieren, Wandering Path bauen und so, das ist cool. Nee, die Änderung mit Wandering Path fand ich amazing. Ne? Oder halt auch in dem Fall das Grand Design, wenn du übelst Pack-Size-Gimmick, das ist super geil. Aber der Rest ist sowas, die könnten ruhig ein bisschen mehr mixen oder ein paar mehr Sachen. Ja, das, was du jetzt so sagst, ist mir aufgefallen, ne? So wie wir die alten Atlas-Passive-Regionen noch hatten, da wurde ja öfter mal was gechanged, geswitcht etc. Ne? Aber wir haben jetzt, seitdem wir den Atlas-Passive-Tree haben, abgesehen davon, dass wir jetzt halt durch die neuen Änderungen der Liga-Mechaniken da eben angepasste Änderungen haben, hatten wir sonst noch keine Änderungen jetzt groß, die den Atlas Passive Tree betreffen. Ne? Also und da. Und noch eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, halt eben Pathing generell ist vielleicht jetzt ein SSF-Dingens, aber ich skill immer Stream of Consciousness. Immer. Ich nehme das legit, ich nehme das raus, nehme meine Scarabs, meine ganzen Winged und Gilded Scarabs, baller die alle durch an einem Tag und dann skill ich wieder rein. Ja. Ich laufe nicht unter. Ich finde, die sollten das Ding einfach nach ganz oben in den Tree schieben. Irgendwo wirklich halt so, dass halt wirklich sagt, pass auf, ich will da aktiv reinskillen. Ne? Aber halt ist es halt auch vor allem halt wieder auch auf der rechten Seite. Like, wenn ich es nach links machen würde, wenigstens, hast du wenigstens ein Center für nach links zu gehen. Dann wird es mich wieder abfacken, weil ich da nach links gehen muss und mich so genötigt fühle, da reinzugehen. Aber es wäre ein Change irgendwo.
Ne? Das ist halt einfach, keine Ahnung, du hast diesen einen Tree, den ich halt immer baue und der variiert halt basically nur über drei Nodes geführt. Das ist halt schade. Es ist, ja, ist halt auch SSF. Ne? Ja, klar, natürlich. Die besten Mechaniken sind irgendwo klar, solange die nicht in ihrer Location rotiert werden oder nicht neue Game-Changing-Alternativen damit reinkommen, wo du sagst, du hättest gerne mehr. Mehr als 600 Nodes. Irgendjemand noch Interesse an mehr als 600 Nodes? Ich fände es auch cool, ganz ehrlich, aber. Ja, tausend bitte. Halt, tausende. Das ist immer so, dass die Leute natürlich direkt große Augen kriegen und sich umdrehen und wieder gehen, wenn sie noch so einen Tree entdecken. Ne? Aber ja, wer das Spiel eh schon liebt und schon tief genug drinsteckt, der wird sich auch über 400 weitere Nodes freuen am Ende des Tages. Ich finde, das sollte auch für den GG einfach klar gemacht werden, zu sagen: Pass auf, skill einfach dahin. Für die Mechaniken, die du persönlich angenehm findest und du wirst rewarded. Ich finde, so sollte der Tree aufgebaut werden. Dass jeder Spieler sagt. Ja, grundsätzlich schon. Klar, aber es gibt ja auch manche Sachen, die sind besser und schlechter. Und jetzt genau, es gibt immer Sachen, die sind besser und schlechter, aber es ist nichts, was grundsätzlich, wovon explizit abzuraten ist, bis auf zwei, drei Kleinigkeiten im gesamten Atlas Passive Tree. Finde ich, seit Anfang. Kannst du alles skillen, wenn du Bock hast. Absolut. Ich fände es halt cool. Außer Lab Enchants oder so. Obwohl, die Lab Node ist insane wichtig, ne? Jetzt mittlerweile für die Grand Spectrum, Jules, die brauchst du. Willst du rein in die Node, ne? Also, die ist für SSF ist true. Die Even legit again. Und natürlich auch Sachen halt wie Fall of the Queen, die Node mit den Wild Side Areas, critically underrated, ne? Weil du bekommst halt erstmal die einzige Chance auf Wild Side Areas auf ganzen Tree, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Und die Nodes davor sind auch schon insane. Und die Alluring Side Areas können die Mortar Fragments droppen. Das ist sehr wichtig für zum Beispiel Aziri Rush in irgendwelchen Events oder sowas, ne? Das ist sehr, sehr krass. Für Events, also, ne, das ist eh sowas. Racing Meter würde ich nochmal außen vor betrachten. Natürlich. Da hat eh jeder sowieso gerade SSF mäßig andere Strategien. Oh ja, generell gehe ich da auf jeden Fall voll mit. Ich wollte irgendwas gerade noch sagen, ich habe es vergessen. Jetzt, wo du ganz kurz Wildside-Areas angesprochen hast, bin ich so irgendwie auf Sexlinks gekommen. Was hattet ihr diese Liga so für, also wir kommen gleich nochmal zurück auf Pillars Approach dann für den Atlas Tree, aber was hattet ihr diese Liga so ein Gefühl mit Sexlinks? Also ich muss sagen, es ist ja meine erste Liga, wo ich pure SSF spiele. Ich habe 6 Sexlinks, glaube ich, und ich habe nicht ein Item gesexlinkt. Ich bin aus den Akten rausgekommen mit einem 4- oder 5-Link, hab 10 Maps gespielt, hab einen 6-Link gedroppt und dann noch einen 6-Link und noch einen 6-Link. Ich hab nicht ein Item gesexlinkt. Also, ich hab eine ganze Weile auch kein Item gelinkt, weil ich dachte, hey, ich will eine gute Base haben, Dragon Scale oder sowas und dann dann gehe ich halt hin und 6-Link die halt und hab so lange 5-Link gespielt. Dann habe ich auf Seance geskillt mit Unrelenting den Torment und ich habe einen Archimedes Mob gekillt. Der hat mir 8 Sixlings gedroppt, von dem einer Dragonscale war und dann war ich fertig. Ja. Also, ich hatte jetzt nicht so viele Probleme. Ich habe jetzt, warte, wie viel habe ich gerade rumliegen seit dem Change? Ich habe jetzt 5250 Jewelers und 1500 Fusings rumliegen, die ich nicht benutze. ist chillig, ist echt entspannt. Und dass man auch halt die Karten für die Sixth-Link Bows sind einfach Fusing-Karten oder einfach einzelne Fusings, die du mittlerweile aufhebst, weil mehr Wert haben sie nicht mehr wirklich. Ja. Also, schade. Aber ja. Overall, ich habe aber jetzt nicht so viele Sixth-Links. Das war, glaube ich, zweimal und da war ich auch sehr happy drüber. Ich habe auch noch ganz viele Karten rumliegen dafür, theoretisch. Aber ja. Also hatte ich auch wenig Probleme gehabt, fand ich sehr cool. Sehr cool. Und bei Pillet du auch, oder? Ich habe tatsächlich einen Soul Eater Empowered Minion Mob gehabt. Der hat mir einen Sixlink gedroppt und es war auch noch eine Armor Evasion Base. Zwei Tage später war der Character RIP. Aha, oder F. so. Da war der Sixlink wieder weg. Also insofern ist es bei mir immer auch schwer zu sagen. Da bin ich fertig. Ich habe fertig. Ich habe nie fertig. Aber dann habe ich den zweiten gefarmt über Chainset Bind. Seitdem habe ich keinen weiteren gedroppt bekommen, also keinen gefunden und habe aber auch jetzt nicht wirklich investiert, denn der Charakter, der gerade läuft, der Trickster, der lebt jetzt schon eine Weile und ich hoffe, pray, Chat, bitte, Covenant, someday, ich will den Bild unbedingt noch aufs nächste Level mit Covenant bringen, bitte. Ja. Einmal Damage machen in HCSF, Iron Jesus, Chris, wenn ihr das hört, komm. Einmal Covenant und dann Sixlinken das Ding. Dann schön mit Hillock Quality drauf, 30% und dann Sixlinken mit dem Fusing-Seal. Dafür spare ich gerade letztendlich. Ich habe einen Sixlink, der läuft
wenn der Charakter stirbt, ich den nächsten brauche, werde ich versuchen, einen zu linken oder werde mir einen über Chainset Bind farmen. Aber ja, das okay. War, ich habe jetzt auch nicht diese 4, 6, 8, 6 Link Cluster Explosion gehabt auf irgendwelchen Monstern oder so. Mir ist einer gedroppt. Das war dann erstmal so, oh, nice, habe ich richtig Glück gehabt. Dann sehe ich, ja gut, es war tatsächlich auch ein Special Monster, was jetzt konvertiert. Stimmt, ja. Was mir garantiert letztendlich, also fast nahezu garantiert, einen Sixlink gibt. Und dann war das mit dem RNG auch wieder so, war es jetzt wirklich so lucky? Im Endeffekt kann ich nach 2 Wochen sagen, ja, weil ich habe diese Monster-Kombo nicht nochmal bekommen. Also sonst hätte ich ja noch weiter einen Sixlink gehabt. Ne? Okay. Ich wollte nur mal so kurz reinfragen, so, weil ich habe das von schon 2, 3 Leuten gehört gehabt. Nicht nur diese Sixlink-Explosion, wenn du die Mod-Kombi triffst, ne, sondern dass irgendwie Sixlinks echt gut droppen. Ne? Aber back zum Atlas. Pille, was machst du mit deinem Atlas und denkst du auch so wie Salty? Expedition ist der King, jetzt meiner Meinung nach. Ne, Expedition ist die absolut zweifelsohne stärkste Mechanik momentan für SSF. Hat Harvest abgelöst, ganz klar. Harvest ist early, halt einfach absolut garbage und deshalb würde ich Harvest jetzt auch später skillen, nachdem ich Expedition Essences skillen werde zu allen weiteren League-Starts, werde ich, glaube ich, davon nicht abweichen. Und dann Harbinger, halt für Raw Currency. Ich finde, Harbinger werfen immer noch sehr, sehr gut Currency ab. Dann hat man auch nie das Problem, dass man zu wenig Alchemy, Horizon Orbs. Ja, ich hebe auch noch Horizon Shards auf, bis ich meine Map Progression fertig gemacht habe, tatsächlich. Ja, ich auch, und Chaos Orbs hat. Ne? Also, das ist jetzt gar nicht so das Ding. Aber erstmal der untere Teil des Trees, bis Stream of Consciousness und die Block Notes. Ich gehe immer rechts rein, weil Jhun ist auch für SSF absolut entscheidend. Ne? Und sprich, rechte Seite vom Tree, Expedition, Jhun, dann die anderen Mechaniken blocken und Stream of Conscience skillen. Und dann ist erstmal Gucci. Dann kannst du entscheiden, was du weitermachen willst. Ne? Dann kannst du gucken. So, das war hier bei mir. Einfach schön die ganze Kacke wegblocken und einfach nur Harvest Expedition. Dann hab ich sowieso für SSF mein Vinderi-Cheesing. Das heißt, ich laufe immer den gleichen Heist-Contract erstmal und kriege über diesen Vinderi-Contract Öle, das heißt Blight, Cluster Jewels, das heißt Delirium und Catalyst, das heißt Metamorph, alles aus einem Contract. Das heißt, diese 3 Mechaniken kann ich blocken, hab dafür nur hier Heist an, blocke auch alle anderen, bis auf Expedition und Abyss meistens, weil noch ein Gürtel gern gesehen ist, so ein Stygian Vice. Aber ne, je mehr Mechanik man blockt, desto stärker wird dann halt auch Stream of Consciousness. Ja, und das ist halt sehr, sehr nice. Und dazu halt ein bisschen Map-Sustain, das heißt Adjacent Maps Drop-Chance, ne, über irgendein Monster droppt random eine Adjacent Map und dann reicht das, um den Atlas zu progressen. Und später geht es dann hoch Richtung Boss Nodes. Das heißt T14 Plus, Guardian Map Drops, Conqueror Map Drops, das sind so Pflicht Nodes, die eigentlich immer aktiv sind, weil man macht ja die ganze Zeit T14 Plus. Wenn man irgendwann einen Charakter pusht, sagen wir mal über Level 92, 93, da bekommst du an das Level, wo du einfach nur noch High-Tier Maps machst, weil sonst kriegst du auch keine XP mehr. Klar. Und dann willst du ja auch den Return für den Endgame-Content, ne, damit du dann auch den Endgame-Content laufen kannst. Aber es ist halt auch wirklich eine SSF-Warte, aus der ich hier spreche. Wo ich aber auch bei Dane bin. Mein Tree sieht eigentlich immer gleich aus. Ich habe den so im Kopf mittlerweile, ich weiß da ganz blind, was ich skillen muss und wann aber ich skillen kann. Ich meine, das ist jetzt nicht nur SSF, also ich meine, so sah unser Tree auch in Trade aus, oder? Also, wir haben ja auch Expedition gefarmt und ne? Ja, wahrscheinlich also, schon. Ja, also ich glaube, ein paar Spezialisierungen. Es gibt richtig. Halt coole Taktiken. Es gibt halt coole Takten, die man machen kann. Ja. Also ich meine, in Trade hast du vielleicht halt die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel sowas wie Beasts besser zu nutzen als wir in SSF. Ne? Weil du dann halt sagen kannst, okay, ich mache jetzt Beasts und kauf mir halt Scarabs, ne? Und kauf mir. Und wir können halt nur dann Beasts machen, wenn wir halt auch Beast-Missionen haben. Ne? Das heißt, wir sind halt. Scarabs hast du aber auch schon einige. SSF. Ja. Genau, das ist nämlich sowas Operative Strongbox. Das habe ich auch an, immer, von Anfang an, in meinem Passive Cheat. Das ist fest da verankert. Da weiß ich, okay, wenn ich diesen Node habe, aber Stream of Consciousness laufe, das heißt, ich investiere ja nie aus meinem Fragment Tab irgendwas in die Maps, sondern ich bekomme immer nur, wenn der Operative kommt, immer mehr Scarabs und dann habe ich Scarabs irgendwann mal auf der hohen Kante und kann League-specific Content aktivieren, wenn ich das möchte. Ja. Und ja, da bin ich auch bei Dane. Investment ist halt sehr, sehr groß zum Umskillen.
Aber letzte League habe ich zum Beispiel einen Tag Einhageskillt oder zwei Tage. Und ich habe über 100 Master Missions rausgeballert, plus meine ganzen Scarabs. Da war ich bei 120, 130 Einhas, die ich gelaufen bin. Und hatte dann aber halt auch 12 Split Bees und 9-mal Prefix to Suffix und 9-mal Suffix to Prefix. Unglaublich. Unglaublich. Ich habe so viel Einhar gefarmt in diesen zwei Tagen. Aber ich habe auch halt einen Charakter in SSF auf Level 100 durchgepeitscht und hatte dann entsprechend keine Ahnung, wie viele tausend Maps ich gelaufen bin in der League. Das war halt Wahnsinn irgendwo. Aber dann hat es Spaß gemacht, dann hat sich das Rewarding auch angefühlt, wenn man das Investment aufbringen kann und sagen kann, okay, ich habe die Orbs of Unmaking und kann mir den Respec leisten für den Atlas Passive Tree. Und da finde ich sowas richtig geil, wie diese Memories, die da jetzt ins Spiel gekommen sind. Oh, ja. Einfach, um da eine Entlastung darzustellen und ein bisschen mehr Abwechslung zu ermöglichen, ohne dass man sich so über Kopf in dieses Investment stürzt, dass man den ganzen Tree umbaut vom Atlas. Aber bisher, muss ich auch sagen, noch keine Memory gesehen, noch keine bekommen. Bisher sind es nur Gerüchte. To be fair, aber halt wegen dem Respecken. Ich bin aber der Meinung, dass wir mehr Regrets droppen als sonst. Ich habe jetzt 204 Regrets rumliegen und noch 45 Unmakings. Und ich habe gerade noch 19 Respec-Punkte beim Tree. Und ich finde, das ist relativ angenehm. Ja, ich habe 16 Refunds, aber ich packe die Refunds, die Unmakings, die kann man ja in der Map schon rechts klicken, weil man kann nichts damit machen. Ja, true. Also du kannst sie aus dem Inventar entfernen, indem du rechts klickst und hast einen freien Inventarslot wieder, wenn einer droppt. So. Absolut. Die bringen es uns gar nichts. Aber auch 120 Regrets gerade. Ist eigentlich fair. Also, es ist schon irgendwie angenehmer, aber ich glaube vielleicht auch, wenn man irgendwie sicherer ist im Tree, also ich weiß nicht, ob das so eine Reaktion ist auf die erhöhte Wissensbasis, die wir haben, wo wir hinskillen, wann wir da hinskillen und sowas, weil wir im gleichen Patch spielen. Ja, kann sein, ja. I don't know. Ja, vorausschauendes Denken bei der Gesamtprogression und bei der Planung, was man für Content läuft, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man da ein bisschen effizienter auch sein hat mir halt ich nenne es jetzt mal Erfahrung aus den letzten Ligen, hat mir halt da den Start in SSF echt schwer gemacht, weil ich bin halt hingegangen und habe mir so gedacht, so, ja, alles klar, ne, klar, Anpassungen von Trade in SSF ein bisschen gemacht, aber ich habe halt gedacht, geil, Harvest, ja, Gearcraften, let's go, Harvest gerusht, bam, scheiße. Jetzt hast du keine Essenzen, keine Schreine, keine Maps, kein gar nichts. Du bist Full Harvest und hast nix. Ich habe auch Harvest geskillt gehabt, hab die Erfahrung gemacht, hab's für absolut unzureichend befunden, dass da nichts rausgekommen ist. Also wirklich in White Maps ein Feld zu machen, dem Risiko ausgesetzt zu sein, da jederzeit rippen zu können. Und da nichts zu bekommen, das finde ich das unbefriedigendste Erlebnis, was GGG mir, glaube ich, seit ich PoE aktiv spiele, serviert hat. Ja. Ne? Straightforward. Aber mit anderen Meinungen, finde ich halt. Ne? Ja, ich weiß, es gibt fand's ja insane. Ich glaube, das, was Pille jetzt meinte, ist jetzt nicht, dass es wenig gibt, sondern dass du was machst und es nichts droppt. Ja? Es gab ja auch diesen Bug mit den Strongboxen, dass eine Strongbox kein Loot hat. Das meinen wir, ne? Also es sollte immer so sein, wenn du einen gewissen Content hast, der halt challenging ist und der einen Reward hat, dann sollte der auch mindestens ein bisschen Reward geben. Ne? Genau. Und halt nicht durch Item Culling halt dann dem drittnächsten Reward addieren. Ich will Harvest Lane und dann will ich hier meine Dopamin-Injektion. Hallo, bitte. Ja. Ne? Selbst wenn da nur 8 steht oder so. Selbst wenn da nur eine fucking 8 steht oder eine 7, 7 Life Force. Und wir haben uns auch, das ist wie gesagt eines der Themen, wo ich selbst die größte Kritik äußere und weshalb dann wir auch einen sehr, sehr langen, ausgiebigen Diskurs bei mir im Chat schon hatten. Da ist zum Beispiel ein Take, ja. Es droppt dann aber die Life Force später halt in den High-Tier-Seeds öfter oder mehr. Und dann ist aber für mich nicht in den High-Tier-Seeds greifbar, dass da mehr ist, sondern ich habe ja jetzt in meinem Erlebnis, in meinem Spielerlebnis, keinen Reward bekommen, obwohl ich das Riesenrisiko eingegangen bin. Und das ist das Einzige, das ist diese unmittelbare Erfahrung, die für mich sehr, sehr frustrierend war, wo ich sagen kann, ey, meiner Meinung nach hat der GGG die Chance verpasst, es zu einer lohnenswerten Erfahrung zu machen. Ich glaube, du darfst niemals diese Harvest Memories spielen, wenn du die findest. Das war heute, was ich da getroffen habe, ist, dass es. Ich glaube, da wirst du so viel Dopaminausschüttung bekommen von einem einzigen Harvest, dass du alle anderen Harvest in jeder anderen Map, egal wie krass du das findest, einfach absolut ass. Die wird richtig shit sein, wahrscheinlich. Wenn wir gerade nochmal bei Harvest sind, mir ist was eingefallen, was ich vorhin vergessen hatte. Ich finde es auch manchmal strange, also.
zum einen, ich gehe mittlerweile, wenn ich habe, es macht nur noch rein und klickt T3 sieht's an. Ja? Also mir ist es ganz egal, ob ich jetzt gerade blau, gelb oder lila brauche. Ich klicke einfach nur T3 sieht's an. Ja? Ich auch. Und dann fand ich es ganz am Anfang der Liga auch mega schockierend, dass da einmal Prister Lord steht und dann auf einmal da drei Stück rausspawnen. Ja, ist wohl wahr. Also das finde ich auch ein bisschen, gerade so für HC, ne, könnte ich mir vorstellen, das ist nicht so angenehm. Also wenn du ja, Bond hast, Skills, ne? Wenn nicht, dann halt nicht. Kannst du dich ja frei entscheiden, ob du es machen möchtest oder nicht. Achso, ist es einfach, dass die duplicated Bond werden? Harvest hat eine 10% Chance, dass du einen Mob duplicatest, ja. Ah, daher kommt es. Also du kannst dich frei entscheiden. Ist auch eine Live-Boss, ne? Ich hab das auch geskillt. Ja, ja, nee, ich hab's auch mitgemacht. Ich hab nur gedacht, das wäre random also, Spawn, der nicht draufsteht. Also ich skill es ja ganz klar für die erhöhte EP von Harvest, weil die so relevant ist. Ja, ich auch. Ich hab das Gefühl, man bekommt weniger XP, wie sie liegt. Ja, same. Also ähnlich geht's mir. Ja, also ich hab's, ja. Also immer wenn einfach weniger Monster hat, die geht, man tötet. Ich auch mal so ganz weirde Bugs auf meiner EP lassen. Einfach nee. Untainted Paradise im Lake machen. Hm? Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach weniger Rares haben. Wir hatten ja vorher Rares, haben ja einen sehr hohen EP-Multiplier. Ja. Und der hat weniger Rares, dementsprechend, dass du halt weniger Sachen nukieren kannst. Die Rares in Abyss wurden genervt, wo ja vorher Abyss insane war. Mhm. Und das hat nur noch begrenzte Mechaniken, die viel geben, wie halt Jun, die aber jetzt nicht insane viel öfters kommt, ein bisschen öfters mit der Note auf dem Tree halt. Aber halt, ja, wurden viele Sachen halt angepasst, die vorher da waren. Und ja, du musst halt einfach niedrigen Content laufen, weil der hohe Content ist so schwer. Das ist, glaube ich, so ganz viele Ripple-Effekte, die da durch die ganzen Änderungen passiert sind. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Sonst geht es mir halt so. Aber ja. Ja, sicher ähnlich. Einfach weniger Monster auch. Einfach mehr Monster töten, schnell. Ja, ja. Pro Content weniger Density irgendwie. Kill Monster fast. Also, um jetzt dann nochmal die Frage abzuschließen. Und zwar, ich finde auch, dass der Atlas Passive Tree definitiv wieder ein Shake-Up bekommen sollte, so wie wir es halt gewohnt waren, ne? Dass wir neue Nodes bekommen, ne? Gerade so, also ich war auch immer ein sehr, sehr großer Fan von Sears zum Beispiel, ne? Wie die noch bei 20 war, ich habe die immer mitgeskillt am League-Start, ne? Weil das war halt auch für Chaos-Rezepte, da hast du einen Rare getötet und hast quasi 5 Chaos an Rares, einen Rogue-Exile getötet und hast 5 Chaos an Rares bekommen. Ich würde mir da wünschen, dass es zum Beispiel für Torment wieder ein bisschen mehr gibt, ne? Oder halt auch für andere Sachen, die auch noch gar nicht drin sind, ne? Oder vielleicht auch andere Sachen beeinflussen können, ja. Also da denke ich und hoffe ich, dass es in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr geben sollte. So, haben wir noch irgendwelche wichtigen Fragen, die wir aus dem Chat hatten? Ich würde die Zeit ja sonst gerne mal nutzen, um einfach über Bone Shatter zu reden. Unser Lord and Savior. Ich bin ja ganz großer Bone Shatter-Lieber geworden. Ich muss sagen, einfach nur mal so als generelle Info vielleicht an Leute halt, Mini ist nicht ultra bad. Like, Bone Shatter ist ein insaner Skill, ob man es vielleicht glaubt oder nicht, aber ich bin absolut verliebt. Was ist das Geheimnis deiner Meinung nach? Wie das Geheimnis? Wofür? Warum der ja, so gut ist? Für Melee. Explosions. just make it range. Ja, einfach make it range. Alles einfach alte Explosions. Jeder wie das geht, einfach alte Explosions bekommen auf jeden Hit. Einfach Strike Range, AOE, Explosions. Du also, ja, kriegst den Bildschirm an und es wird der ganze Bildschirm weggeklatscht mit einem Schwung. Ja, Boneshell ist richtig geil. Richtig geil. Leute, wenn ihr noch nie Boneshell gespielt habt, macht das. Also, was ich halt so krass finde, ist halt, ich war mir vorher, dachte ich so, okay, ist so ein HC-Skill. Da spielt man auf HC, ist irgendwo klar, ne? Aber. Eigentlich ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, also, er ist ultra fast. Du hast Onslaught direkt vom Tree halt oder später mit einer Essence auf der Body Armor, dass du permanent hast. Du hast 40% Onslaught-Effekt, das ist fast so viel wie beim Raider, ne? Du hast Deep Slam, der omega fast ist. Du hast basically permanent Uptime von Berserk. Du hast 40.000 Armor, du bist so krank tanky. Ich kann alles tanken gefühlt. Ne? Und ich baue schon nicht wirklich Tank, aber ich bin ja Softcore-Spieler. Ne? Und mit Investment ist der Boss-Damage auch gut, der ist early shit, aber wird besser. Und es ist ein wirklich super angenehmer Bild. Ich hätte es nicht gedacht. Und das sage ich jetzt jemand, der wirklich halt enjoyed, mit 3K Life auf dem Tornado-Shot rumzurennen, auf einer 100% Daily-Map. Das ist echt gut. Also, es ist wirklich. Das freut mich zu hören auch, ey. Wirklich nice. Ja.
Da habe ich mich auch noch nicht rangewagt an Bone Shatter. Ich habe in SSF wirklich so, da ist es halt auch natürlich ein bisschen abhängig davon, so, was droppst du jetzt gerade, ne, und wo hast du dann so Gigabock drauf, ne. Ich habe zum Beispiel Soul Rest getroppt und denke so, oh ja, ich wollte Soul Rest spielen unbedingt, ne. Und vor allem, weil ich auch ein 21er Phantasm getroppt habe, ne. Und dann droppst du aber in der nächsten Map, droppst du dann einen Rockbreaker, ne, hier für Golems und denkst dir so, Morph auf Mischief Farm, könnten wir ja auch machen, ne? Und dann kriegst du endlich deine fünfte Karte für die Obliteration, dass du endlich. Ja, also das ist halt immer so ein bisschen abhängig davon, was du kriegst in der SSF und was du dann halt auch bereit bist, so halt daraus zu bauen, ne? Ich weiß nicht, Bone Shatter ist so. Keine Ahnung. Es sieht nicht schön aus für mich, sagen wir es mal so. Also der Skill an sich, ne? Ich finde den Playstyle und so cool, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen. Okay, ich ne? Also, das war's halt. Ne? Das ist halt Bullshit. Ich finde es halt krass. Ich springe halt in ein Pack rein. Ich mache einen Melee-Attack und das ganze Pack plus Rares und Magics fliegt einfach in die Luft. Ja, ja, das meine ich nicht. Ich meine die Attack. Ich meine halt Bone Shatter an sich, ne? Ich meine Bone Shatter an sich. Das sieht halt einfach nur aus, als würdest du halt jemanden, als würde deine Oma dich mit dem Besen hauen. Ich finde es halt krass. Ich glaube, das ist halt. Besen-MTX. Ja, Besen-MTX wäre geil. Aber halt immer diese mit Ancestral Call halt oder generell Additional Strikes halt, fühlt sich einfach tausendmal geiler an. Es ist so krank. Also der Clear, ich habe glaube ich auf wenigen Skills, ohne jetzt was wie Obliteration oder Awkward zu sein, Explode Chest, whatever, habe ich so guten Clear gehabt wie mit dem. Das ist insane. Aber er braucht halt ein bisschen. Du brauchst ein gutes Setup, du brauchst auf jeden Fall halt vielleicht einen Sixlink, wenn es geht. Eine wirklich gute Waffe ist halt wichtig. Ne? Mhm. Du musst mit vielen Buttons spielen, habe ich das Gefühl im Vergleich. Also du halt willst immer deine Totems setzen, du musst Berserk drücken, hast dann halt mit Übersteuerung halt Frostblink und so weiter. Und es ist ein bisschen viel mehr, obwohl Map man halt einfach nur Rechtsklick ist, wie auch auf anderen Builds. Du machst meistens genug Damage, aber ja. Und dann für die Bosse später, wenn du halt ein bisschen investest, dann werden Bosse gut. Ich habe ja heute damit gebossen und es ging relativ fast, wenn man halt richtig spielt. Ne? Ja, das ist halt genau. Ich würde sagen, Bone Shatter ist jetzt nicht was vielleicht einem Einsteiger so gut taugt im Vergleich zu einem Spell-Build, zu einem Range-Build oder so, ist halt immer noch Melee. Und Melee zu spielen erfordert immer ein bisschen mehr Erfahrung, würde ich sagen, für BOE. Beziehungsweise auch einen aggressiveren Playstyle. Du musst es wirklich proaktiv spielen, Bone Shatter. Du gehst da rein und klatschst die Packs weg. Und mit diesem Bewusstsein gehst du da durch jede Map durch, marschierst da durch und hüpfst da durch und Single-Taps jeden Bildschirm voll mit Monstern, weil es geil ist. Aber wenn du halt so einen zögerlichen Spielstil hast, dann ne, vielleicht auch zu wenig Damage, weil die Waffe nicht so gut ist, dann fängt der Struggle dann an. Und da ist es was, wo ich sagen würde, da tut sich natürlich ein erfahrener Spieler viel, viel leichter als jemand, der noch relativ unerfahren ist im PoE. Ja, also vom Spielstil her ist schon ein gewisses Aktivitätslevel vonnöten. Man drückt viele Knöpfe, das ist ganz richtig. Und man muss halt auch aggressiv den Content bewältigen, den man da machen möchte. Aber wenn man das irgendwie so rauskriegt, ey, ist mega nice hier. Paul hat zum Beispiel auch Ende der GCBL, Ende letzter League, in HC Bone Shatter gezockt und ist da voll aufgegangen drin. Richtig Spaß gehabt. Hey, Rudi hatte mich, glaube ich, vor der Liga gefragt, was er spielen soll. Ich habe gesagt, du spielst Sunder. Dann hat er angefangen, Sunder zu spielen. Und spielt jetzt, glaube ich, immer noch Sunder. Und der geht auch gut ab. Also. Ich war auch so überrascht, dass die Bits wirklich einfach gut sind und nicht so ein komplettes Meme. Ich meine, klar, 90% der Melee-Bits sind immer noch Shit. Also Dual Strike oder so spielt keine Sau. Ne? Mhm. Ist einfach so. Perforate ist, keine Ahnung. Ne? Also es gibt halt Sachen, die halt einfach nicht gut sind, ne? Aber Sachen wie Bone Shatter sind halt definitiv nicht irgendwie ultra bad oder nur HC, SSF only, wenn du halt kein Gear zur Verfügung hast wie ein Trade League oder sowas. Die können schon wirklich gut sein. Ich denke mal auch ein Trade. Ich glaube, die hatten da angefangen, wie es diesen Simulacrum Bone Shatter Immortal Build da gab. Ja. Da haben sie dann angefangen so, hey, ich glaube, der kann vielleicht auch ohne Immortal, ne? Und da kam der dann so ein, zwei Ligen später, ne? Nee, der kam davor. Der Immortal Build kam später. Echt? Als der richtige Bone Shatter, ja. Ja. Oh, okay. Ja, aber was habt ihr so an Builds gespielt, wenn wir das dann nochmal so als Schlussthema gerade jetzt auffassen? Pille ist ja gerade beim Poison Shield Crush. Hab angefangen mit Traps. Explosive Trap.
Und ich kann sagen, es war halt letzten League Seismic sehr, sehr stark. Seismic ist viel, viel Ach, Seismic ist so gut. Ne? Ich würde es auch wieder spielen. Oh. Ist nämlich richtig bequem. Ne? So deploy and forget ein bisschen. Und auf der anderen Seite, Explosive Trap ist halt kein Damage Overtime Trap Build und man muss viel, viel mehr arbeiten und viel, viel mehr Energie in den Spielstil stecken. Man ist aber auch. Also ich habe mich das erste Mal, obwohl ich schon im letzten Jahr häufig Traps gespielt habe, man ist mehr in diesem Trapper-Feeling auch drin. Also ich habe mich zum ersten Mal im PoE auch in dieser Situation gefunden, wo ich mir dachte so, oh, jetzt stellt sich hier den Gegnern schön die Falle, damit dann dieser eine Burst-Traps, die da explodieren, weil es halt Hitbase ist und du keinen Damage over Time hast. Die müssen halt sitzen, die Traps. Mhm. Und ich fand mich selbst mehr gefordert, was das Spielziel anging, um den Trapper wirklich gut zu spielen und effektiv zu spielen im Vergleich zu Seismic. Viel, viel schwerer mit Explosive Trap, Hit-Based Trap. Aber ich fand es halt auch mehr in Richtung Trapper, wie könnte man sagen, so aller Trapper-Cosplay. Ne? Ich habe das Trapper-Sein auch mehr gefühlt. So in diesem Playstyle. Und insofern war ganz spannende Erfahrung. Leider sehr dumm geendet. Wie gesagt, ich habe Flame Dash gedrückt, ist nichts passiert. Charakter RIP. Und jetzt habe ich den Trickster und bin damit sehr, sehr glücklich, weil es ist ein absoluter Giga-Chat-Mapper. Blackbearer mit Obliteration Wand, das ist eine der, ich glaube, einer der besten Mapping-Stile, die man haben kann. Und das auf einem Attack-Base-Build. Das heißt, ich habe Giga-Attack-Speed mit meinem Shield-Charge. Und also wenn du an den Punkt kommst, wo du umbaust auf Shield-Crush, ja. Das Mapping ist halt gigantisch gut. Wenn wir gerade drüber ein bisschen sprechen, hast du direkt mit, du spielst mit Magna Eclipse, oder? Mhm. Hast du direkt mit dem angefangen oder hast du vorher Armor Shield? Ja, ich hab vorher Helix gespielt bis Level 90 und dann habe ich mir mit Magna Eclipse gefarmt. Okay, also wie hast du es gefarmt? Schon. Also ich habe jetzt gerade Cold River Maps gefavoritet, um die Div-Card zu bekommen für Twilight Temple. Und Twilight Temple über Kirak. Oder so, ja. Kirak kann sie dir verkaufen, Kirak kann sie dir anbieten als Mission. Ich habe dann tatsächlich finally eine T16 gefunden. Also ich hatte die erste Completion auf einer T5 gemacht, die er mir gegeben hat. Und dann habe ich über eine Red Map Kirk Mission die okay. T16 gemacht. Und da habe ich ein bisschen geschwitzt, da habe ich ein bisschen Bammeln gehabt, weil mein Charakter war noch nicht so ausgebaut wie jetzt. Und ich habe mir gedacht so, scheiße, T16 gehst jetzt rein, bist gerade so overcapped für den Curse. Schwierig, habe dann die zweite Hälfte des Shields gefarmt. Und dann habe ich das Shield gehabt, war ganz gut gerollt. Insofern ganz nice. Habe aber jetzt ein neues Shield seit gestern Abend. Oh. Gecraftet ist oder was? Mit Fossils. Muss ich mir mal angucken später. Fossils aber und more likely. Denkst du, man kann auch schon mit Vix Lunaris anfangen? Das ist das kleine, ne? Das kleine Blaue, ja. 800 Armor, oder? Das ist 800 das Armor, ist das nicht Small Pipi? Das ist ein bisschen wenig. Also da würde ich immer noch, glaube ich, Helix vorziehen. Ich glaube, man kann anfangen, ja. Aber die Garantie, ich würde keine Garantie geben. Ich habe auch schon Armor-Schilde, die irgendwie so 1500 Life oder so, 1500 Armor haben. Das ist ein Rare. Also ja, das okay. hat 840 Max Armor ohne Quali. Da kommst du auf 1000. Oh, ist ein bisschen Poop. Vor Red Maps wahrscheinlich schon. Okay. Muss ich einfach mal gucken. Vielleicht importiere ich, vielleicht jonke ich mal dein Bild im POB und guck mal rein. Du kannst gerne gucken, kannst mir gerne Feedback geben. Probier es auch gerne mal aus mit Vix Lunaris und sag mir, ob es gut gewesen ist, weil ich hatte das Gefühl mit dem Magna Eclipse, es war dann schon sehr gut. Also ich war überrascht, wie gut eigentlich der Bild war, nachdem ich umgebaut habe, weil ich nicht so viel erwartet habe. Aber vielleicht lag es auch meiner geringen Erwartungshaltung Shield Crush gegenüber. Was ich interessant fand, by the way, wo wir gerade von Magna Eclipse sprechen, ich habe das Shield auf extrem vielen Leuten gesehen. Also wirklich insane oft. Aufgeführt jedem zweiten Bild, wenn ich sehe, direkt ein Shit, Magna Eclipses. Immer. Okay. Und ich weiß nicht, warum. Ja, die 1000 extra Elemental. Ja, nee, das ich mein nicht, warum das ist, weil es obviously gut ist, aber halt letztlich. Warum jetzt erst? Würde ich jeden zweiten Bild, wenn ein Shit trägt, Magna Eclipses. Fast jeder. Und es war irgendwie so einfach eine insane. Ich weiß nicht, wieso das so ein Ding geworden ist. Einfach so über Nacht geführt. Homo Pass. 3.18 war so, ja, nimmst halt mal, ist okay. Und jetzt aber alle tragen es. Jeder. Also wahrscheinlich, weil halt Defense immer mehr
Rolle spielt. Ne? Aber halt vor dem Passive war es auch schon so. Also die ganzen Leute, die so Frostbling Ignite spielen oder so, so Vortex Ignite haben das genutzt. Die Shieldcrush Boys haben das genutzt. Ne? So ziemlich jeder Bild, der halt einfach einen Shield trägt, hat das genutzt. Also letzte League wäre es für mich überhaupt keine Option gewesen, sage ich mal so, aus meiner Warte, weil Recombinators waren da. Man kann sich plus 5 Max Rest Shield machen. Und dann noch Spell Suppression drauf und live und so. Ja, Käse. Vielleicht auch, weil die Spell Suppression jetzt nicht mehr so hoch ist auf dem Schild. Ja, und nicht mehr so viable. Ja. Stimmt auch. Ja. Also als Early-Einsteiger-Item fürs Mappen, so würde ich Magna eventuell auch in Erwägung ziehen. Mhm. Ich denke gerade, wenn du Black Bearer hast, vielleicht hast du Black Bearer im Schild drin, dass es die Plus-Level bekommt. Genau, das war halt jetzt auch sehr geil. Ich habe jetzt gerade mit dem neuen Schild habe ich weniger Clear, weil ich ein bisschen weniger AOE habe und muss mehr händisch arbeiten. Ich muss mehr selbst dafür arbeiten, weshalb sich das eventuell gar nicht rechnet, mit dem stärkeren Shield jetzt zu mappen, weil ich mache zwar die Bosse einen Ticken schneller, aber da ist meine Mapping-Experience ein bisschen schlechter. Den Unterschied merke ich. Habe jetzt lang genug auf Magna Eclipse gespielt. Insofern habe ich jetzt wirklich ein Bossing-Shield und ein Mapping-Shield. Ja, muss ich mal gucken. Kannst du hier bei Increased AOE reinsockeln? Habe ich auch. Wo hast du mehr Mapping-Clear? Mit dem Ding? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe mit Magna Eclipses durch 2 Level auf Black Bearer natürlich mehr Druck auf den Black Bearer, weil der Overall Total Amount. Wo fehlt dir denn der Area, damit du einen anderen Shield anlegst? Der Area Effect? Ja, kam es so vor, als hätte ich weniger AOE, deutlich. Plus 2 Level auf Socketed Gems und das ist ja nicht active, das heißt, mein AOE Support hat auch plus 2. Oh, das ist auch nur so ein bisschen, oder nicht? Also, würde mir jetzt nicht so massiv vorkommen. Naja, von 20 auf 22 AOE Support. Ich merke den Unterschied. Ich weiß ja ganz genau, wo die Monster anfangen zu poppen. Maybe, ja. I don't know. Also, wir vielleicht haben, warte, ich kann es jetzt sagen, es sind 2% AOE. Vielleicht wieder Buff von 2 Range of Cleave, der ist einfach ausschlaggebend. Wait, ist der wirklich drin? Das könnte natürlich ein sehr, sehr großer Grund sein. Ist der im Battle Pass drin, Magna Eclipse? Ja, Battle Pass. Achso, okay. Ich hab's auch schon. Ich hab's auch. Und das ist ganz lecker. Aber es war halt vor dem Change schon im Skin. Und das hat mich einfach nur gewundert. Aber generell, weil es mir aufgefallen ist. Also, ich habe auch schon oft Builds damit gespielt. Ja, mein Facebreaker Cyclone habe ich damit gespielt, weil es bietet dir halt erstens ein billiges Schild, was du gezielt farmen kannst, ja. Gerade Vix Lunaris kannst du unendlich oft dann dir farmen und corrupten für nochmal ein plus 1, dann hast du ein plus 3, dann kannst du da zum Beispiel Determination und Pride reinsockeln mit Enlighten und hast ein Level 6 Enlighten auf einmal da drin, ne? Oder ein Empower, ne? Kannst du auch mit Empower machen. Also ich habe das gerne immer so als kleinen Booster für Augen benutzt oder halt dann eben für andere Support-Sachen, wie zum Beispiel dann Black Bearer oder so. Also das war bei mir schon immer auf dem Schild, auf dem Schirm, das Schild. Warum bei anderen nicht so? I don't know. Aber eine coole Sache. Solti, dein League-Starter war der neue Skill direkt. Und war er so? Also, League-Start war bei mir actually Winterhead Brand. Ich habe dann in meiner, weiß nicht, echt? 10. Map oder sowas, habe ich einen plus 2 Wand gefunden. Einen Code, einen Spell. Und hab dann eine halbe Stunde später auf Lightning Conduit rerollt und den One weggepackt, weil Lightning Conduit in 10 OP war. Allerdings hat wirklich nur für die White und Blue Maps. Und danach hat Lightning Conduit, es hat sich beschissen angefühlt. Ich red's nicht schön. Also ab Red Maps ist das Skill absolut Dogshit. Es ist die schlimmste Experience, die ich je hatte. Der Damage ist nice, ist an sich echt gut, aber es fühlt sich einfach an, als ob random einfach deine Shocks nicht zählen. Bei Random mit dem Schock nicht skaliert, wie auch der Bug bei Gavanic Field halt der Fall war. Es fühlt sich einfach kacke an. Wenn ich jetzt hingehe und ich spiele Trade League und spiele mit Annihilating Light oder halt Doyenne's Prototype, ist es wahrscheinlich gut, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Es fühlt sich einfach nicht gut aus. Scaling im POB sieht dann aus, Damage im POB sieht dann aus und während der Akte, ich habe es erst später nach den Akten geswitcht, aber während der Akte, wenn man damit levelt, das ist der most broken Shit, den ich je gesehen habe. Leute haben legit Lunaris getwo-hitted. Mit normalem Leveling-Gear, League-Shot-Gear. Nicht irgendwie was da mitgenommen, ne? Getweetet. Das ist halt richtig krank. Aber danach halt, wenn du Maps kommst, irgendwann fällt der einfach ab. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, weshalb, aber ist halt nicht so geil, ne? Oh ja. War technisch mein League-Shot, aber ich hab's dann halt geswitcht. Ich hab's auch sehr bereut, muss ich sagen. Okay. Denkst du, für Trade hätte man mehr rausholen können mit krasserer Wand etc.? Also denkst du, Trade ist auf jeden Fall wert.
halt Annihilating Light reingehen, Reflected Jewelry mit halt Doyanis Prototype ist insane gut. Da machst du wirklich viel Damage, aber es spielt sich kacke halt. Du musst halt immer den Orb of Storms hinlegen, weil es die einzige Quelle ist, die wirklich reliable halt schockt, weil du kannst Stormrends packen und hast aber bei jedem, weiß ich nicht, vierten Cast keinen Schock auf den Gegner. Ein Cast ist halt ins Leere sozusagen. Du kannst auch eine Cast for Channeling Variante nehmen, weil Cast for Channeling gibt keinen Cooldown dazu, auch die Awakened Version nicht, weil der Cast 0,3 ist, glaube ich, den capped oder sowas, ne, wo du hingehen kannst. Mit Corpse Walker, Necromancer und diesem Shocked Corpses Dingens funktioniert anscheinend auch. Wurde ja eigentlich gesagt, dass es nicht geht, geht aber anscheinend. Er hat einen Dingens, wer hat das Bit gemacht? Nido, that's real Nido, der YouTuber hat einen gemacht. Sah auch geil aus. Also es gibt viele Möglichkeiten, ihn zu spielen, die auch echt gut sind, die auch echt geil aussehen, aber ich bin der Meinung, es gibt auch bessere Builds aktuell, die ohne so viel Klimbim drumrum irgendwie klarkommen und so weiter. Aber zum Leveln halt ungeschlagen. Zum Leveln Early Maps insane. Wirklich Top-Tier. Du kannst wahrscheinlich auch Ubers machen, wenn du Bock drauf hast, weil du brauchst nicht wirklich viel Gear, aber hat mir nicht interessant. Gefallen. Interessant. Hat mir nicht gefallen. Oh ja. Und jetzt hat Bone Shatter. Ich habe zwischendurch nochmal ganz kurz auf Vortex geswitcht. Vortex Ignite. Weil ich hatte ganz gutes Skill dafür, dachte ich, probier's mal aus. Aber auch nicht so meins, weil mein G war nicht gut genug und der Ignite-Damage war nicht hoch genug, war nicht so geil. Und dann Bone Shatter hat alle Probleme gelöst. Einfach der beste Bild. Und ich würde Helix spielen, wenn ich könnte. Aber ich hab's selbst gebannt. Und ich würde gerne Helix spielen. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Ja, aber Bone Shatter ist ja schon. Aber nicht Poison, ne? Nee, ich würde halt Dead Eyes spielen, obviously. Und auf gar keinen Fall Raider. Ja, aber vielleicht Champion. I don't know. Oh ja, nicht na, jetzt, wo du ja das Impale Watchers Eye getroppt hast, ne? Ich hab's sogar gecallt, ja. Das ist ja das Schlimme dabei. Aber ja, das wäre eine Option. Ne? Naja, ich kann auch Omni spielen. Ich kann auch Omni Impale spielen. Hidden Meta-Bild. Ich sag's euch. Krass. Ja, gut. Chat, wenn ihr dann sonst keine Fragen mehr habt, ne? Dann würde ich sagen, haben wir hier ein Ende erreicht. Wenn ihr beiden nichts mehr zu sagen habt. Ich bin sad über den Gwennon-Nerf. Ja, muss ich auch sagen. Gwennon gönnt gar nicht mehr. Ja, also ich wurde ja, nachdem ich das die erste Woche jeden Tag betont hatte, dass Gwennon genervt wurde, wurde ich gerade erst darauf hingewiesen, vorgestern, dass Gwennon übrigens genervt wurde. ja, da war ich auch super überrascht, nachdem ich jeden Tag Gwennon gespielt habe, dass Gwennon jetzt genervt sein soll. Hat mich auch sehr kalt überrascht, muss ich sagen. Ja, mich auch. Ich habe heute 360 Rewards gemacht und ich habe 6 oder 7 Uniques bekommen. Uff. Also ich habe letztens 5 Average gemacht und habe meine West Nest bekommen, die ich wollte. Kann auch Bias, kann auch Dingens sein. Einfach verschiedene Rarity-Tiers, wie oft du halt reroll musst. Aber halt, der Average ist so 1-2 Uniques auf 100 Rerolls. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich habe seit League-Start nämlich kein einziges Unique. Und ich habe gerade noch erzählt, Expedition, stärkste Mechanik und so mache ich auch die ganze Zeit. Jeden aber Heist war, Heist war auch changed, oder? Weil Heist ja, und Unique-Dingern. Ja, ja. Ein Unique pro Brute Force-Kiste, ne? Ja. Das ist auch sowas, wo ich mir denke: Ach, why? Warum? Warum? Ja. Es war doch so in Ordnung, wie es vorher war. Warum? Vom die Kisten haben ja, ich meine, gut, der Change war, glaube ich, richtig erstmal, weil war zu krass. Weil vorher war halt so, du machst die Kiste auf, wir droppen 5 Items, die 5 Items sind shit, du gehst weiter. Okay, jetzt droppt ein Item ist shit. Also ein Item ist shit, weiter. Du gehst weiter. Aber es wird nicht so. Und vor allem, selbst wenn es ein gutes ist und es dann schlecht gerollt ist, kannst du es nicht mehr divinen, weil divinen so teuer. No. Genau. Ja. Was ich gut fand, war, dann heißt overall, ich habe mich wesentlich weniger gezwungen gefühlt, heiß zu spielen. Als SSF-Spieler. Letztlich war das so, du skillst heißt und du machst heißt, ob du willst oder nicht. Das war so ein bisschen, als ob ich mein Arm in den Fleischpresser reindrücke und dann sage, okay, muss ich jetzt halt machen. Ich habe ja keine andere Wahl. Ne? Ob es mir jetzt gefällt oder nicht, ich muss jetzt einfach durch. Jetzt weniger? Ja, also ich war am Anfang ein bisschen in Contracts drin, war okay, habe ein bisschen Loot rausgeholt, habe gesagt, gut, ich habe aber jetzt eigentlich keinen Bock auf heißt, weil ich habe eigentlich jetzt nicht Bock, mir die Handflächen aufzuschneiden beim Spielen oder so, weil das vielleicht mehr Enjoy bewährt, heißt spielen. Ne? Blueprints gehen nämlich raus, Blueprints sind insane, die sind immer noch sehr, sehr geil und machen sehr viel Spaß. Ne? Aber ich habe nicht mehr so eine Notwendigkeit, dass ich in heißt reingehen muss. Ich habe es geskillt immer noch, so aus Reflex gefühlt, ein bisschen, als ob du Stockholm-Syndrom entwickelt hast. Aber ja, es ist nicht mehr so notwendig. Ich finde das irgendwie angenehm. Das ist gut, aber nicht notwendig.
Ja, ich sehe jetzt keinen Unterschied im Vergleich zu letzter oder vorletzter League. Also ich fand das schon, also gut, es sind nur die Uniques, die geändert wurden. Das ist für mich halt ein großer Punkt, dass ich dahin gehe für die Uniques halt. Mhm. War zumindest halt der Fall, ne? Stack Decks sind immer noch insane, Currency ist immer noch insane, Rares sind auch besser geworden, weil Loot 1.5 halt, ne? Mhm. Aber ja, wenn wir da gerade bei Rares noch sind, ne, ich gehe gleich noch auf die zwei Fragen aus dem Chat drauf ein, aber was haltet ihr, also das ist was mich wirklich jedes Mal aufregt. Natürlich verstehe ich den Großgedanken da hinten dran, ne? Aber dass gesagt wurde, Abyss spawnt zu viele Rares, das ist zu OP, das muss genervt werden. Natürlich weiß ich wegen Abusing von keine Ahnung, Quant und Gruppe etc. Aber dann stehe ich in so einem fucking Heist drin und da stehen 20.000 Rares in der nächsten Tür und ich mache die Tür auf und die sagen einfach, you shall not pass. Und ich bin tot. Ja. Let's aber, go, also, Freaks be. Wie kann man, also warum? I don't know. Es heißt es mir Mysterium. Ich glaube, heißt es wirklich einfach nur so ein bisschen, dass das Outlet für die Devs, aber um die ganzen wirklich Frustrationsgefühle, die Reddit erzeugt, einfach daran niederzulassen, um Leute einfach damit zu foltern oder sowas. Habe ich das einfach das Gefühl, I don't know. Das ist, I don't know. Ich mag heißt wirklich gar nicht. Also wirklich, können wir auch, höre ich auch mal so, ja, aber wenn du den Drop Speed Items und so craftest, das ist voll gut. Nein. Harvest is shit. I don't like it. Also ja. Heißt nicht Harvest, ne? Es ist einfach nicht schön. Ich mag nicht von den Türen warten. Ich finde, das triggert mich unendlich. Ich bin zu ungeduldig. Was mich hart getriggert hat, war der Moment, in dem ich zum ersten Mal beim League-Start die neue Änderung für die Arch-Nemesis-Modifier erfahren habe, nämlich dass Zonen gebunden vermehrt die gleichen Modifier auf gleichen Monstertypen auftreten. Wisst ihr, was ich hatte? Akt 6, Brian King's Reef, beziehungsweise davor, ne, wo man diese Escort-Quest machen muss und auf dem Bacon lohnen. Der Beacon. Und der langweiligste Part der gesamten Story von Akt 1 bis 10, diese Begleitquest, da waren dann Toxicis. Überall. Du bist in der Story, HC, hast keine Chaos Rest. Und dann kommt diese Toxicis-Kacke von jedem einzelnen Monster. Und die Monster spawnen immer und wieder nach. Und immer wieder kommen diese Toxicis-Dinger. Ey, es gibt einen Clip davon, da bin ich so hart am Ranten, weil dieses Ding immer wieder vor und zurück fährt, vor und zurück. Und ich nicht einmal durchziehen konnte, dass es dann in die Parkgarage kommt, ja. Geil. Nee, das hat mich wirklich mal kurz zur Weißglut gebracht. Aber ja, wie gesagt, ne, die Sachen ändern sich. Wir müssen mit dem Wandel gehen, wir müssen uns halt anpassen an die Änderungen, die uns die GG auch vorgibt. So, und ja, auch daran muss man sich mit abfinden. Das tut ja nichts, wenn ich mich ärgere. Da werde ich nicht schneller durch die Akte kommen, wenn ich mich drüber ärgere währenddessen. Gestresster am Ende. Haben wir noch drei Sachen und dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Gute Frage, Catmaster. Erstens, wunderschönen Gude und vielen Dank für die Frage, wirklich gut. Wenn ihr die Liga neu starten könntet, mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, was würdet ihr anders machen? Ich fange mal bei mir an. Bei mir wäre es ganz klar das Bild. Ich habe mit einem Blazing Salvo Inquisitor Selfcast gestartet. Mit Arctic Armor war damit das Leveling und das Early Mapping war super, super gut. Aber ich hätte einen Transition in Riches Fire machen sollen, um einfach ein besseres Playing Experience zu haben. Und hätte halt mich nicht auf Arctic Armor und auf Harvest fokussieren sollen. Weil das war halt, ich habe halt gedacht, ich komme durch Harvest schnell an eine gute Wand dran oder an ein gutes Scepter mit Damage oder so irgendwas, aber halt keine Crafts bekommen, kein Damage, kannst du nicht höher gehen, kriegst du nicht mehr Crafts, Teufelkreis. Also das wäre definitiv mein Ding gewesen. Also ich glaube, meine schlechte Erfahrung wirklich aus dem League-Start war das Bild ein bisschen schlecht gewählt, aber das war mir durchaus klar, beziehungsweise bewusst, oder war ich d'accord damit, dass das passieren kann. Und dann halt Harvest. Das war so mein Aua. Solti? Ja, relativ simpel. Ich würde Bonehunter starten. Ich würde Reddit instant Day One aus meinem Chat blacklisten. Twitter, Reddit, YouTube auf meinem Router sperren, dass ich auf die Seiten gar nicht mehr raufkomme. Würde ich blasten und die League einfach nur enjoyen. Genauso, wie ich es eigentlich jetzt gemacht habe. Nur halt ohne Bonehunter. Zwei Wochen später. Ja, das würde ich einfach, also ich habe mich auch einigen gehört, halt, mir hat mein Spaß mit League wurde mir nicht von dem Game versorgt, sondern nur von diesem ganzen negativen Feedback. Der war so insane toxisch.
Und das ist wirklich das, was mir am meisten abgefuckt hat. Und wenn ich einfach das rauscutten könnte aus meiner Gaming-Experience overall, würde ich das instant rausschneiden. Und das würde mir die League halt tausendmal more enjoyable machen. Ohne dieses ganze Drama, wenn man dann diskutieren oder so. Das wäre das Einzige. Ja. Ich habe es zwar auch mitbekommen, aber wir haben immer mal wieder so ein bisschen kurz drüber gesprochen, aber es war gar nicht so. Aber immer mal wieder ist für mich schon zu viel. Einmal drüber reden, dann habe ich meinen Standpunkt eigentlich klar gemacht, dachte ich. Und dann musst du das wieder erklären. Ja, aber ich meine, du bist ja Streamer, weil da kommen ja halt. Also es kann jetzt einer reinkommen, der die Frage vor 2 Minuten nicht gehört hat und stellt dieselbe Frage nochmal, weißt du? Nee, über ähnliche Themen mit den gleichen Leuten immer wieder. So. Und das ist ja auch so fein, wenn man verschiedene Diskursbunkte, weil halt einfach generell, du kriegst die Bubble ja trotzdem mit. Ne? Ja. Vom Einschlafen guck ich trotzdem auf Twitter und sie dann wieder einen Shit-Take, ne? Oder ich gucke in meinen YouTube-Kommentaren, wo mir irgendwer erzählen will, dass das irgendwie alles falsch ist oder sowas und weiß nicht, dass GGG das Tencent dahinter steckt oder so ein Schwachsinn. Dann lese ich in irgendeinem Discord, dass SSF-Spieler zu schlecht sind für Trade oder so. Und wenn du das halt liest, dann denkst du einfach so, pass auf, ich will es einfach nicht lesen. Ich will einfach dieses Game spielen, obwohl, was ich eh 16. Ja, ich kann das Zitat vorlesen, gut, aber das für den Take war ist das. Basically, ich will einfach das Game genießen. Like, ich habe Spaß im Spiel, ich enjoy das Spiel, ich will grinden, ich will meinen Fun haben, den habe ich auch, aber es wird halt so tainted durch diese Cooked Takes oder durch diese ganze. Ja, got it. Und jetzt das Zitat war: SSF spielen nur Leute, die zu schlecht sind, im Trade mitzuhalten. Das ist gestern ein Typ, der bei mir im Chat geschrieben hat, gestern Abend original, nicht so viel labern, sondern mehr zocken. Bitte, danke, Punkt. First-Time-Chatter, so bei mir im Chat. Ich gerade so, Leute, ich mache gerade noch die Map und dann erkläre ich kurz, wie Fossil Crafting geht. Dann haben wir so ein Sheet bei Gwennen geholt, haben unser neues Sheet gecraftet. Und ich erkläre gerade zu Fossil Crafting. Und dann kommt der Comment so, nicht so viel labern. Mehr zocken, ey, bitte. Alter, schön. So, ey, was? Du gibst mir Infos, mich besser im Spiel machen? Fuck you. Mega cool. Ich habe auch gesagt, sorry, dass nicht alle so an allwissend sind wie du. Ich versuche gerade ein bisschen Wissen zu vermitteln von dem, was ich hier irgendwo mal aufsaugen konnte, weil ich Leuten zugehört habe, die erzählt haben, ja. Just a random story of a Twitch-Streamer. Gut, aber bevor Solti noch hier weiterredet und wir heute Nacht um 12 Uhr hier hocken. HDM jetzt, ruhig. Pille, dein League-Start, wie sähe es anders aus? Oh, vielleicht hätte ich Seismic gespielt, hätte ich gewusst, wie anstrengend Explosive Trap ist. Einfach nur für meine Early Progression. Ah, stimmt, das war auch was ich vorhin noch sagen wollte zu Seismic. Vielleicht ist die Anstrengung, was du gefühlt hast, nicht dieser, also dass dir dieser Autofokus gefehlt hat. Weil du hast ja mit Exsanguinate hast du ja theoretisch einen Autofokus, der viele Monster tötet, die du, wenn du bei Explosive die nicht triffst halt, ne? Vielleicht war das auch die Anstrengung, die du gefühlt hast, ne? Ja, irgendwo schon. Irgendwo kann ich dir aber auch sagen, es liegt einfach an der Bequemlichkeit, dass es ein Damage-Over-Time-Effekt ist. Sowohl was den Schaden angeht, als auch die Trap, die halt über längere Zeit, also die Trap hat ja eine Duration und Pulse dann und macht in diesem Area Schaden. Und sagen wir mal Expedition, clusterst du alles zu mit den Seismics, läufst im Kreis drumherum, GG, fertig. Währenddessen drückst du deinen Focus Modifier, wenn du willst, wenn nicht, dann nicht, stirbt trotzdem alles. Ne? So war das halt vorher und so war das vorher auf jeder Klasse, in jeder Ascendancy. Jetzt würde ich sagen, ist es auf dem Sabo immer noch so, wenn man das möchte. Und man kann es halt nicht mehr auf allen Ascendancies so uneingeschränkt spielen, mit keinem Gear, so wie es halt vorher möglich war. Also da hätte ich vielleicht doch einfach sagen müssen, ja, es ist ein Skill, den ich sau gerne spiele, von der Spielweise her. Stattdessen habe ich nach meinem ersten Pick nochmal Explosive Trap rerollt, habe dann auch mehr reingefunden in dem Bild und habe es sehr genießen können, die Zeit. Was ich definitiv anders gemacht hätte, so wie du auch gesagt hast, kein Harvest-Skill am Anfang, weil es ist wasted. Early Maps, also White Maps brauchst du gar nicht, Yellow Maps so lala. Könnte man sich mal bei einem zweiten Run, bei einer zweiten frischen Progression überlegen, ob man das macht. Dot-Build beste Leben, absolut, ey. Dot beste Leben. Ich fand's immer krass, unsere Harvest-Entscheidung, Harvest-Experience so krass auseinandergehen, weil ich fand Harvest auch early so geil. I don't know. Nee, ich kann es nicht geil finden, wenn ich ein Feld mache, mir der Arsch Kuckuck von Harvest-Monstern richtig schön
versucht wird. Und also selbst in SC, also. Und keine Life Force droppt. Das Einzige, wofür ich da drin bin, das Einzige, wofür ich da reingehe. Ja, das ist, als würde ich Delft machen und es droppt halt einfach kein Azurite über, über 20 Nodes. So. Dass du natürlich spezifische Azurite-Nodes hast und andere nicht. Ja. Das macht es ja dann wiederum legit, dass manche es haben und manche nicht. Aber bei Harvest hast du Harvestfelder, aber du hast keinen Harvest. Ja, das Einzige, was diese Mechanik darstellt, sind für mich die Harvestfelder mit den Monstern drin, die tendenziell Lifeforce abwerfen sollen. Und wenn sie das nicht tun, dann erfüllen sie mich. Aber ich hatte das Problem die Funktion nicht, die diese Struktur hat. Mit dann hast du vielleicht am Anfang genug Juice gelaufen. Also ich habe es wirklich erlebt und habe jetzt gerade gestern Abend die Unterhaltung bei mir nochmal im Chat gehabt, weil auch wieder Leute kamen. Ich war dabei. Genau, du warst dabei. Wo halt dann jetzt der Punkt war, ja, selbst in T16 passiert es manchmal noch, dass keine Lifeforce droppt. Und da finde ich, adressiere ich ganz klar GG und sage, das sollte nicht passieren in einem belohnungsbasierten Game. Looten und leveln, Monster töten und looten, das ist wichtig. Das Belohnungssystem, wie du selbst gesagt hast, Dopamin muss reinkicken. Und wenn du nichts bekommst, dann ist es einfach eine Enttäuschung, weil kein Dopamin reinkickt. Ne? Und da hat GG Game Design technisch ist ein bisschen verfehlt. Ja, weil, oder die Chance verpasst, das zufriedenstellend zu gestalten in allen Aspekten. Ich würde es auch in Kauf nehmen. Sagen wir es mal so, einfaches Beispiel. Harvest war vorher early so stark, du bist in einen Harvest rein, wischest, du hast gesagt, du gehst da rein und hast dann dein ganzes Gearset komplett. Wie ist es gelaufen? Du hast verschiedene Felder angeklickt, hast dann die Station gehabt und hast etliche Rerolls gehabt. Sagen wir mal, in der Summe kamst du auf 30 bis 50 Rerolls pro Harvest, wenn du schon ein bisschen was geskillt hattest. Sagen wir, im schlechten Fall hast du mindestens 10 bis 20, eher 30 Rerolls, ne, Reforges. Und jetzt gehst du in ein Feld rein oder in ein Harvest Encounter rein, machst alle Felder und hast am Ende, nachdem du alle Felder machst, nicht eine Reforge, so ging es mir nicht am Anfang, und das in mehreren Beispielen, die Sample Size war 5 bis 10, und ich habe pro Feld nicht oder pro Harvest Encounter in der Map und alle Felder zusammengezählt, nicht einen einzigen Reforge bekommen. Mhm. Ich doch lieber eine garantierte Essence. Ja. Und hab dann Reforge dafür und hab einen garantierten Mod, statt mir tatsächlich den Hintern versohlen zu lassen durch Harvest Monster, die immer noch sehr, sehr stark sind im Verhältnis zu anderen League-Mechaniken, die es so gibt. Und keine Reward zu haben, ist für mich absolut das Einzige an dieser Mechanik, was ich so stark kritisiere, ist, dass sie da halt wirklich diesen Dopamin-Kick verpasst haben. Ja. Na, also ansonsten, wenn es mir so gehen würde, würde ich das auch absolut halt nachvollziehen können, auf jeden Fall. Ich hätte diese Erfahrung halt nie gemacht, dass irgendwie halt würde ich einfach gar nichts droppen. Hatte ich noch nie. Obwohl doch, actually schon, ein paar Mal. Wenn ich das nachdenke. Ja, doch. Aber so selbst, selbst wenn du halt diese Mini-Drops kriegst, ne, dieser Vergleich, natürlich ist es auch viel von dem, was wir gewohnt sind, nur zu dem, was wir jetzt halt haben. Klar, es ist ein Change, ne? Aber halt von 20 random Crafts auf einen halben Craft pro Harvest, das ist halt heftig, ne? Und man muss halt dazu sagen, man hat nicht nur weniger bekommen, ja, also weniger Crafts, sondern sie sind auch nicht besser geworden. Also wenn ich einen Reforge Fire oder einen Reforge Fizz irgendwo drauf mache, ist der immer noch Dogshit. Ja. Es war, es ist immer nur noch ein Reforge. Und dann für den nur einen Reforge 3-4 Harvest Encounter auf der Map, auf Maps in der Summe machen zu müssen, für einen Reforge. Also wenn eine Sacred Grove, in die ich reingehe, in einer White Map, mir nicht einen Reforge rausgibt, nicht einen einzigen, dann erfüllt für mich die Sacred Grove in dieser White Map die Funktion in keinster Weise. Ihre Daseinsberechtigung ist insofern nicht mehr existent. Richtig, das sind einfach nur noch Monster, die du tötest, die ein bisschen Loot droppen. Genau, Monster, die überverhältnismäßig rippy sind, die ein bisschen Loot droppen eventuell, aber den kann ich von allem anderen auch haben. Also ich habe keine Initiative, dann mit Harvest zu interagieren, weiterhin. Ja. Und deshalb habe ich Harvest rausgeskillt gehabt. Dann kam der Patch, dann wurde es reworked, mein Charakter hat weiter Progression gemacht. Ich habe es dann in Yellow Maps und in Red Maps ausprobiert. Jetzt wirft es regelmäßig Life Force ab für mich. Auch wenn es in Red Maps nicht die Giga-Zahlen sind, die man woanders hört, aber mir ist es eigentlich Bums. Mhm. Wenn dann 100 Life Force pro Mob oder mal 50 sind, ist auch okay, selbst auf einer Juice T16-Map. Es ist immer noch in Ordnung, weil letztendlich ist es ein bisschen was, aber nichts in der Hand zu halten und nicht mal einen Reforge zu bekommen, wo man vorher halt 10 bis 30, 40,
50 hatte im besten Fall. Das fand ich einfach eine gigantische Enttäuschung. Hm. Was auch gerade Catmaster nochmal sagt, ich wollte es vorhin eigentlich nicht ansprechen, weil ich eigentlich ein bisschen durch wollte, aber jetzt haben wir gerade noch ein bisschen die Zeit. Und zwar diese Lücke eben, die es am Anfang in Early Maps hinterlässt. Ne? Was ist da jetzt die Alternative? Ne? Weil, Rogue Eggs, also dann hast du auch wieder nur Random Rares. Ne? Du hast kein Crafting mehr. Ne? Ja. Was bleibt da noch über? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist was mich diese Liga abartig gepusht hat und was ich noch nicht so oft benutzt habe, aber trotzdem sehr, sehr gut war, ist Delve. Und ich finde und glaube, Delve kommt richtig hart wieder, weil Delve momentan meiner Meinung nach, gerade für Early, das ist, wo du am Deterministic craften kannst, ja, also da hast du halt dieses Blocken oder Lesser, More, etc. Du kannst halt verschiedene Kombinationen wenigstens machen und hast halt nicht nur, okay, Reforge mit einem Stat oder Reforge komplett random mit ein bisschen höhere Chance auf Life. Ja, und da denke ich, dass Early Game vielleicht Delve ein bisschen mehr Zuwachs finden wird. Ich bin gerade wieder am Delve enjoyen. Richtig. Richtig hart. Mit Blackberry, easy. Mega. Mega nice. Ja. Pops in der Delve sowieso gut. Die Arch-Nemesis Änderungen, dass Arch-Nemesis ein bisschen entschärft wurde, kommt natürlich auch dem Delven sehr zugute. Hab aber trotzdem gestern auch wieder so richtige ekelhafte Kombos gehabt mit Magma Barrier, Arcane Buffer und Mana Siphoner, wo du dann auch einfach abschnallst. Bei manchen Sachen logge ich da einfach aus und sag mir, ist es die Note nicht wert? Man hat aber die Freiheit in der Delve das halt zu machen, auch zu sagen, ja, nee, mit dem Monster-Template laufe ich das jetzt gerade nicht, dieses Stück. Und resette dann nochmal. Das ist eigentlich ganz geil. Was ich eigentlich noch sagen wollte bezüglich meines League-Starts, was hätte ich anders gemacht? Dane hat ja erzählt, er hätte sich davon ferngehalten und Reddit und sowas alles geblockt und so. Das habe ich von mir aus schon gemacht, dass ich mich da habe nicht groß irgendwie beeinflussen lassen. Einen eigenen moderierteren Chat hätte man durchaus machen können bezüglich gewisser Namen von Content-Creatern, die so gefallen sind hier und da mal. Oder halt wirklich Reddit einfach im eigenen Chat modden, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber was mich am meisten gestört hat, war eigentlich in andere Chats zu gehen, in anderen Communities mal reinzuschnuppern und dort so echt Cooktakes zu lesen. Allein das ist schon so. Ne, das hätte ich wahrscheinlich genau das gleiche Feeling auf Reddit verspürt, hätte ich dort mir die Sachen durchgelesen. Aber wenn du bei einem Streamer reinguckst, wo du gerne mal reinguckst und gerne mal zuschaust, was der gerade so für Progress macht und da dann solche Takes zu lesen, wo man sich manchmal nur auch wieder denken kann, ja, der Verfasser dieser Argumentation, der ist natürlich das Zentrum seines eigenen Universums, der wird sich da irgendwo was dabei gedacht haben und es sind Gefühle, die er hier zum Ausdruck bringt. Aber mir fällt es schwer, das objektiv irgendwo nachzuvollziehen, aus meiner subjektiven Warte. Ne? Das ist der Punkt. Es fällt schwer nachzuvollziehen und manche Sachen sind wirklich so echt überemotionalisiert und das ist das. Das macht so ein bisschen betroffen, das zu lesen auch. Und da denke ich mir, es ist so schade, dass... That being said, Salty, der war auch schon ein bisschen grenzwertig, ne? Ja, that being said, ey. Das sind nur Leute, die zu schlecht sind, Trading zu halten. Wir wissen das in der deutschen Community, ne? Aber so über andere Leute zu sprechen, ne? Weiß Bescheid. Ja, obviously. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben. Ich meine, der Typ hat sich ja auf ein paar Sachen schon zu Schulden kommen lassen, aber ja. Ja, ist auch egal. Aber allerletztes Thema wirklich, hast du heute auch schon ein bisschen angeteasert immer wieder, Salty. Und zwar, ich würde gern als Salty Gain Minion Gott deine Meinung wirklich zu dem Punkt wissen. Also, ich kenne mich auch ein bisschen mit Minions aus, aber nicht so krass. Aber ich fand gerade, wenn wir jetzt von dem Ausraster reden, ne, ich kann ihn richtig, richtig fühlen. Ne? Und es ist halt auch ärgerlich, aber es war halt auch ein bisschen zu viel. Ne? Was denkst du zu dem State? Also jetzt nicht zu seiner Reaktion, sondern zu dem State von Minions und vor allem, wie sie das gehandhabt haben. Gerade, dass sie ihm gesagt haben, hey, nee, es ist alles fein, test es. Und er testet es und er testet es gut. Und es ist halt nicht fein. Ja, also
ich meine, ich hab natürlich jetzt nicht so viel Minions gespielt, League bisher, ne? Ich habe mich letztens darüber ausgelassen, dass mir Gazzys Art und Weise, wie er die Informationen rübergebracht hat, nicht gefallen hat. Ja, kein klar. Stück. Habe ich letztens durch einen ziemlichen Rant drüber abgelassen, was daran so echt viel schief gelaufen ist. Dieses typische, oh, Minions sind shit, ah, nee, sind doch nicht, ach doch, sind doch wieder shit und dann, ach, ich kann nicht mehr nachdenken und dann so weiter, ne? So diese Sachen. Schwierig, ne? Aber was Minions an sich betrifft, ich finde, das Set von Minions ist absolut fein. Wie ja auch die Leaks davor schon war. Seit 3.8, glaube ich, 3.7 oder sowas, haben wir konstant Minions-Nerfs gehabt. Jede League in Folge, immer wieder 4 oder 5 Mal in Folge, basically. Und auch da wurde immer gesagt, oh nee, Minions sind jetzt tot. Wir haben ein Level verloren, Minions sind unspielbar, wir schaffen nie wieder irgendwas. Und dann am Tag 2 standen wir wieder da mit 100 mit der DPS. Ne? Mit den Top 5 Builds der League waren 4 davon Minion-Builds oder so. Ne? Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie in meiner Zeitlinie gibt, wo das nicht der Fall ist. Ne? Und jetzt als letztes hat Gazzys wieder gezeigt, oder Ether mal gezeigt, er hat rausgefunden erneut, dass man mit Absolution auf von Tabula immer noch Ether machen kann. Welche Überraschung, Minions sind immer noch stark. Ne? Es dauert natürlich ein bisschen, aber es ist fein. Ne? Und was die Survivability angeht, halt auch mit dem Animate Guardian, ich bin immer, man kann den tankiger machen. Ne? Man kann natürlich halt auch argumentieren, dass es schon Issues gibt, was die Tanken das angeht, an vielen Enden, vor allem halt, was die überarbeiten werden, an vielen Modifiern, die immer noch zu viel Schaden an Minions machen, was sie nicht machen sollten. Na, was, denke ich, auch halt davon gestützt wird, generell viel aufs Maul bekommen. Mhm. Aber ich bin der Meinung, es ist fein und man kann auch einfach viele Minions spielen, die kein Problem damit haben, wie zum Beispiel Popcorn SRS, die ja sterben sollen. Die sollen ja nicht überleben, die sollen ja verrecken. Ne? Oder halt Permanent Resummon Minions, wie zum Beispiel Soul Rest Phantasm, die werden die ganze Zeit respawned. Ne? Absolution, gleiches Spiel, More of Mischief mit Herald of Purity. Ne? Also es gibt halt mehr als genug Builds oder halt auch von mir aus Dark Pact Skellies. Ne? Ich weiß nicht, ob die noch machbar sind oder nicht, actually, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Minions zu spielen, die nicht darauf aufbauen müssen, unbedingt immer permanente Minions zu haben, die die ganze Zeit da sind. Ne? Viele, wenn man zum Beispiel irgendwie Spectres nimmt, man kann halt Support Spectres nehmen mit Meat Shield, laufen die einfach immer um einen rum und gehen nicht irgendwo in irgendeinen Abgrund rein. Ne? Convocation auf Linksklick und du bist eigentlich mehr oder weniger good to go mit fast jeder Mechanik. Ne? Und musst ein bisschen mehr defensive investieren. Ich finde es aber halt fein, dass man so ein bisschen sagt, hey, ich muss halt ein bisschen investieren und legt nicht irgendwie einfach ein Bonehelmet an, eine plus 2 Tab und dann bin ich fertig für Uberbosse. Das ist nicht der Stand, wo Minions sein sollten. Das ist nicht korrekt. And I don't like it. Ja, aber, aber jetzt Scherze beiseite, findest du es dann wirklich okay? Weil natürlich kann man immer mehr investieren, aber seine Animate Guardians waren ja schon gut. Ja, also kann man auf jeden Fall sagen. Und dass sie an so einem Content sterben sollten. Okay, das eine war ein Bug mit Tool, dass der halt mehr Damage gemacht hat, als er machen sollte. Aber selbst wenn er 20% mehr Schaden an Minions macht, sollte er so einen Animate Guardian killen? Also, dazu habe ich jetzt zwei Takes wieder. Ich habe halt die Minions noch nicht gespielt. Ich kann jetzt nur halt von Anecdote Evidence gehen, die ich so gehört habe und von einfach generell halt Knowledge, die ich habe. Aber zum Beispiel in der Vergangenheit war es so, mein Animate Guardian Setup, was ich in 3.8, 3.9 und 3.10 gespielt habe. Ich glaube auch 3.11, not sure. Vielleicht 3.12. Aber bis Expedition basically. Bis halt dann die Soul, die Syndicate Operators endlich mal genervt wurden. Na? Das ganze Anime mit Guardian Setup hat jede League überlebt. Jeden Encounter, jeden Bossfight. Cyrus, die extrem overjuiced Metamorphs, ne, die dir damals auch durch den von Empium halb ums Leben gebracht haben. Jedes Mal, und ich habe wahrscheinlich pro Tag 2 oder 3 Nachrichten bekommen von Leuten, die meinen, ey, mein Animate Guardian ist gestorben, mein ganzes Gear ist weg, was kann ich nur tun? Ich so, bau doch mal das Setup. Und dann hat es funktioniert. So, und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob mein Setup besser ist oder was auch immer. Ne? Glaube ich auch nicht, aber es hat immer genügt, damit mein Animate Guardian überlebt. Die ganze League lang in wirklich hohem Content, also D-Lead-Content oder halt einfach generell T16 oder früher dann T19 Maps gab es ja auch noch, ne? Sowas halt. Und es hat funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass auch heutzutage noch funktionieren kann, wenn man jetzt nicht mit den krankesten Content macht oder halt Convocation auf Links packt, DK Ward Skill für die Recovery on Block, ne? Block Notes generell mitnimmt, all solche Sachen, dass es dann möglich ist, auch vielleicht in gebackenen Counter wie Tool. Ne? Kann ich natürlich jetzt nur behaupten, ich habe jetzt keine Sources, die das backen, wo ich sage, hey, das ist genauso, weil ich kann das vorrechnen oder so, ist aber halt meine einfach Erfahrung aus dem Bereich. Ne? Dazu interessante Frage aus dem Chat hier vom Meister Frosch. Okay, Dane, dann sag mir, wie ich meine Zombies so stabil machen kann, dass die nicht an 2 Stacks Corrupted Blood sterben.
du kannst. Mein Take wäre jetzt die eine Node in der Mitte des Trees beim Cyan Wheel. Da gibt es Physical Damage Mitigation. Ja, genau. Also es gibt halt Indomitable Army oben auch beim Dingens. Mit Instability oben halt. Ne? Die gibt halt auch Physical Damage Reduction und halt nicht mehr Damage, wenn du halt. Wenn die Minions sich bewegen. Das ist eine Note, die du auf jeden Fall skillen musst für Minion Defense. Ne? Hm. Und ansonsten halt einfach war aber das Problem mit, genau, das ist halt nochmal was Catmaster schreibt, ne? Mit Minions Recover Life und neben Minion Death. Ne? Also es gibt sehr viele Notes, die du halt skillen kannst. Muss die halt auch einfach mittlerweile skillen. Also es geht nicht mehr so wie früher, dass du sagst, hey. Kommen wir dann nicht, sorry, wenn ich unterbreche, aber kommen wir dann nicht an den Punkt, dass Minion Builds einfach die Ultra Class Cannons werden? Weil wenn du schon, also du musst ja auch ein bisschen Minion Damage skillen. Dann musst du, ja, und guck mal, jetzt musst du dann noch mehr Minion Survivability skillen und bekommst noch weniger eigene Survivability, obwohl der Content noch härter wird. Weißt du? Nee. Also, ja, du bist ja noch, also die Sache ist ja die. Vorher warst du die Minimeter, früher war ja, also, du nimmst die Necromantic Aegis Node, hast keine Defense, rennst, hoffst, dass du überlebst, während deine Minions den Boss one-shotten. Das war die Minimeter für die größte Zeit der letzten Leaks. Ne? Immer. Und natürlich nicht in HC, obviously, aber das haben eigentlich andere so gespielt, weil die Builds waren OP. Ne? Jetzt hast du den Punkt, du sagst, hey, ich habe vielleicht nicht mehr 150 Millionen DPS, nur noch 50 Millionen, ja, quasi unspielbare Werte für Trade League. Ne? Also, du kriegst ja nichts tot mit quasi und musst halt ein bisschen dafür halt in Minion Defense investieren. Und ich finde, das ist ein guter Punkt. Man kann daraus aufbauen, kann sagen, hey, ich mache jetzt so eine Waffe halt irgendwie Minions auf dem und dem Punkt oder buffen einfach den Base Health, zum Beispiel Sachen wie Slave Dollar, die repeatedly darunter leiden. Die haben, glaube ich, bei 50k HP gestartet, die haben jetzt gerade noch 15k oder sowas, ne? In halbwegs okayen Setups. Das ist insane. Die sind immer komplett am Leiden von diesen ganzen Changes, die halt alle betreffen und nicht spezifische Minions generell. Und Zombies zum Beispiel sind halt notorisch dafür, vor allem halt auch im Early Game, dass du die halt nicht nimmst, weil die einfach viel zu wenig HP haben. Sie sterben den Akten immer weg. War immer so. Habe ich einfach nie gespielt, weil es einfach zu annoying war. Und auch später in den Maps teilweise sind meine Zombies die einzigen Minions, die oft gestorben sind. Zusammen mit den Slave Drivern. Na, das ist einfach ein Ding, das passiert einfach normal. Das ist schade, da muss man halt mehr investieren. Na? Und wenn du halt mehr investierst in Sachen wie DK Ward, Indomitable Army, Recover und Minion Death Fight, das dann passieren sollte, na, all die Sachen helfen halt. Na, wenn du halt dann mit den Zombies spielst. Hm. Oder halt Meat Shit kann man auch noch reinnehmen, by the way. Habe ich auch eigentlich immer drin. Support Links zählen natürlich viel. Oh ja. Es gibt Möglichkeiten theoretisch dafür. Letzte League ein Animate Guardian gespielt. Zum ersten Mal richtig equipped. Richtig gut equipped. SSF. Ne? Und der war dann in der letzten Map des Tages. Waren wir in der Strand T16 und Corrupted Blood hat ihn. Ey. Was da los? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Dane gone. Ich gone? Nee, mein Discord-Nachricht aufgehabt. Ah ja. Ah. Und an der letzten Map ist mein Animate Guardian an einem Corruptor, Arch Nemesis Modifier, gestorben, weil er in so einem Bubbling Pool drin stand, aus ganz vielen von diesen Corruption Bubbles. Ja. Und ich habe die ganze Zeit oben links ins Bild geguckt gehabt und habe geguckt, dass, wenn die Leben sich mal bewegt haben, gib ihm CB Moon Gloves aus der Delph. Gib mir die in SSF, please, Sir. Weißt du, ich weiß, dass natürlich kommt dann jemand um die Ecke, ne? So ein Forehead und sagt, ja, es geht. Aber hast es nicht? Anscheinend habe ich es nicht gehabt. Hab die Checkmark nicht gemacht, ne? Für CB Gloves aus der Delph. Er hatte zufällig halt Cursor und Hit Gloves schon an, weil die ja auch sehr praktisch sind für so einen Animate Guardian. Wie auch immer, ist er gestorben und für mich war der Bild danach dead. Ich war so enttäuscht. Weil ich habe so viel Investment und so viel Energie da reingesteckt auch. Und waren 95er Okkultist mit Arakalis Fang, Aegis, Melding of the Flash, Solstice Vigil, also top gegierter Charakter. Und dementsprechend war halt auch der Alien mit Guardian gegiert. Und dann ist er da verreckt und ich war so piss. Ich war wirklich tilt. Ich war richtig verstehen. Tilt. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich gesagt, nee, fuck it, scheiß drauf, spiele ich keine Minions mehr. Dann habe ich Bone Shatter gespielt. Und es war so gut. Es war so gut. Es war so gut. Get fucked, Animate Guardian. Es war so gut. Bone Shatter Supremacy arrived. Ja, nächste dann. Ich muss dazu sagen, beim Animate Guardian, ich bin nur so... Man geht vielleicht ein bisschen falsch rein, weil man handelt das so ein bisschen wie einen normalen Support-Gem, aber es ist ein Investment. Du gibst die Sachen aus, die Sachen sind gone und es ist auch für mich... Sehr schön, mich damit anzufreunden, zu sagen, hey, ich lege mein Item hin und das ist weg. Das kriege ich nie wieder. Auf gar keine Art und Weise. Egal, was passiert, ob er jetzt stirbt oder nicht. Und das ist halt einfach verschwunden. Ne? Und das ist einfach ein Investment, was man tätigt. Und
das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man es nicht gewohnt ist, fühlt es sich bei dir halt auch so scheiße. Weil wenn bei mir auch einmal einer gestorben ist beim Testing früher halt oder sowas, ne, es fühlt sich auch, wenn es nur ein Ex ist oder Zweig ist, es fühlt sich kacke an. Ja, auch das einfach einen Summoner, den Summon von dem AG. Ich bin es ja gewöhnt, Charaktere zu verlieren, Investment zu verlieren, ja. Stunden, hunderte von Stunden Spielzeit in den Sand zu setzen, durch irgendeine kleine Dummheit, mal nicht aufgepasst oder am besten noch ein Spielbug. Ich bin da echt frustrationstolerant. Aber das hat mich auf eine andere Art und Weise, das war, als wäre ein Charakter von mir gestorben, ja. Weil du halt keinen Einfluss hast. Du kannst und dann hatte ich aber keinen Einfluss, genau. Ich hatte einen Charakter verloren und das ist ein sehr guter Vergleich eigentlich. Ich habe den Charakter verloren und es hat sich ein bisschen meiner Kontrolle entzogen. Ich hatte wenig Einfluss oder keinen Einfluss darauf in dem Moment. Und es ist ein bisschen, als würde ich einen Charakter an einem Game Crash verlieren oder an einem Disconnect. Und das ist die schlimmste Form zu rippen. Das ist ja auch das, was ja dann. Bei mir halt, ne? Das ist ja auch das, was GDG dann gesagt hat, dass halt gerade Abilities, die schwer sind für Minions zu dodgen, weil du hast ja nicht, gerade bei permanenteren Minions, hast du ja nicht permanent die Möglichkeit, die umzublazen, ne? Weil du hast nur Convocation. Ist schwierig. Ja? Ja. Du hast nur Convocation. Ist es auf Cooldown, dann hast du nichts, ne? Und deswegen sollen ja auch gerade diese Skills, die halt eigentlich schwer zu dodgen sind für Minions, ne? Wie zum Beispiel solche Bodeneffekte oder diese Laserstrahlen, Beams von Zerus etc., sollten halt weniger Damage an Minions machen. Und ich denke, dass ich bin auch vollkommen zufrieden damit, wenn Minions nicht so tanky sind, wenn die mal sterben und wenn man als Minionspieler ein bisschen mehr machen muss, das um zwei Minions nachzucasten oder so, ne? Aber bei so Sachen sollte dann halt wirklich ein bisschen besser geguckt werden. Also ich finde auch einfach generell, so Spectres und so, alle Minions, die permanent sind und die schwer zu resummen sind, sollten einfach generell mehr Base-Tankiness haben. Aber ich finde, du musst immer noch halt sagen, okay, du musst über die Defensive Nodes im Tree gehen, ansonsten sind deine Minions einfach at risk, fertig. Ne? Wenn du mal die Nodes reingehst, sollten die einfach safe sein. An dem Punkt müssen wir sollten sie safe sein. Also du sagst, hey, du packst ein bisschen ins Gear, dass du einfach Breastcap bist mit den Minions, packst ein bisschen Max-Ras rein, Physical Damage Reaction, wie du es auf einem normalen Charakter ja auch machen würdest, ne? Das Investment muss da sein, wenn das Investment da ist, müssen die aber auch tanky sein. Wenn der Punkt nicht erreicht ist, dann ist es nicht gut. Ne? Und ich finde, das ist ein guter Schritt, wo die jetzt hingehen wollen oder wo die gerade eben hingehen oder hingegangen sind schon bereits. Ne? Und einfach generell ist ja bei Minion-Spielern immer so ein bisschen Lethargie in der ganzen Meta drin, dass sie sagen, wir machen das Alte wie immer und das bleibt einfach so und ich mache weiterhin Necromantic Aegis und ballern und ich spiele weiterhin Syndicate Opus, auch wenn die genervt sind oder sowas halt, ne? Und das ist, glaube ich, einfach so ein Problem halt da drin, ne? Genauso wie ja auch mit den Rarity Changes. Auch so ein bisschen Lethargie. Ganz kurz die zwei Sachen aus dem Chat. Banks, das würde zum Beispiel jetzt nicht funktionieren, dass du ein Respawn-Spectre-System hast, weil eben Spectre ja, also natürlich erkennt das Game, welche Spectre du benutzt, aber es kann sie ja nur dann respawnen, wenn die Leichen dazu auch da sind. Also ich denke, das würde jetzt nicht unbedingt über ein Game funktionieren. Die Idee an sich ist cool, vielleicht auch eine Necromancer-Überarbeitung, dass ein Necromancer so wie ein Golemancer, der seine Golems respawnt automatisch, dass der Necromancer auch seine Spectern respawnt automatisch. Sowas wäre vielleicht irgendwie cool, die Idee, aber denke ich, ein bisschen schwerer einzuführen. Aber das oben drüber ist auf jeden Fall eine Sache, die mehr und mehr kommen muss, und zwar es muss halt mehr von POB weg. Ja. Wir sind so abhängig von POB, um dieses Spiel gut zu spielen, vor allem was Minions angeht. Ne? Also wir haben wir in-game irgendwelche Infos überhaupt über Minions? Ich glaube, wir sehen in-game noch nicht mal das Live vom Animate Guardian, oder? Nee, du musst das Prozent-Live zusammenrechnen. Nee, live siehst du. Live ist Tutu drin. Ja. Live drin, aber sonst halt, ne? Total also, live oder Prozent-Live? Total live. Ja. Sie ist total live? Okay, hab ich nicht geguckt. Tutup ist generell, ich glaube, früher war es 45.000, 50.000 HP, glaube ich, Tutup war fein. Da warst du eigentlich tanky genug mit dem Ding. Not even notice, und dabei habe ich meinen Guardian so geliebt. Da steht das dann. Aber das ist halt echt was wir ein bisschen mehr brauchen, ne? Ein bisschen mehr Ingame, also es soll nicht mehr Ingame-Informationen jetzt da sein, dass alles zugeklustert wird, ne? Aber halt, dass man die Möglichkeit hat, auch ohne POB zum Beispiel zu sehen, wie hoch ist jetzt genau eigentlich mein Poison-Damage, ne? Weil das sehe ich auch nicht wirklich, ne? Weil dann steht dann da eine andere Zahl als da und kalkuliert nicht genau die Hitchance mal mit ein und was weiß ich nicht alles, ne? Also es ist ein bisschen Ich muss sagen, bin ich nicht der Meinung,
ehrlich gesagt. Ich finde es nicht schlimm, ein externes Tool zu haben, was extrem sophisticated ist, für genau diesen und nur diesen einen Purpose für den Character Build, whatever, und es einfach in-game nicht haben zu müssen. Weil du musst ja überlegen, wenn du jetzt irgendwie so ein Game designst, ein Game codest, wenn du jetzt so ein System hast wie POP in-game, das verschlingt so viele Ressourcen, weil du musst permanent die ganzen Daten abrufbar haben irgendwo, du musst die ganzen Pointer haben, die auf irgendwelche Adressen zeigen und so weiter. Es ist, glaube ich, einfach schon fast unmöglich, ein Produkt ins Game zu bringen, was auch nur ansatzweise, also wirklich auch nur ein Bruchteil ansatzweise äquivalent zu dem, was wir im POP haben, für verschiedene Berechnungen. Das POP einfach halt ein Thema. Oh, Fummel, das wäre gut, ey. Ich bin da ganz bei dir, wenn man sagt, okay, du hast im POP die Freiheit, auch Sachen frei zu ändern. Ne? Aber eine Ist-Stand-Analyse sollte doch nicht zu viel verlangt sein. Ne? Mhm. Nicht ein hypothetisches, ich rechne mir das und das und das aus. Dafür bin ich ganz bei dir. So ein Character-Planer, so ein Out-of-Game-Character-Editor, wo man sich dann Zielsetzungen zusammensteckt, wo man darauf hinarbeiten möchte, das bin ich absolut bei dir, dass man sowas als externes, sehr, sehr sophisticated Tool einfach haben kann. Aber eine Ist-Stand-Analyse von dem, was gerade Phase ist, das gibt es in anderen Games. Also wenn ich mich irre, zum Beispiel Last Epoch habe ich gespielt, da kriegst du die Sachen auch sehr, sehr detailliert angezeigt, sehr, sehr gut angezeigt, wenn ich mich nicht irre. Also ich denke, sowas wäre umsetzbar und es wäre nicht zu viel verlangt. Einfach gewisse Werte anzuzeigen. Und uns vielleicht, es wäre doch okay, wenn man uns eine Option gibt, wo man sagen kann, so wie früher bei den Tooltips, Advanced Tooltips, das, was jetzt Standard ist für alles, was ja auch gut ist, dass jeder Alt drücken kann und kriegt sofort Advanced Tooltips angezeigt. Ja, und man muss es sich extra anklicken mit dem Haken, wie man das früher mal musste. Aber dass man vielleicht jetzt stattdessen so einen Haken hätte, der halt sagt, erweiterte Skill-Werte anzeigen oder so. Ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, es ist einfach für PUE ist es zu komplex. Was Keller gerade auch sagt, das ist relativ richtig. Ne? Dein Damage hängt stark davon ab, wie viel Res hat der Gegner, deine Curses, Pen, Exposure, und es gibt so viele Ripple-Effekte durch andere Sachen in deinem Tree, die nicht eingerechnet werden können. Das ist, glaube ich, einfach halt für ein Game wie PUE, was so viele Sachen schon berechnen muss generell. Es ist zu viel Last, die einfach unnötig ist, wenn du ja schon das Programm hast. Ich meine, klar, es wäre cool, in-game zu sehen. Genau. Es wäre cool natürlich, in-game zu sehen, hey, wie viel Damage macht jetzt eigentlich mein Bounce da wirklich, wenn ich 20 Trauma-Stacks habe oder sowas, die ich einfach auswählen könnte in einem Programm. Ne, wäre das cool, ne? Gehe ich voll mit, fände ich auch sehr, sehr nice. Aber ich glaube, es macht einfach logistisch, so wie halt auch Game-Coding-Programme, einfach keinen Sinn, das einzubringen, um dann halt theoretisch das Spiel zu gefährden, die Stabilität vom Spiel zu gefährden, der Speed, alle solche Sachen. Ne? Stell dir vor, du hast das jetzt in-game drin und drückst aus für den C und durch die Änderung brauchst halt eine Sekunde zum Laden, du hast ein Standbild, stirbst währenddessen. Naja, das darf natürlich nicht sein. Sowas muss nahtlos, wenn sowas implementiert wird, dann gehen wir davon aus, dass solche Ideen natürlich technisch nahtlos umgesetzt werden, vielleicht werden können in Zukunft, wenn man den Spaghetti-Code endlich mal entwirrt oder halt einen POE2-neuen Code, was auch immer. Da passiert, ne? Ist ja also irgendwie Zukunftsdenken ein bisschen. Ja, aber wir sind auch ein bisschen vom Thema eigentlich ab, weil eigentlich ging es nur um Minion-Stats, ne? Also, dass wir Minion-Stats online an. Weil also natürlich, es gibt ja diese DPS-Hunter, ne, die wo halt einfach den größten haben wollen und so, ne? Für die ist dann das Tool, ne, halt der Way to go, um halt zu gucken, wie verhält sich DPS im Sinne von, was mache ich dann und dann und dann. Aber wenn man jetzt halt zum Beispiel als Casual Andy da halt hockt und meine Minions sterben die ganze Zeit, aber ich weiß nicht warum. Und wenn man es halt in-game direkt hätte, hey, deine Minions haben so viel Life und so viel Resis, das wäre halt zumindest schon mal ein Vorteil. Ne? Schon den die notwendigsten halt Informationen. Ne? Ja. Sowas wie Minion Rest, dass du das einfach angezeigt bekommst irgendwo. Ja, weil gerade auch, dass du die Base-Werte gar nicht weißt, wenn du nicht auf DB gehst. Ne? Ja. Also du bist auch da wieder dazu gezwungen, auf eine Drittparty-Website zu gehen, um dir überhaupt Informationen von deinem Leben, von deinem Minion, von deinen Attacks und so weiter zu holen, die halt nicht im Game offen ersichtlich sind. Da gehe ich voll mit. Also generell so eine UI-Geschichte, was ich auch extrem geil finde und habe ich damals auch schon angepriesen, was ich unbedingt haben möchte, wäre einfach zwei UI-Elemente. Das erste ist für den Spectre, so Spectre-Bank-mäßig, dass du siehst, okay, die Spectre habe ich jetzt gespeichert sozusagen zur Auswahl in meinem Desecrate-Pool, den ich auswählen könnte im Hideout, weil ich hätte jetzt gerne in meinem Desecrate-Pool den Spectre, den Spectre, den Spectre von den letzten 10, die du gefunden hast, whatever. Ja.
Oder halt einfach, um halt die Stats auch von dem zu sehen. Ne? Und das andere wäre einfach ein UI für den Element Guardian, um die Items mal zu sehen, die er gerade trägt, zum Beispiel. Solche Sachen halt. Einfach generell einfach UIs für die Minions ist wär so ein Luxus. Das ist so Pain. Ne? Oh ja, gehe ich voll mit. Ne? So eine Dinger sind einfach sehr gut. Oder so eine Damage-Puppe, Damage-Dummy. Ja. Hat der Chris mal gesagt, bekommen wir nicht. Hat er in einem Podcast gesagt. Auch weil das an Ingame-DPS-Meter grenzt und dann will er keinen DPS-Meter haben. Es reicht ihm ja schon, dass es halt den DPS quasi im POB gibt, aber er will nicht so einen DPS-Tester oder so irgendwas haben. Ja. Hm. Ich auch sehr schade fand, weil gerade auch mir, wenn ich einen neuen Skill spiele oder so, ich hab's immer sehr gerne, wenn ich zum Beispiel halt einfach jetzt meine Wand austausche und gucke, okay, gibt die Wand mir mehr Damage? Ja, nein. Ne? Guck dann halt einfach auf meinen Tooltip. Aber da der Tooltip halt so nichtssagend ist oder so auch mal schlecht angezeigt wird, weiß ich halt nicht, was es ist. Und dann mache ich dann halt schnell Copy-Paste in POB rein und sehe es dann. Ne? Aber da ist es dann halt auch sehr situationsabhängig wieder. Ne? Also so ein Target-Dummy wäre schon eine coole Sache. That being said, ich denke, wir sind jetzt hier an einem guten Punkt, dass wir jetzt Feierabend machen können, weil wir sind schon fucking 4 Stunden am Quatschen. Ja? Oh Leute, ey. Ich weiß, 4 Stunden mehr rein, ich hab noch viel zu sagen. Ja. Ich hab auch müde. Weiter geht's dann drüben bei Salty Dane. Ne? Nee. Ja, nicht mehr live. Ja, dann. Ich bin auch noch live, aber ich glaube, wird auch nichts mehr. Dann Sage, ne? Dann richtig Sage. Nee, aber hat mega, mega Spaß gemacht mit euch, ne? Schade, nochmal, dass Mario nicht da sein konnte. Nochmal an dieser Stelle gute Besserung, ne? Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Und als Strafe muss er beim Trial of Norwich wieder mitmachen. Oh ja, beim genau. Und er kann beim nächsten Trial of Norwich gegen mich verlieren. Denn du spielst nicht mehr mit. Und wo wir da auch gerade beim Thema sind, nochmal kurze Werbung fürs Trial of Knowledge. Ne? Wenn ihr die letzte Episode von letzter Woche nicht gesehen habt, oder vorletzte Woche war es sogar schon, glaube ich, ist mittlerweile jetzt auf YouTube hochgeladen. Könnt ihr euch nochmal die letzte Episode angucken. Salty gegen Twitch-Chat war eine sehr, sehr spannende und witzige Sache. Ab Ende der Liga wird es dann das Trial of Knowledge in Englisch geben. Ja? Also auch wieder live gestreamt und dann auf YouTube hochgeladen in Englisch. Kandidaten stehen noch nicht fest. Catmaster, ich rede gleich nochmal mit dir. Ja? Also ich schreibe dich gleich im Discord an. Und ja, ich würde mich dann einfach mal in dem Sinne bei Pilleprille und bei Salty bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Für die Leute, geht auf ihren Kanälen bitte vorbei. Ne? Lasst da ein Follow da. Machen wir hier noch kurze Shoutouts an die beiden. Ja, danke fürs Dahaben, ne? Danke für die Einladung. Immer gerne. Danke für den schönen Talk. Mhm. Ich ging jetzt was auch sehr. 4 Stunden einfach wieder verpufft, ne, Boys. Ja. Nicht nur, PoE ist nicht nur so erschöpfend, wenn man selbst zockt und die Zeit vergeht, sondern auch, wenn man drüber quasselt, wenn man drüber quatscht. Mhm. Weil es halt so umfangreich ist auch. Ich finde es auch mal sehr angenehm, einfach halt andere Meinungen zwar mit dem Chat so ein bisschen zu reden, einfach in Ruhe so komplett isoliert über die Sachen reden zu können, mal sich auszutauschen, auch andere Meinungen so zu hören von Leuten, die halt auch sehr viel spielen. Wir sind ja alle komplett abhängig. Ja, voll. Ist halt alle am Suchten. Ey, übel. Ja. Also gerade diese Liga war es mir umso wichtiger, irgendwie halt einen Podcast zu machen, weil ich hatte es ja auch euch schon gesagt, um halt einfach dieses, ich nenne es jetzt einfach mal diesen Hate halt im Internet das ein bisschen Drama. Runterzufahren. Das, ne? Drama. Das Drama da. Und vor allem halt Drama. Auch um Klachen klarzustellen. Ne? Wenn ihr nähere, detaillierte Infos haben wollt, zum Beispiel was jetzt Loot Drops und Rarity und so angehen, Salty hat da ein gutes Video zugemacht. Ne? Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen näher drüber informieren, was sowas angeht. Ansonsten, wenn ihr kein Loot habt, beschwert euch einfach auf Reddit. Ansonsten seid ihr herzlich willkommen, dass ihr bei uns hier im Chat einfach mit uns chillen könnt. Ich würde mich in diesem Sinne bei euch bedanken und mich verabschieden. Vielen, vielen Dank für den schönen Abend. Und ja, haut rein, macht's gut. Tschüss. Bye-bye. Bye-bye. So, ich mache dann den Call schon mal Feierabend und raid dann auch direkt weg. Jo. Ne? Wie ist das waren jetzt erlauter. Ja. Schnelle 4 Stunden, ne? Ja, wo ist mein Loot, wird hier gefragt. Ich muss los, ich muss los. Wo ist mein Loot, Ding-Dong? Zwischendurch hat es nach können wir das als Hashtag machen? Also für all die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir machen jetzt einen schnellen Raid. Und zwar, wir gehen zur Weile drüber. Unserem neuen HCSSF-Nachwuchs. Sie ist gerade am Leveln. Ich weiß noch nicht. Keiner HCSSF mehr, ne? Ja, ich weiß aber nicht, was es gerade gibt. Und da brauchen wir einen Hashtag. Wer möchte einen Hashtag erstellen? Wo ist mein Loot? Ja, Hashtag. Ich bin aber für Ding Dong Dicks. Nein, Ding Dong. Ich glaube, sie hat keinen Dix. Und sie ich hat auch, glaub ich, keinen Dix. Also Ding Dong hat sie, glaube ich. Ding Dong. Nee, hat keinen Ding Dong.
Übrigens, Hashtag des Abendskultur ist sehr, sehr gern gesehen, wird immer sehr positiv angenommen. Also was für ein. Ja, Pille, dann mach du Hashtag. Let's go. Du darfst den Hashtag machen. Ja, wo ist mein Loot? Okay. Ding Dong, wo ist mein Loot? Ne, also wo ist mein Loot? Ding Dong. So. Nee, es gibt kein Loot. Gibt's wieder, oder? Ding Dong gibt's nicht, aber es gibt Modcheck. Wo ist mein Loot? Aber das I sieht aus wie ein L. Oh, das ist ein doofer Hashtag. 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 For 20. Shaggy ist zu spät. Ja, Shaggy, 4 Stunden geschlafen. Letzt leider zu spät dran, ne? Loot. Ja, wirklich. Like, wir sind von 30 Sekunden fertig geworden und echt, überlegen, wo wir hinraten. Und Shaggy, hi. Ich bin da. Hat sie aber Def-Check? Auf die Sekunde, ne? Sie hat gar keinen Def-Check. Mod-Check. Ja, Mod-Check. Ah, Mod-Check geht. Mod-Check geht. Dann so, Loot wo? Mod-Check. Ich kann es gar nicht spammen bei dir. Ich habe keine Admin-Rechte. Bin auch gerade erst gekommen. Matthias, das zählt nicht. Anyway, so. Warte, wo ist er? Da, Loot wo? Mod-Check. Ich kopiere. Was? Kannst du schicken, weil 30 Sekunden und so, ne? So, da habt ihr. Meine Damen und Herren, einmal kopieren. Wir gehen rüber zur Franzi. Unterstützen sie ein bisschen in ihrer HCSSF-Reise. Ja. Wann geht's denn los? Wann's losgeht? Soon TM, warte. 3, 2 und auf Wiedersehen. Macht's gut, Chat. Tschüss. Bye-bye. Tschüssi. Bye-bye.